Hallo. Alle sind wir da. Entschuldigt die Verspätung, Leute. Geht das hier? Funktioniert das? Wir sind gerade noch ein bisschen hier am Einrichten, ne? Wir sind noch nicht, wir mussten jetzt erstmal hier hinfahren. Stau, Parkplatz, hier hinlaufen. Da mussten wir gerade noch was zu essen bestellen, das ist auch wichtig. Und jetzt gerade bin ich dabei, noch mal kurz Musik anzumachen. Deswegen chillt hier einfach schon mal kurz, ja? Setzt euch hin, macht es euch gemütlich. Aber wenn du möchtest, kannst du dich gerne schon mal vorstellen. Dann wissen die, aber ich, oder pass auf, ich stelle das direkt ins ja Gesicht. genau. Hallo. Einmal sagen, wie du heißt und was dein Ja. Lieblingsadjektiv ist. Ich bin Mini und mein Lieblingsadjektiv ist klein. Oh! Why? Keine Ahnung. Ja, ich bin hier bei Deville. Ich bin Tätowiererin. Das hier ist der Laden. Können wir gleich bestimmt auch nochmal durchgucken, Ja, ne? klar. Du kannst auch gerne einmal eine Führung machen. Nimm das Handy oder ihr geht zusammen. Du weißt ja, wie das Du funktioniert. weißt, wie das Ja, funktioniert. ihr macht das schon. Ja, herzlich willkommen bei uns, bei der Will. Ich gebe dir das mal Und so. ihr tut schön viel Blödsinn einfach Ja, auch. Das das ist gut. funktioniert immer ganz gut. Hier werden wir heute den ganzen Tag sitzen, wo Marcel gerade sitzt. Genau, das ist jetzt so ein bisschen ja, spontan aufgebaut alles. Und wie ihr seht, hier sind ganz viele Schränke, ganz viele Wägen, ganz viel Tattoo-Equipment in den Klamotten drin. Plus ganz viele Lehnen und Liegen und Rollhocker und alles Mögliche. Ja, in dem Raum arbeiten wir auch, hier wird tätowiert. Da ist unsere wunderschöne zugeschissene Ladentheke, die man aber nur von der einen Seite sieht, zum Glück. Und ansonsten haben wir hier auch noch eine Kollegin, die arbeitet auch gerade in dem Separé. Und ja, es fällt nochmal so ein extra Spot für Leute, die dann meistens irgendwie sich irgendwas auf der Brust, auf dem Rücken oder sonst was machen. Ja, ansonsten, ich mache die Tür mal zu. Die Geräusche sind auch ein bisschen nervig. Ja, ansonsten haben wir hier ein Schaufenster, in dem wir ganz gerne sitzen. Da laufen auch immer schön Leute vorbei und glotzen. Ja, ansonsten haben wir hier noch eine kleine Ecke. Und das war es auch eigentlich schon. Da hinten ist nur Ich furze gern in der Wanne. Das ist der Wannenfurz. Das ist der Wannenfurz, okay. Also ich nicht. Hier ist unsere Malecke. Die wird auch noch dann manuell gezeichnet. Mit ganz vielen Farben, ganz vielen Dosen, ganz viel Krimskrams. In den Schubladen ist auch ganz viel von diesem Zeug drin. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal zeigen darf. Das ist nämlich das Motiv, das ich gerade schon für Ich Marcel fertig gemacht habe. glaube aber ja, oder? Kann das schon mal zeigen, oder? Was kann man zeigen? Was du dir machen. Ja, natürlich. Das Ich habe komme auch ich gerne dazu. nämlich gerade schon mal ausgedruckt. Der Kritzelbob. Geil, Leute. Genau. Und ja, da werden wir gleich einmal die richtige Größe aussuchen, welche da für dich passt. Jo, wir machen hier Bizeps-Action heute. Haben wir jetzt gesagt, glaube ich, oder? Was ist das Bizeps? Ich habe keine Ahnung Kann, von sagt auch Zepsen. jemand, das kann ich auch mit der Nähmaschine machen. War das? Anscheinend ja. Ich Also den Kritzeleffekt kriegst du dann auf jeden Fall rein. Das Ja, geht. dann können wir uns das ja sparen heute. Ja, Dann, gut, wo wohnst du? Dann kommen wir eben zu schön. dir. Möchtest du dann Dann trotzdem finden wir mit? uns Willst du wieder das mal raus. angucken? Ja, Habt ihr gerne, vielleicht noch gerne. hier so Stofftattoos hin? Boah, das wäre aber auch mal krass, oder? Dann kannst du mit Stoff am Arm rumlaufen. Ja, sehr gerne. Ist auch gut für die Haut. Und auch gut für den Ja. Organismus, wenn Ja. da schön Bakterien drin sind. Das lieben wir. Musst du einmal die Woche auch waschen dann. Den Arm in der Stoff. Waschmaschine. Ja. Naja, wie auch immer. Ganz kurz, die Mini und ich, wir kennen uns schon wie lange jetzt? Tatsächlich glaube ich Sechste schon, Klasse, fünfte Klasse? das sind schon, glaube ich, 15 Jahre, ne? Das ist absurd. Ja. Das ist wirklich fucking absurd. Aber es ist schön, dass du heute mir schön wehtun darfst. Das freut mich auch Also sehr. dir vertraue Das ich. wollte ich auch schon immer mal machen. Ist irgendwie schon, also mein erster Tour hat ja Carina gemacht, Push Art. Auch eine Kollegin von mir. Du bist jetzt die zweite. Ja. Das heißt, ich lasse nur Leute an meiner Haut, denen ich hundertprozentig vertraue. Du bist die nächste dann, ne? Ja. Nein, 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 das war ein Spaß. Ja, du hast keine Ahnung, wie das geht. Ich vertraue dir dahingehend, dass du es nicht weißt, wie Wie es viele geht. Stoffs brauchen das, dass es passiert? Oh, das ist Sabaton hier, 2.0. So, ja, eine Sache, für kurz kurze Frage an dich. An mich. Ja, wie verbinde ich mich jetzt hier mit dem Bluetooth-Gerät? Muss man Bluetooth das irgendwie. anmachen, eigentlich ist das Car Music. Müsste eigentlich. Weil der findet hier gar nichts. Ich kann schon mal in den Chat gucken. Mach das mal außen wieder an. Sie macht meinen Traumjob. Was hält dich davon ab? Was hält dich davon ab, den Job zu tun? Ich mach es doch. Ab geht es. Da bin ich.
Und ich stell's, glaube ich, stell's hier hin. So, dann. Boah, knusprig hier. So, Mucke gegen Schmerzschreier, so ist das halt. So ist es halt. Ich warne euch nur schon mal vor, bei meinem ersten Tattoo habe ich sehr viel geschwitzt. Mein Körper hat da sehr interessant drauf reagiert. Nicht Angst eher weniger, aber eher so völlige Überforderung meines Nervensystems. Und es ist heute ja doch nicht so warm, wie ich mir das gewünscht hatte. Warte kurz. Ah, Car Music? Car Music. Das klingt gut. Nice. Connected. Connected. Sehr schön. So. Dann läuft das doch auch. Und macht das schon? Ja, aber laut. Warte, ich mach leiser. Bisschen zu leise. Ja. So, ein bisschen Lo-Fi im Hintergrund, dann ballert das. Ja. Dann haben wir auch keine Copyright-Probleme und so weiter, aber ist eigentlich ganz so ruhig. So, ja, Kinder. Husten ist immer noch am Start, der darf nicht fehlen bei unserem Marathon hier. So, wie machen wir das jetzt am besten? Warte mal, ich hab ja hier extra einen Laptop mitgebracht, damit wir einen Chat haben. Möchtest du direkt, wobei ich würde gerne einmal was trinken. Sollen wir aus der Pulle trinken, habt ihr Gläser? Möchtet ihr Gläser? Das wäre, glaube ich, geil, wenn ihr welche habt. Weil ich muss ein bisschen hydrieren gerade. Oh, und ich hau noch mal eben hier Info raus. Ich bin halt wirklich scheiße in Social Media während des Marathons, ne? Ich vergesse das immer, das... Ja, ich wollte eigentlich auch ganz gerne noch einen Post auf meinem Tattoo-Account. Mach das ja. Apropos Tattoo-Account. Die Mini, die mich da gleich tätowiert, die hat einen Instagram-Account. Da dürft ihr sehr gerne mal folgen, falls ihr auch Interesse habt, hier mal vorbeizukommen und euch was von ihr stechen zu lassen. Eine sehr sympathische Dame. Ihr findet den Account die ganze Zeit, hier ist die Kamera jetzt, ne? Die ganze Zeit unter Ausrufezeichen Tattoo im Chat. Da kommt ihr dann zu ihrem Account und lasst gerne ein Follow da freut die sich bestimmt. Kann man machen. Ich habe mit dem getrunken wieder für euch. Nein, ich habe mir so gar nichts. Ach so. Natürlich nicht. Solange du nicht komplett umkippst. Jetzt kann ich mich hier schon wieder. Dein Handy? Ja. Da kann ich dir nicht bei helfen, du. So. Ja, ich suche immer noch mein Handy. Immer noch dein Handy. Hast du die Nummer von Mini? Sonst rufst du einfach mal an. Ja, das haben wir gerade schon gemacht. Aber mein Handy ist natürlich idealerweise raus. Ja, top. Ne? Top wie Karotti. Hast du eine Apple Watch? Nee, ne? Auch nicht. Nein, ich habe auch kein iPhone. Ach, du hast auch kein iPhone. Ja, für mich ist das so. Klar, mach doch einfach. Ist so schändlich hier. So, Time habe ich auch schon hier aktualisiert. Ich schreibe euch jetzt noch mal eine halbe Stunde gut, weil wir eine Stunde später gestartet sind. Ja, heute wird wieder gegönnt, Kinder. Aber denkt dran, ist so. Apropos Timer. Liebe Mods, habt ihr schon wieder irgendwelche Challenges geplant? Muss ich mir mein Tattoo doch lieber über ein Steißbein tätowieren lassen, damit ich gewinne? Oder wie sieht das heute aus? Hier auf die Stirn. No regrets auf die Stirn. Das Handy muss da in der Nähe sein. Von Mini meinst du? Ja, der Chat, der oh mein Gott, wir haben es gefunden. Nein. Es liegt einfach hier. Okay. Habt ihr das gesehen im Chat? Oder habt ihr es geraten? Ich glaube, weil du das vorhin weggetan hast. Ja, ich hab halt, aber da lag der Tablet noch daneben, deswegen. Naja, haben wir dann auch geklärt hier. Also, das ist wieder da. So. Geil. Gut. Wollen wir einfach starten? Willst du anfangen? So, fang ich an? Ich bin, glaube ich, der Einzige gerade hier in diesem. Oh! Der Einzige gerade hier in diesem Komplex, in diesem Arbeitskomplex, in diesem Raum, der am wenigsten Tattoos hat. Ich glaube, ihr habt alle ordentlich Erfahrung. Michelle, wie viel hast du? Vier? Fünf? Fünf? Du? Weiß nicht. Die anderen haben schon so viele, dass sie nicht mehr mitgezählt haben. Bei mir ist es eins, ne? Ich habe ja hier meinen Ruhestein. Ja, dann gebe ich dir einfach mal die Kamera. Dann Kamerafrau Michelle wieder am Kamerakind Michelle. Müssten wir eigentlich so wie bei. Wie war das nochmal? Was war das nochmal für eine Sinn, oder? Eins Kamerakind war? Ich weiß ja, nicht. Ja, eins war dabei. So, Mini.
Wir zwei beiden jetzt hier, ne? Yes. War Butter bei die Fische. Wie wahrscheinlich ist es, dass du mir, mich komplett dahin richtest? So, die, so prozentual. Hinrichten? Ja, also dass ich daran sterben könnte. Minus 0,1%. Also das heißt, ist sogar, ich komme hier lebendiger raus als vorher. Ja, ja. Das wollte ich hören, das sind Informationen, die finde ich sehr gut. Ja, wir haben jetzt hier dieses Motiv, um das mal kurz für euch zu erklären. Ich brauche irgendwas, womit ich was verbinden kann. Und SpongeBob klingt jetzt bescheuert, aber ist immer da in meinem Kopf, ist immer da. Und ich finde das Motiv einfach so witzig. Es ist so cool. Es ist natürlich als zweites Tattoo-Motiv jetzt nicht das Optimalste. Hätte ich jetzt schon 10 Tattoos, dann fällt das nicht mehr so auf. Ne? Also ne, ist jetzt nicht so schlimm, aber naja, mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Dann habe ich vielleicht Motivation, dann nochmal nachzulegen, damit die Leute nicht, also die Blicke von meiner Mutter gestern hättest du schon mal sehen müssen. Ja. Ich habe gesagt, ey Mama, morgen Tattoo. Wird richtig gut. Die Mini tätowiert. Ach, die Mini tätowiert dich, das gibt's ja nicht. Ja, was tätowierst du dich? Ja, okay, du kennst das von Sport und da ging schon, oh mein Gott. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Ja, aber ich gönn mir das. Natürlich, da muss Mama durch. Ja. Wir haben übrigens auch noch, du hast noch was anderes vorbereitet. Ja. Willst du das auch noch zeigen? Das kann ich sehr gerne zeigen. Wir haben, das ist ausgeklammert. Das ist so eine Sache, keine Ahnung, ob was machen, werde ich spontan entscheiden einfach. Weil in derselben SpongeBob-Folge, also wer die SpongeBob-Folge nicht kennt, der sollte sie sowieso nachholen, wo der Bleistift ins Wasser fällt und dann das magische Wesen erschaffen kann. Und ja, bevor dieser kleine Kritzelbob hier entsteht, malt er noch was anderes erst. Und eigentlich ist es auch total geil. Das ist einfach noch witziger eigentlich. Ich finde den halt einfach auch so super sweet. Ich würde dir den eigentlich fast schon lieber stechen. Du willst mir den schon lieber stechen. Weil der halt einfach so schön trashy aussieht. Wie gesagt, wir machen erstmal den und dann gucken wir, wie es mir geht. Ich hoffe, ich bin nicht so die ultimative Pussy, weil das ist echt unangenehm, vor so vielen Menschen wie so ein Kleinkind gleich hin zu schreien. Nee, ich weiß nicht, wie ich reagiere. Ich weiß auch nicht mehr, wie sich der Schmerz anfühlt. Zeig mir nochmal das. Was ist das hier? Das hier. Da ist aber auch der Unterschied, du bist hier, das hat ein bisschen länger gedauert höchstwahrscheinlich, das hier geht relativ schnell. Mhm. Und hier hast du Farbe drin, die musst du auch richtig reinjagen. Also ja, die Farbe war, glaube ich, krass. Ja. Schwarz ist einfacher in die Haut zu bekommen, allein schon, weil die ein bisschen flüssiger ist. Und die müssen immer sehr stark pigmentiert werden, damit die auch gut reingehen, damit ne, die Farbe dann auch zu sehen ist. Ich erinnere mich noch daran, dass Carina damals eine Creme hatte, die die Haut betäubt. Macht man das allgemein oder war das irgendwas? Macht man allgemein nicht. Okay. Also das macht man eventuell, wenn man jetzt wie Ellen zum Beispiel, sie hatte jetzt hier auf dem Hals einiges und da hat sie es dann doch schon benutzt, weil das ist echt. Ja, ich glaube, das war tatsächlich, die Outlines hatte ich ohne und die Farbe hat sie dann irgendwann drauf, da war das noch offen und das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Das war so, als wenn da einer mit dem Stift die ganze Zeit feste drauf drückt. Deswegen keine Ahnung, wie schmerzhaft das ist, wenn du Farbe machst. Aber das machen wir eh nicht heute. Ja. Okay, dann weißt du schon, wie du dich am besten positionierst? Willst du das einmal kurz gucken, wollen wir den Laptop auf die andere Seite machen? Wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Brauchen wir uns nochmal einmal um. Wenn du möchtest, du kannst ja auch so einen Rollhocker nehmen, dann kannst du den kann ich auch machen. Ja. Ich würd auch tatsächlich sagen, dass du hier doch hier sitzt. Ja. Weil, einfach jetzt mal vom Licht her gesehen, sonst spielen wir die ganze Zeit ins Gegenlicht. Und da sowieso mein. Dann drehen wir uns ein bisschen. Machen, ist doch gut, ist auch. Ist frisch. Ist freaky fresh. Freaky Friday. Ich glaube, dann stellen wir den Wagen doch da, dann habe ich den im Blick, oder? Du musst ja, es wird ja auf demselben Arm bleiben, dann bist du auch so in der Richtung. Ja, ne? Wenn das für dich passt. Für mich auf jeden Fall. Gut. Das passt wunderbar. Machen wir das so. Dann haben wir die Kamera da, dann mache ich das nochmal ein bisschen. Hier schön meine Bauarbeiterbräune oder wie auch immer man das nennt. Ja. Also wir gehen jetzt erstmal hin und gucken überhaupt, welche Größe du überhaupt bekommst. Wunderbar. Damit vergleichen wir einmal das Größte. Die sind mir zu klein. Ja, also das ist. Würde ich nicht nehmen. Ja, das eine oder andere würde ich sagen. Damit wir da jetzt erstmal einen guten Kontrast haben, nehme ich mal diese und diese Größe. Da können wir auch gleich nochmal zum Spiegel gehen, damit du das ordentlich siehst.
Aber ich sehe es ja, wenn du gut filmst, dann sehe ich es ja sogar da drüben. Ja, aber ich glaube, das ist nochmal was anderes. Ja. Dasselbe. Ja. Ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht doch ein bisschen zu monströs ist. Mhm. Ja, also ich würde dann, glaube ich, schon eher so in die Richtung gehen. Okay. Lass uns das nochmal vom Spiegel machen. Du bist auch sowieso kabellos, ne? Ja. Ich würde aber gleich sagen, wenn wir anfangen, haust du die Powerbank direkt dran. Mhm. Bei der Efteling war das doch astrophysisch. Genau, kannst du einfach locker lassen. Also ich finde, der ist schon ja, ist groß. Okay, ist okay. Also ich würde ihn aber ein bisschen höher machen. Also wirklich doch unter dem Ärmel, dass er dann verschwindet quasi, ne? Gucken da nur so zwei so Striche raus. Ja. Ja, so hoch jetzt auch nicht, oder? Ich sehe so hier so in dem Bereich. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die Größe, glaube ich, ein bisschen passender. Weil das ist schon, der ist schon groß. Schon, ne? Groß, ja. Wir haben noch eine Zwischengröße zwischen den beiden. Mhm. Warte, halt mal eben. Jo, was sagst du? Ich würde auch eher das kleinere nehmen. Hier hat übrigens jemand gesagt, dass die Wände total schön sind. Yes, der allgemein schön, voll schön eingerichtet, der Laden. Mhm. Jetzt mal ein bisschen Kramer von mir rum, den darf ignorieren. Das hat die Anton gezeichnet, gemalt. Die hatte, da ja Corona war und Lockdown und die Umstände sowieso zu waren, hat sie einen Raffel gekriegt und hat irgendwie den Laden einfach mit auf links gedreht. Und ja, mal eben kurz die Wände so. Ja, das sieht richtig stark aus. Gemalt, ja. Mega. Also das die macht auch richtig Sinn. Die macht dann wahrscheinlich nur noch Tattoos, ne? Die ist ja richtig Künstlerin dann wahrscheinlich, ne? So mit Wand bemalen oder Gemälde und so weiter. Die ist viel unterwegs, so. Ja, cool. Okay, was hast du noch? Das habe ich noch. Das ist jetzt die Zwischengröße einmal. Das war jetzt das Kleine, ne? Ja. Ja, das ist, dann nehmen wir das. Die Zwischengröße. Mhm. Okay. Das finde ich gut. Dann machen wir das. Wo das genau hinkommt, machen wir gleich noch. Genau. Dann mache ich hier einfach Spongebob am Arm. Spongy. Ich habe gefragt, ob wir in Duisburg sind. Wir sind in Duisburg, genau. Devil, Duisburg. Ja. Und ganz wichtig, dass ihr nach der Mini fragt, wenn ihr hier seid. Ganz wichtig. Man kann mir auch bei Insta schreiben. Genau, Ausrufezeichen Tattoo. Da habt ihr alle, da seht ihr, was die alle schon gestochen hat. Da werde ich wahrscheinlich dann auch auftauchen, vermutlich. Ne? Oder du schämst dich auch einfach fürs Motiv und sagst nur, um Gottes Willen will ich das. Auf keinen Fall will ich das posten. Das werde ich auf jeden Fall posten. Ja. Dann muss ich ja jetzt auch immer gebräunt sein. Ne? Muss ja jetzt hier. Schon, ja. Muss, renne ich jetzt nur in einer Kutte rum. Damit meine Arme auch schön braun werden. Mega, ey. Okay. Coolio. Ich würde auch sagen, wir fangen dann mit dir direkt an, ne? Mit also, mir? Ja, klar. Würde ich auch machen. Die Michelle, die hat sich auch ein schönes Motiv ausgesucht. Da kommen wir aber später zu, um ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten, ne? Was sich die Michelle tätowieren lässt. Ja, doch, an der Stelle sollte Twitch ja wohl nichts an der. An ja, aber ich überlege gerade, du musst dich nicht komplett nackig machen dafür, ne? Ich denke nicht. Okay. Also kommt halt drauf an, ob das da drunter sein soll oder halt da drüber. Ne? Aber hast ja noch Zeit, dir zu überlegen. Sonst müssen wir mal gucken, wie wir es machen, damit ihr jetzt nicht auch. Müssen wir jetzt hier nicht Nude-Stream machen. Nur ich. Dann mache ich um meinen Bauchnabel mache ich ein Papier hier einfach. Um den Bauch. Und dann Papier hier. Wunderbar. Ich habe es an der Wand erkannt, wo er ist. Alex, warst du schon mal hier? Das wäre cool. An der Wand? Er muss ja hier gewesen sein, wenn du es an der Wand erkannt hast. Oder? Bei wem er sich tätowieren lassen hat. Ja, aber wenn du hier warst, bei wem warst du tätowieren? Übrigens, ich habe auch überlegt, ob ich mit Timon Partner-Tattoo machen soll. Ich weiß nicht, kennst du Timon Klängern? Nee, ja. Ja, mit dem war ich hier im Podcast und hat sich auch ein Tattoo stechen lassen. Ich habe überlegt, ob wir das auch noch mit reinnehmen. Ja. Das ist ein super aufwendiges Ding. Ich weiß nicht, ob du so viel Zeit hast. Ja. Was ist er denn? Der hat sich nur einen ganz kleinen Punkt tätowieren lassen. Er wollte einfach behaupten, er hat gesagt, er will nur behaupten, dass er tätowiert ist. Und dann hat er sich so einen ganz Mini-Punkt irgendwo hin tätowieren lassen. Wow. Wild. Marcel, schau dir die Wand nochmal an, überleg nochmal, woran ich es sehe. Hä? Steht das hier irgendwo, wo wir sind? Nee. Ich weiß gerade gar nicht.
Ach so, ach Marcel. Bin ich doof? Ja. Was denn? Nee, ich kann dir sagen. Sag mal. Ich bin komplett dumm, oder? Hast du schon was von der Vulkanstraße und dem schönen Duisburger Tower gehört? Nee. Ich kenne mich in Duisburg nicht aus, ich kenne keine Landschaftspark und sonst halte ich mich eigentlich sehr viel fern. Die Vulkanstraße ist ein etwas anderes Milieu. Also Duisburg magst du? Nein, das ist... Rotlicht. Ja. Ah, ach so, deswegen. Ja, Alex ist Rotlichtexperte. Ach so, der war wahrscheinlich da. Der hat sich quer durch den Ruhrpott schon gebumst. Der kennt da jeden Strich auswendig. Der checkt das sofort. Ich dachte, du hast den Laden erkannt. Ich dachte, ja, echt, ne? Er hat scheinbar nur Duisburg erkannt. Okay, das ist gut, toll. Ja, weißt du, wir freuen uns hier voll und so. Und dann kommst du hier mit irgendwelchen Sachen. Ich baue jetzt erstmal in Ruhe auf. Mach du ganz in Ruhe. Wie gesagt, ganz kurz für uns alle, damit wir einmal alle besprochen haben. Zeitlich. Hat irgendeiner Stress von uns? Nee, außer dass ich abends irgendwann noch was für die Uni machen muss, weil morgen früh bin ich wieder. Ja, aber wenn das jetzt mal 19 Uhr oder so wird, ist jetzt keine Katastrophe. Dann machen wir das ganz entspannt hier, weil ich habe auch keinen Stress. Und machen wir das einfach so, dass wir alle... Wir haben nachher noch Essen bestellt. Macht das Sinn, aufs Essen zu warten oder sollen wir unterbrechen gleich? Wie ist das für dich am besten? Ja, egal. Was sagt die Verando denn? Das ist schwierig nachzuvollziehen jetzt, weil mein Bauch schlau ist, was über mein Handy gemacht hat. Ich brauche einfach nur ein zweites Handy. Das ist die Problematik. Ne? Ja, ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal auf. Der Stencil muss gleich wenn ich den aufgeklebt habe, muss der nochmal 15 Minuten trocknen, damit er mir gleich nicht verschwindet, wenn ich tätowiere. Okay. Genau, und dann gucken wir einfach, ob das Essen da ist. Wenn das da ist, dann essen wir. Und wenn das nicht da ist, dann tätowieren wir erst und machen das kurz fertig, weil... Also es wird wirklich nicht allzu lange dauern. Okay. Ja. Willst du das dann schon mal draufballern oder musst du dich erst einrichten? Nee, ich baue jetzt erstmal auf. Oh, erstmal auf. Genau. Gut. Lieber Chat, was sagt ihr denn so? Soll man ein Tattoo verlosen für die erste Person, die hier hinkommt? Die kriegt den Punkt von Timon tätowiert? Aber musst du Timon fragen, ob das für den auch noch stimmt, ist. Stimmt, ja, das ist kopiert. Dass der Tattoo hat, ja, genau. Ja, das stimmt schon, das ist mies. Oh, was hast du denn vor hier? Hier. Also, das ist aber eine Ecke, die wollte ich jetzt eigentlich heute nicht entblößen. Das habe ich mir für das Ende vom Megaton aufbewahrt. Kannst du das Duisburger Lied für uns singen, wenn du schon mal in Duisburg bist? Das Duisburger Lied, ja klar. Mhm. Duisburg, yeah. Denn das ist Duisburg. Gibt es das wirklich, das Lied? Ja, es gibt das, ja. Du als Oberhausenerin. Hätte ich nie erwartet von dir. Das ist ja, einfach das enttäuschend. Enttäuschend. Aber ich muss auch sagen, das war zweckmäßig. Ne? Uni, Freund, eigentlich kommt er aus Xanten. Ach, und dann habt ihr euch Duisburg ausgesucht? Ja, weil... Das ist ja naheliegend. Xanten, Oberhausen, lass doch Duisburg ziehen. Ja, nee. Das wegen Uni wahrscheinlich. Wegen ne? Uni. Ja. Er kommt gut nach Xanten, weil von hier aus kannst du direkt nach Xanten durchfahren. Ja. Ich komme gut nach Oberhausen, wenn nicht immer Baustelle wäre auf den Bahnschienen. und wir kommen halt beide gut nach Krefeld zur Hochschule, ne? Ja. Deswegen, das ist hier so der perfekte Ort. Jetzt arbeite ich halt hier. Was studierst du, wird gefragt? Kommunikationsdesign. Communication Design. Also viele verstehen Werbung, ist aber nicht einfach nur Werbung. Also ist auch Design. Das ist auch Design. Also auch Design. Alles, was nach außen kommuniziert. Zum Beispiel diese Denkmits. Ja. Oder auch Design. Ja, das gibt's nicht. Das gibt's gar nicht. Das Schöne ist auch, Mini und ich, wir haben auch abseits von diesen Dingen, die wir hier gerade tun, schon zusammengearbeitet. Als ich für Eloria meine Mission gemacht habe damals, hast du mit den Grafiken mitgeholfen auch. Yes. Ne? Deswegen, also, ich bin da sehr zuversichtlich, dass die Frau gute Arbeit abliefert. Und, ne, Ausrufezeichen Tattoo. Ich mache jetzt einfach alle 10 Minuten Werbung für dich. Ja, gerne. Ich weiß nicht, hast du dir denn mal angeguckt, was ich da so auf Insta hochgeladen habe? Ja, klar, sicher. Ich folge dir da ja auch dabei. Ich weiß Bescheid. Und bei dir muss man halt auch sagen, wann hast du angefangen? Du hast ja vor kurzem, vom Jahr oder so? Noch kein ganzes Jahr. Noch kein ganzes Jahr? August letzten Jahres. Und ich finde, bei dir merkt man eine krasse Entwicklungskurve. Also die geht wirklich steil nach oben. Und ich glaube, mit jedem Tattoo, du machst das. Das geht schon. Und irgendwann bist du der nächste Picasso. Arm Picasso. Körper Picasso. KP. KPM. Körper Picasso Mini. Oh. Schön. Wieder eingepackt, alles schön.
Lecker. Yes, yes. Dann auch frisch bleibt, ne? Schön genau. Frisches Leder. Man soll die Sachen ja auch schützen. Yes, wenn ihr auf YouTube gerade zuschaut, ne? Also das kommt wahrscheinlich dann auch auf YouTube irgendwie mal vorbei, ist natürlich auch Minis Insta in der Videobeschreibung verlinkt, ne? Also da gibt es halt keine Befehle. Könnt ihr so oft Ausrufezeichen Tattoo in den Chat schreiben, in die Kommentare, bis der Arzt kommt, aber es wird nicht passieren. Was ist denn das Motiv? Wenn du das gerade nicht mitgekriegt hast, wir hatten das schon gezeigt, dann lass dich einfach überraschen. Ich glaube, dass. Kann man sich das auch mal angucken? Jawohl. Falls du mal vergisst, wo du hin musst, ja. steht genau. Das da auch. Dann kann ich das Freehand machen. Keine Fingerabdrücke. Was für Fingerabdrücke? Fingerabdrücke? Habe ich was verpasst? Haben wir über Fingerabdrücke reden? Also, ja, ist auch egal. Ich glaube, wegen sauber und so. Da werden deine Tattoos schon gelobt. Da haben sich die Leute schon das angeguckt. Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Ja, tattoo-mäßig, wie gesagt, ich habe ja nur so Kleinigkeiten erstmal. Ne? Ich habe schon. Du musst nachher, wenn du dran bist, dann musst du mal ein, zwei Tattoos zeigen, die du hast. Du hast echt schöne Tattoos tatsächlich. Und ich habe. Arme hast du. Ich habe leere Arme und Waden. Also auf die Wade will ich irgendwann auch nochmal was Cooles haben. Aber ich weiß nicht, es kam noch nicht die Erleuchtung, ne? Und jetzt sind immer nur so kleine Sachen. Zum Beispiel Isaac, Binding of Isaac, da gibt es auch ein, zwei Sachen, die ich ganz cool finde. Also sind auch nur so Scribble-Sachen. Ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt irgendwie. Das ist nicht schlimm. Ja doch, eigentlich schon. Ich will auch irgendwie ein richtig cooles Tattoo haben. Also nicht, dass es nicht cool wäre, aber es ist so... Also du willst was Fettes. Ja, schon. Schon mal so ein richtiges Tattoo, weißt du? Das ist da so Anfängerzeug, was ich hier mache, so... Das macht ihr doch im Schlaf. Ja, das macht ihr so, oh, ich wollte gleich schlafen gehen, aber kannst du mir noch mal eben Tattoo stechen, weißt du? Ja, komm. Und ich hab Knussi auf die Brust. Knussi auf die Brust, die Wurstpumpe. Ja. Wurstpumpe am Rücken. Aber da kommt ja auch noch was anderes zur Wurstpumpe. Willst du mir jetzt, was? Ich will das lieber nicht wissen, was du meinst. Hier ist noch eine interessante Frage. Habt ihr einen Tipp, wie man einen guten und seriösen Artist findet? Also ihr beiden habt ja völlig verschiedene Erfahrungen jetzt gemacht. Da könnt ihr gerne beide was zu sagen. Also, ich warte einfach auf Leute, die ich kenne, die das lernen. Das ist auch eine gute Idee. Ja, man muss sich halt mit den Leuten einfach ein bisschen auseinandersetzen. Ne? Die Sachen halt anschauen, die so machen. Gucken, ob man da überhaupt die Sachen, die halt machen, auch ob sie dir gefallen. Aber eigentlich ist es Erfahrung. Also man muss die Erfahrung machen. Das ist halt, du kannst noch so happy über die Motive sein, der kann trotzdem unhygienisch arbeiten. Also da am besten einfach reingehen, mal die Situation so anschauen, wie der Laden aussieht. Ist es ordentlich, ist es sauber? Oft, wie das jetzt bei uns auch ist, wir haben ja eine relativ offene Fläche, wo wir arbeiten. Da kann man dann ab und zu auch schon mal so reinlooken und gucken, haben die Handschuhe an, haben die, ne, Desinfektionsmittel stehen und so weiter. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ne? Und was die Qualität der Tattoos angeht, da muss man halt einfach gucken bei denen auf deren Insta oder auf deren Internetseite, wie auch immer, ob man sich denn damit auch so zufrieden gibt. Ja, du meintest auch im Chat, als wir gezockt haben, dass viele auch einfach Motive klauen. Ja. Also Teil deiner Arbeit, ich meine, klar, das ist jetzt, du hast eine Vorlage gehabt, ne? Ich will ja was aus einer Serie haben, das ist dann klar, dass das jetzt nicht viel, nicht neu erfinden. Eben, da hast du jetzt nicht viel Kreativität reingesteckt. Genau. Aber Teil deines Jobs ist ja am Ende auch, dir Motive auszudenken, ja, die selber zu gestalten, und viele gehen dann einfach ins Internet und kopieren das einfach. Genau. Ne? Also was wir auf der TattooCon, wir waren ja jetzt vor kurzem in Dortmund auf der TattooCon, da haben wir einige Tische gesehen, wo dann halt eben Tätowierer waren, die teilweise ihre Sachen einlaminiert haben und dann halt auf den Tisch ausgebreitet haben. Und dann hat sich halt jemand ausgesucht, ah, dann nehme ich das, okay, alles klar, dann kommt das weg. Und entweder ist es am nächsten Tag schon da oder halt bei der nächsten Tattoo-Con. Boah, ist das mies, ey. Also das war schon echt frech. Und es kam an dem Tag auch zu mir, zu unseren Kolleginnen, Leute, die dann auch tatsächlich gefragt haben, zeichnet ihr selber? Ich so, ja, klar, ja, natürlich zeichnen wir selber. Also, Gehört ja eigentlich mit dazu, ne? Da bezahlt man ja eigentlich mit. Das ist ja schon eigentlich mies, wenn man die Arbeit dann bezahlt und das keiner macht. Ne? Das ist ja auch dann für den Kunden irgendwie ziemlich für den Arsch. Ja, ich meine, du kannst dich auch darauf spezialisieren, nur so Sachen zu machen, die es halt schon gibt.
aber dann musst du das halt auch kommunizieren. Ja. Ne? Kannst dann halt nicht hingehen, nur weil halt jetzt ein Kunde kommt und sagt, ey, ich möchte genau dieses Tattoo, dass du dann sagst, ja okay, das gibt's ja schon, dann kann ich das auch nochmal. Geht halt nicht klar, mach's halt nicht. Das ist halt, du klaust den Leuten das geistige Eigentum. Ja. Und vielleicht auch den Leuten, die das Motiv bekommen haben, eine ganz... Exklusivität halt, ne? Genau, eine Exklusivität und vor allem auch vielleicht, dass es... Für die ist es meistens auch etwas sehr Persönliches, gerade wenn die sich das selbst designen lassen oder halt ne, von jemandem natürlich, designen ja. lassen. Da nimmst du denen halt auch deren, wie soll ich sagen, halt deren Besonderheiten ja. an diesem Motiv eben. Die Einzigartigkeit ist genau. einfach verloren gegangen, ne? Möchtest du deine letzte Tattoo-Erfahrung kurz erzählen, weil das fand ich nämlich auch sehr spannend, weil du hast dir spontan was stechen lassen und warst überhaupt nicht begeistert von dem Studio, ne? Soll ja, ich einmal, also es war halt so, dass die... Kannst du das einmal zeigen, das was du kurz stechen hast? Ach du, da. Genau. War das, nee, das war nicht die Zelle, das war das die Karte, das ne? Das die Karte, genau. Mhm. Also wir sind da halt hingegangen und ja, es war halt so... Wir sind da schon vorbeigegangen. Ich war mit einer Freundin da, die halt da in der Nähe wohnt und so. Und wir haben dann halt einfach gesagt, ja, beim nächsten Mal lassen wir uns dann da noch was stechen, weil die hatten viele kleine Sachen auch. Und da konnte man einfach reingehen und so. Und dann war es halt so eine Walk-in-Geschichte. Und ich so, ja, okay, können wir machen. Und dann haben wir uns halt dafür entschieden. Und ja, also der Laden sah halt auch trotzdem super aus. Also gar keine Frage, halt so. Also nicht klassisch Tattoo-Studio, aber so ein bisschen schicker, sag ich mal. Ja, und dann hatten wir uns was ausgesucht, hatten was gesehen und dann habe ich dann Ewigkeiten mit dem Tätowierer noch rumdiskutieren müssen. Er meinte, ja, das gefällt ihm aber da nicht an der Stelle, wo ich das haben möchten, haben wollte. Du wolltest es nicht haben? Ich wollte eigentlich was anderes haben. Aber der hat nicht locker gelassen, das mir doch hier irgendwie tätowieren zu lassen oder so. Und er hat die ganze Zeit diskutiert, bis ich gesagt habe, ey, gar keinen Bock mehr. Dann suche ich mir halt noch was anderes. Ich hatte ja nämlich zwei Sachen gehabt, ja. zum Glück. Ja, und dann habe ich gesagt, nee, dann halt das andere. Aber dann halt da hier, halt da drüber. Auf einmal macht er zwei fertig. Und ich so, Kollege, aber ich wollte halt nur eins haben so und nicht gleich zwei. Und meine Freundin war dann schon fertig und dann kommt die da raus und die so später dann so, ja, ich habe gedacht, ihr hättet euch einfach nur so nett unterhalten. Ich so, nein, ich musste mit dem bestimmt eine halbe Stunde diskutieren, welches Motiv ich haben wollen würde und so ein Quatsch. Und dann meinte er noch so, ja, irgendwie hier, dann könnt ihr ja so, macht doch bitte einfach eine gute Bewertung. Oh ja, auf jeden Fall. Mhm. Und dann guckte er noch so auf mein Handy. Ich habe das dann halt gemacht, weil ich dachte mir so, gar keinen Bock jetzt auf unnötige Diskussionen. Danach habe ich die gelöscht und mir andere Sachen angeguckt. Und was da dann rauskam, boah, da habe ich mir auch gedacht, dann wollte irgendjemand was haben und dann haben die den so viel zu teuer das gemacht oder so. Und ey, keine Ahnung. Also das war dann auch so, okay, dann war es das halt und dann halt da auch nicht mehr. Ja. Also. Das ist Gott sei Dank schön geworden, trotzdem finde ich ja, das Tattoo. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch ein bisschen Angst, dass es nicht mehr so wird, weil es hat dann irgendwie so like, gebröckelt so ein bisschen die Farbe und ich war so, ja, okay, ist aber leider normal. Ja. Das ist leider normal, dass es ein bisschen rausgeht. Ja. Ja. Also das Ergebnis ist jetzt, wie gesagt, das ist schön, aber da mit Pressure jemanden reinzuzwingen, ist halt so das No-Go. Jetzt glaube ich halt auch, Tattoos würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist auch viel Mundpropaganda, oder? Also einfach, wenn ihr einen Kunden habt, der zufrieden war, der wird halt ja Nee, das war nicht zeigen. Lifetime Tattoo in Duisburg, das war in Mönchengladbach. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie wir heißen. Ja, müssen jetzt auch keine Negativwerbung machen. Also es war nicht auf keinen Fall hier in dem Studio. Oder nein, nein. Das halten wir mal fest. Nicht, es war auch nicht Lifetime Tattoo, ja, okay. Auch, aber die in Duisburg sind. Yes, naja. Ja. Das sind natürlich Erfahrungen, die will man nicht machen, ne? Nee, auch deswegen, scheiße. Ja, man darf sich da nicht belabern lassen. Das tat mir auch so leid am Ende, als du das erzählt hast. Wie gesagt, wenn du soweit zufrieden bist, ist halt nochmal gerade alles gut gelaufen. Aber ja. Tja, habt ihr denn auch irgendwelche Erfahrungen gemacht? Positive, negative? Wir können ja noch ein bisschen talken, wir müssen ja ein bisschen Zeit überbrücken hier. Die dürft gerne auch euch dazu äußern. Wenn ihr möchtet, soll ich dir dann dein Glas geben. Ja. Mach doch das. Wir sind doch hier flexibel. Was ich noch erzählen kann von der Tattoo-Con ist, dass da auf der Tattoo-Con ja auch teilweise so spontane Tattoos sehr gefragt sind, ne? Und viele mögen halt diesen Nervenkitzel von ich weiß nicht, was ich bekomme. Oh, okay. Finde ich eigentlich auch ganz witzig. Manche Leute, ne, die, also du brauchst ja keine Bedeutung hinter dem Tattoo, wenn du keine Bedeutung dafür hast, weil du sagst, ich finde das schön, dann mache ich das, dann
reicht das auch, also das ist schon Grund genug, so zu sagen, ich finde es schön. Also es muss keine Bedeutung dahinter stehen, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, viele sind halt auch dann so, ja ey, dann gucke ich jetzt einfach, was ich mir so stechen lasse und lasse mich aber überraschen. Und dementsprechend gibt es dann halt auch Spiele. Ne? Zum Beispiel gibt es, das war so ein TikTok-Trend irgendwie, keine Ahnung, ein Kaugummiautomat, da sind da Kugeln drin, man kann es einmal drehen und so weiter. Auf der TattooCon haben die Leute das natürlich sehr intelligent gemacht. Für 50 Euro darfst du einmal drehen und dann guckst du und hast dann dieses Motiv. Und wenn du das nicht haben willst, dann bist du halt 50 Euro los. Okay. Und viele sagen dann vielleicht so, boah, jetzt habe ich aber schon 50 Euro ausgegeben, dann lasse ich mir das vielleicht doch jetzt einfach stechen. Boah, krass. Oh, das ist übel. Ja. wir haben auch sowas gemacht, aber anders. Das ist so, das steht da vorne auch, da können wir gleich auch nochmal kurz gucken gehen. Das ist so eine Metallplatte, die hat 6 Felder, die magnetisch sind. Hm. Und dann oben so eine Kugel, die du halt einmal so schwingen kannst. Und dann auf einer von diesen 6 Feldern bleibt die dann halt stehen. Aber man sieht die Motive schon, oder? Nein. Auch nicht. Also okay. Du hast dann halt eben Zahlen von 1 bis 6 und dafür gibt es dann 6 Pöttchen. So, und je nachdem, welches Pöttchen du dann bekommst, kannst du aus diesem Pöttchen dann ziehen. Die Pöttchen waren auch nach Themen sortiert. Also wir hatten beispielsweise Florales, wir hatten ikonische Tattoos, das heißt Sachen, die jeder schon mal gesehen hat. Ein Herz mit Mom drauf. Ach so. Oder so ein Teufel, so ein Oldschool-Ding und so weiter. Ja, und dann konnten die Leute halt ziehen, aber haben halt erst dann gezahlt, wenn die das Tattoo auch genommen haben. Ne? Und wenn die dann gesagt haben, nein, ich will nicht, dann war das für uns auch vollkommen in Ordnung. Das ist auch richtig assi. Aber mega. Ja. Was dann aber, wo die Leute sich auch mega drüber gefreut haben, war, dass wir denen halt dann sagen konnten, ja okay, wenn du das nicht magst, dann können wir dir ja vielleicht ein anderes Pöttchen empfehlen, weil wir haben die schon nach Themen sortiert. Und dann sind die halt hingegangen und haben gesagt, ja so eigentlich mag ich ja eher so kleine Ornamente. Und so, ja, dann empfehle ich dir die 4. Und dann waren die halt happy und die hatten halt Arbeit, ne? Ohne da jemanden mit Pressure irgendwie reinzukriegen. Ja, natürlich. Das ist ja auch dann... Macht ja keinen Sinn, trägst du ja dein Leben lang mit dir rum, die Geschichte. Ja, ne? Eben. Tja. Ja. Ja, der Quadfahrer wollte gerne eine Erklärung zu all dem, was Mini da macht. Ja. Was sie vorbereitet, oder was? Ich denke mal, du bereitest so die... Ach so, was ich hier vorbereite? Ich weiß nicht. Ja, genau. Kannst ja auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Außer du kommst jetzt überhaupt nicht voran, wenn wir hier die ganze Zeit quatschen. Ne? War also, das easy. Ich überlege auch gerade, macht das Sinn, den Stuhl umzudrehen, dass ich... da so die Lehne vor mir habe? Eigentlich nicht, aber kannst du machen. Ich weiß nicht. Also natürlich habe ich gerade eben, bevor ich die Frischhaltefolie draufgepackt habe, die Lehne desinfiziert, dann in Frischhaltefolie eingepackt, davor natürlich auch die Hände desinfiziert und auch die Handschuhe desinfiziert. Frischhaltefolie drauf, damit die Lehne ein bisschen, die Armlehne ein bisschen geschützt ist, wenn da gleich Marcells Blut drauf tropfen wird. Juhu! Und Schweiß und alles. Schweiß hauptsächlich wahrscheinlich. Hauptsächlich Schweiß, ja. aber damit die halt auch ein bisschen länger erhalten bleibt, ne, und man nicht immer schrubben muss, wird die auch eingepackt. Dann habe ich gerade eben hier den Wagen im Vorhinein schon desinfiziert, mir hier so ein kleines Ding draufgelegt. Das sind so mit einer kleinen, ne, mit so einer Folienfläche unten drunter, damit wenn mir da irgendwas drauf spritzt oder ich kann dann auch wild werden und dann einfach alles drum, dann ist der Wagen nicht direkt eingesaut. Hab mir gerade eben meine Maschine eingepackt. Das ist Grip Tape, damit ich hier ein bisschen mehr Griff habe. Das ist auch, um die Maschine halt zu schützen. Muss das jedes Mal neu machen immer? Ja, genau. Du kannst ja nicht, also ich habe ja gleich, wenn ich dich tätowiere, ich habe dann... Da ist ja immer ein bisschen Blut mit im Spiel. Ja, okay. Denn generell Haut, alles was da rauskommt, habe ich dann schon in den Händen. Das habe ich gar nicht beachtet. Was? Scheiße, das habe ich nicht bedacht. What is it? Terms of Service. Twitch. Blut. Ich hoffe, die... Aber ich glaube, es gibt Tattoo-Streams. Ja? Mhm. Weißt du, ist mir auch egal. Es wird auch kein Blut als solches zu sehen sein. Ja, wir schneiden ja nicht den Arm auf und dann leuchtet da ein paar Mal Tropfen. Genau. Aber, die gehen auch nur in die zweite Hautschicht. Ne? Ja. Die gehen ja nicht durch. Ja. Und das wird nicht bluten. Also okay. da kommt halt immer ein wenig Blut mit. Ja, aber wo du Blut gesagt hast, ist mir da gerade eingefallen. Ja. So habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Genau. Aber ganz ehrlich, also sollte während des Streams einfach... gebannt werden auf Twitch, dann wechseln wir auf YouTube.
drauf geschissen einfach. Das ist dann bescheuert, ne? Dann können die mich mal am Arsch lecken hier. Genau. Ja, aber damit der nächste Kunde da nicht das Risiko hat, dass noch dein Blut an der Maschine ist, packe ich mir das natürlich immer ein. Natürlich, ja, hast recht, ja. Genau. Dasselbe gilt natürlich auch für den Rest des Griffstücks. Ah, guck mal, wir sind auch in dem richtigen Channel. Das hat. Ja, Beauty und was war das? Beauty und Body Art. Ja, okay, da gibt es sogar eine Kategorie auf Twitch, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Aber ich finde, das zeigt nochmal ganz gut, wofür man ein Tattoo bezahlt. Ja. Also, man bezahlt ja nicht nur deine Zeit, man bezahlt nicht nur das Motiv, sondern auch alles drumherum. Das ganze genau. Material, was ihr hier das noch habt. Das ist super viel Equipment. Also, das meint man tatsächlich gar nicht, wenn man nicht drinsteckt. Aber du hast halt, klar, frischhalte Folie ist jetzt das eine. Aber dann hast du nochmal eine frischhalte Folie. Dann hast du dieses Ding. Dann hast du die Green Soap und das sterile Wasser, das du da drin hast. Ja. Das Destillierte. Diese Zungenspatel, die kleinen Pöttchen, diese Vaseline. Das ist eine Vaseline. Die halt auch nochmal recht teuer ist und so weiter und so fort. Das Stencil-Papier, das Desinfektionszeug, die Handschuhe zum Hautdesinfizieren, die Farbe. Wenn du eine andere Maschine, also ich habe jetzt das Glück, ich darf die, das Akku von meiner Arbeitskollegin, von der Ellen, benutzen. Deswegen ist das ein bisschen unkomplizierter, aber eigentlich arbeite ich mit einem Trafo und einem Kabel. Und das Trafo ist teuer, die Maschine ist teuer, das Kabel kostet. Das musst alles du dir auch selber alles kaufen wahrscheinlich, oder? Das ist tatsächlich auch noch die alte Maschine von Ellen. Ach so. Okay. Genau. Sie hat nämlich eine andere, die sie benutzt. Und ich benutze, da ich jetzt erst seit August letzten Jahres tätowiere, bin ich noch nicht dazu gekommen, mir eine zu kaufen. Ich spare aber schon für eine neue. Und ich weiß auch, welche ich haben will. Also unterstützt sie ja. Kommt hier hin und lasst euch was stechen. Ja. Ja. Und genau, gerade auch so die Flüssigkeiten, die man immer benutzt. Das sind halt alles Sachen, brauchst du natürlich. Ja. Und abgefahren. Ja, es ist doch schon eine Menge. Ja, ist halt so dieses, ach ja, kann ich Montag mal vorbeikommen und lass uns mal einen lustigen Streamer, ist ja nicht mal eben so gemacht. Ne? Also hast ja schon Glück, dass du in so einem Studio untergekommen bist. Ja, safe. Das ist ja schon krass, ey. Ja, nicht schlecht. Cool. Jo. Ich würde mir, bist du soweit für alles andere? Weil sonst würde ich mir die Nase nochmal eben putzen. Ja, geh dir mal die Nase putzen. Habt ihr irgendwo ein Klo, dann nehme ich Klopapier einfach. Oder so. Genau, einmal. Okay, da ist bis gleich. Tür. Mach keinen Quatsch, oder doch? ich kann da dieses Schwing die Kugel, haben wir das genannt, das ist dieses Spiel. Ja, da kannst du jetzt einfach beispielsweise mal, genau, dann komm einfach mal mit. Da kannst du gleich mal die Kugel schwingen und da könnte man jetzt halt gucken, wie das dann aussehen würde. Ich kann dir das Ding auch mal eben abnehmen. Ich muss gleich eh nochmal neue Handschuhe anziehen. Genau, das ist dieses Gerät. Das haben wir ein bisschen modifiziert. Dann kannst du einmal die Kugel schwingen. Oh mein Gott. Und die Kugel macht es auch spannend. Ich sehe gerade, wo in Duisburg ist das? Kenne nur Quiek. De Ville Duisburg. An der Düsseldorfer Straße 100. Und es gibt es auch auf Insta. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die 4 ist. Mhm. Und jetzt könntest du dann halt aus der 4 ziehen. Ich glaube, da sind auch nur so, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr, welche Motive da drin sind. Soll ich kurz reingucken? Kannst du gerne machen, klar, zieh mal. Ich meine, wenn du es dann spontan auch haben willst, dann kann man das machen. Ich habe die Nadel dann ja nachher eh auf. Ja, das sind Ornamente. Ornamentik, alles in dem Glas. Genau. Das war unser Spiel. Das ist eine richtig gute Idee. Ja, vor allem, weil die Leute halt nicht gezwungen sind, das auch zu nehmen, nur weil sie bezahlt haben, ne? Genau. Und diese circa 50 Euro, die da auf dem Schild noch stehen, sind halt, wenn du das gezogen hast und dich dafür entschieden hast, dann kannst du auch diese. Also ungefähr 50 Euro werden die Motive dann kosten. Ne? Manche sind so für 40 drin, manche für 70, je nachdem. Genau, so sieht das ja aus. Ich würde sagen, wir kleben schon mal direkt eine Grenze auf. Jetzt entledige mich meiner unnötigen Wertgegenstände. Ich wollte nochmal direkt Shishi machen hier, damit ich mich nicht einnässe, wenn du in mich reinstichst.
Werden die Nadeln eigentlich weggeschmissen oder ist es so wie im Krankenhaus, dass wieder steril gemacht werden kann? Wir haben Wegwerfnadeln, Einweg. Wegwerfnadeln, okay. Ja. Aber es gibt es auch theoretisch auch als Mehrweg? Gibt es theoretisch auch, aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, dass es, also ist halt scheiße, klar. Umweltmäßig. Nein, natürlich, aber es ist ja. Ich finde es doch irgendwo ein bisschen besser, dass die. Dass das Wegwerfnadeln sind, weil es halt immer ein gewisses Risiko gibt, dass da irgendwas geschmutzt wird. Ja. Ist auch, glaube ich, der Gedanke, wenn ich jetzt überlege, du hast mit der Nadel schon 20 Leute tätowiert, ist auch so irgendwie ein bisschen weird. Finde ich auch. Der Gedanke. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Das hab ich vergessen. Ach so, ja, ich wollte euch fragen, soundmäßig, wir haben ja leider kein Monitoring hier. Und warum läuft die Musik jetzt eigentlich über den Laptop schon wieder? Das ist richtig, das weiß ich nicht. Das fällt mir auch gerade erst auf. Ah, da haben wir doch die Mucke. Passt das so? Ja, ich mach ein bisschen leiser, glaube ich, oder? Oder ist das gut so vom... Soll ich die Musik lauter machen, leiser machen, Leute? Das sieht natürlich aus. Weil der Sound... Ja, warte, ich spule mal vor an der Stelle, wo es laut wird. Würde da sagen, gut? Ich glaube, das geht so. Chillig? Mach mal die volle Dröhnung. Ne, dann hören wir uns ja gegenseitig noch nicht mal mehr. Also ihr hört sonst ja immer die direkt über meinen Computer, die Musik. Jetzt ist die natürlich als Box im Hintergrund hier bei uns. Perfekt. Also ihr hört ein bisschen Musik, die stört nicht. Okay, gut. Okay, dann ist das doch eine wunderbare Sache. So, du rasierst meinen... Ja. Den Ärmel einmal so hochkrempeln, dass er auch nicht runterrutscht. Da kann ich dir gleich auch nochmal Tape dran machen. Ja, dann tapen wir am besten. Ich glaube, das ist genau. Sonst... Aber so darf da, wenn ich das gleich desinfiziert habe, darf da halt nichts mehr dran. Das kann ich nicht, mich nur unter der Arme rasiert eigentlich. Ich dachte, ihr hier gleich Achselspaß habt, hier, aber so schlimm kann das nicht sein. Oder willst du mir meine Achsel noch? Achsel Nee, muss nicht sein. Aber ein bisschen zu mir drehen. Genau. Und ich mache auch großzügig, ne? Scheißegal, ja. Die wachsen relativ fix wieder nach. Wenn ich eins kann, dann Haare wachsen lassen, das ist ganz schlimm. Bei dem Gesicht aber doch eigentlich hilft. Ne? Mein Freund war ich beim Friseur, ich weiß das gar nicht mehr. Aber mein du hast auch volle Haare, ne? Ja. Also mein Vater sagt ja immer noch so, ja, als ich deinem Alter war, hatte ich auch noch volle Haare. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, als mein Freund in deinem Alter war, das ist jetzt ja, 3 Jahre her, war der schon relativ, also nicht kahl, aber der war doch schon, ja, etwas. Kann man auch zum Rasieren vorbeikommen? ich weiß ja nicht, ob sich andere dafür einsetzen. Nee, danke. Nee, auch nee. Nicht. Also wenn du auch Intimsachen rauslässt, dann auch nicht? Also Arme rasieren und so? Ja, wenn das du ist aber nicht das, was mir Spaß macht. Ja, aber du willst dir doch deine Maschine verdienen, oder nicht? Ja, muss ich mich dafür prostituieren? Ja, das ist ja kein Prostituieren. Du ja, nutzt ja die Körper von anderen, nicht deinen eigenen. Aber ich mache dann das, was mir keinen Spaß macht. Und das ist das, was ich... Okay. Bevor ich mich. Was, wenn du Motive reinrasieren kannst? Ja, gut, das ist natürlich wieder was anderes. Okay, wenn ihr Motive reinrasiert haben wollt, dann meldet euch bei Mini, Ausrufezeichen Tattoo. Die Stelle, ich halte das mal dran. Mhm. Ich kann das nochmal so machen, dann sehe ich das nochmal. Also, die Stelle, die du haben willst, ist auf jeden Fall rasiert, richtig? Ja. Ja, also wir gehen nicht tiefer, wir gehen nicht höher, sondern hier irgendwo. Genau. Okay. Gut. Dann werde ich jetzt nämlich. Ich habe aber gerade, wo du das gesagt hast, ne? Vielleicht machen wir noch Plan weg. Nein, machen wir nicht. Aber wenn wir schon bei SpongeBob sind, kennst du die Folge, wo die da vor diesem salzigen Spucknapf sind? Ja. Da hat er doch auch so ein Marm-Tattoo. Ja. Dann reißt er das aus und dreht das um. Das wäre auch, wo dann Wow steht und das Herz falsch rum ist. Das wäre auch eine Idee. Fände ich auch nicht schlecht. Oh, ja, muss ich nie haben. Aber das fand ich witzig. Muss mal euren Kunden. Perfekt. Ist Snack da? Snack ist da. Ey, das ist ja besser geht's nicht. Also machen wir das Ding drauf, snacken eben und dann ab dafür. Achtung, kann brennen. Ich habe gerade rasiert. Ach so, ich dachte hier. Hat jemand gesagt, der würde gerne ein rasiertes Sixpack nehmen. Oh ja. Oh ja. Achso, brauche ich ja nicht mehr. Hand hinhalten. Nur kein Desinfektionsmittel im Gesicht. So. So unangenehm, dass jetzt ich genau hier in alles weiß habe. Es tut mir leid, Leute. Ja. Ich war nicht mehr im Sonnenstudio für euch. Hier sagt jemand Knussi in die Rückenhaare. In die Rückenhaare. Knussi, also so. Ja, es gibt bestimmt Künstler, die das können. Die können ja auch so mit Nadeln teilweise ganze Gesichter da reinmachen. Das wäre so ein Foto. Das sind schon kranke Sachen, ey. Hast du die auch gemacht? Nee, das war eine Arbeitskollegin von mir, die Nadeln. Das ist auch schön. Genau. Das
sind auch alle Leute übrigens auf dem DeVille-Account in den Highlights, die hier arbeiten. Auf jeden Fall auch gerne mal reingucken. Wir haben schon ein paar krasse Perlen hier. Wir sind auch überwiegend Frauen, also der Einzige ist der Chef. Okay. Ja, ansonsten ist hier Frauenpower angesagt. Sehr gut, cool. Ja, Mann. Wenn ich jetzt mal sage, okay, ich habe jetzt Bock. Also ich bin ja jetzt, wie gesagt, jemand, der, ich habe Bock auf ein geiles Tattoo, aber ich weiß nicht was. Mhm. Wenn ich jetzt zu euch komme, ja, tätowiert ihr größtenteils nur schon Motive, die ihr gemacht habt? Oder wenn ich jetzt sage, lass einfach mal hinsetzen und gemeinsam was überlegen, das geht auch, ne? Das geht auf jeden Fall auch. Also klar solltest du schon irgendwie ein Stück weit eine Idee haben, in welche Richtung das gehen soll, ja, okay, oder ein Stil, der dir gefällt, wie auch immer, irgendein Motiv, mit irgendwas müssen wir halt arbeiten können. Mhm. Wir können aber auch, also jede von uns hat Wannadoos. Stimmt, das hast du bei dir auch, ne? Genau, das sind Sachen, die wir gezeichnet haben und an den Mann bringen möchten, die wir halt gerne stechen wollen. Da kann man sich auch immer mal umgucken. Das ist aber dann auf jeder Seite von der jeweiligen Person dann selber in den Highlights drin. Ansonsten, wir haben hier auch Bücher liegen, da kann man auch mal durchblättern, aber die sind nicht immer aktuell, weil da musst du halt Ausdrucken reinkleben und das machst aber du das halt sind eure, das sind eure Bücher, das die sind jetzt unsere. Nicht gekauft oder nee, so. Das sind unsere. Genau. Cool. Also wir bieten hier auch nichts von uns an, was irgendwer irgendwo, also ich meine, man könnte natürlich hingehen und sagen Freestock, aber will ich das? Nee, danke. So, das ist ja Blödsinn, ey. Ist ja auch Quatsch. So. So, jetzt gerade Stencils drauf gemacht. Das ist die Abzugsflüssigkeit für das Motiv. Bisschen tiefer, oder? Echt so tiefer? Mach das mal locker. Und gerade stehen. Du stehst gerade und guckst da gerade erstmal gar nicht drauf. Schon ab? Nee. Nee, noch nicht. Herrlich. Das sieht jetzt schon herrlich aus. Das ist so bescheuert, ne? Wir haben das vor einer Woche haben wir WoW gezockt, ne? Warst so im Chat einfach und zack, stehen wir jetzt hier und du schmierst mir hier so eine Salbe auf den Arm, ey. Ich fass es nicht. Hat geklappt? Ich sehe nicht. Ja. Geil. Du kannst jetzt einmal im Spiegel gucken, ob das auch für dich okay ist. Okay. Denk dran, dass du an der. Ach ja, okay. Gut, bitte. geil, ich freue mich richtig. Das ist super. Ist okay? Das ist so bescheuert, ich liebe das. Ja, Mann. Cool. Machen wir. Gut, dann darf da jetzt nichts mehr dran kommen. Dann musst du auch drauf aufpassen. Kannst du mir das dann nochmal hier festkleben? Genau. Oder wenn wir jetzt noch snacken, dann. Das wird witzig. Das ist auch, glaube ich, also für so einen Stream, glaube ich, ein schönes Motiv, weil es nicht so lange dauert. Ne? Das ist ja, was würdest du schätzen, was brauchen wir? Eine Stunde? Wenn überhaupt. Wenn du so schnell bist, ne? Ja, also. Wahrscheinlich fühlt es sich wahrscheinlich an für mich wie 3 Stunden, wenn ich wieder anfange zu schwitzen wie so ein Schwein. Ach, ja, Gott, aber ey. Das Motiv besteht ja relativ, also überwiegend aus Linien. Die Einfühlung, die wir da in den Mund machen, ist. Da kommt dann noch ganz am Schluss, oder? Kann ich so nicht bewegen, ja. Muss passen. Muss passen. Okay. Ehrlich. Ah, das ist ein bisschen das letzte war ein bisschen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht abgeht. Aber passt schon, ist ja nur für den Kragen. Ne? Das ist ja gesaved. Okay, dann Snack. Ich habe so einen Hunger. Snacks. Meine Frau hat sich schon von Mini tätowieren lassen. Auf der Messe in Dortmund. Witzig, was hast du gekriegt? Das ist ja witzig, ey. Boah, auf der Tattoo-Con war aber auch sehr viel Andrang, ne? Warte, also, wie viele Tattoos hat er pro Tag gemacht? Wenn ich das nicht mehr im Kopf habe. Einige. Ich habe keine. Irgendwann hat man nicht mehr mitgezählt. Ja. Und waren halt auch sehr viele kleine Sachen, ne? Das war dann eher so Fließband. Das Herz ohne Namen, das ist der Decision Maker auch gewesen. Das war nämlich in diesem ikonischen Glas, ja. Das Herz, und da so eine Banderole drin ist und eigentlich steht da Mom drin. Und die wollte das ohne? Und sie wollte das halt ohne, weil
vielleicht kommt da irgendwann mal ein anderer Name rein. Deswegen, das wollte sich halt noch offen halten. Ja, witzig. An die kann ich mich noch sehr gut erinnern. Die Welt ist klein. Ja, lustig. Das war noch Freitag, ne? Das war ja Freitag. Ja, Freitag war nämlich nicht so viel. Ich glaube, sie war auch die Erste. Die Erste, die sich über die, die Kugel was ausgesucht hat. Ja, ich glaube auch. Ja. Mhm, ich meine schon. Jetzt lässt du den Arm einmal hier so schön drüber hängen. Ah, oh, genau, das ist so. Ja, richtig entspannt. Und so ist für mich perfekt. Warte, mach mal ganz kurz hoch, dann kommt das hier noch hier. So, jetzt kannst du einmal. So, und einfach locker liegen lassen. Du wirst gleich merken, da geht dir ein bisschen das Blut aus dem Arm raus und so. Also, ne? Ja, ich merke jetzt schon, dass das. Genau. Warte, kann ich ein bisschen lockerer hier? So, dass, weil hier oben klemme ich mir natürlich jetzt direkt die. Ah, wird schon. Da kommt jetzt Shenlong von Dragon Ball drauf, ja klar. Aber auch ein cooles Motiv eigentlich. Aber wenn ich gleich nicht mehr spreche, was passieren kann? Weil ich glaube, beim letzten Mal ist mein Kreislauf auch ein bisschen eingesackt. Dann rede ich weniger, da müsst ihr carryen, ne? Ja. Redet einfach. Wäre aber super, dass wenn dir irgendwie schwindelig wird oder schlecht oder sonst was, dass du mir das sagst. Also versuch das nicht auf Kampf durchzuhalten, sondern sag es mir, damit du uns nicht vom Stuhl kippst und ich nachher. Ja, ja, nee, klar, ich rede schon weiter, aber nur, dass sie auch die Leute im Chat wissen, dass wenn ich gleich mal ein bisschen ruhiger werde, dass das eher Versuch ist mit dieser Situation, dass mein Körper auf diese Situation erstmal klarkommen muss. Ne? Wir haben eine Stresstitte. Eine was? Eine Stresstitte. Eine Stresstitte? Möchtest du die Stresstitte haben? Wir haben auch eine Stressfleischwurst. Oh, apropos Stressfleischwurst. Ich habe auch eine Stressfleischwurst mit. Ich habe Peter Pelle mitgenommen. Wo ist denn die Wurst? Ich habe die vorhin noch irgendwie auf dem Boden gepfeffert. Hier, das ist Peter Pelle. Peter Pelle. Peter Pelle darf nicht fehlen. Ich habe auch überlegt, ob Peter auch tätowiert wird heute. Kannst du denn auch tätowieren? Ja, das ist Stoff, ne? Ja. Also ich sag mal, das wird sich schwierig. Schon mal die Titte geben. Die Titte? Ja, dann, oh, Twitch. Es ist nur ein Ball, Leute. Ist nur ein Ball. Das ist gar nichts. Keine Nippel zeigen. Okay, ich lege Peter hier. Peter ist bei mir, Leute. Okay, ich hab einen Stressball. Ball. In rosa. Bist du sicher, dass du auf den Arm tätowieren lassen willst? Nicht, dass er wie in der Folge auch zum Leben erwacht. Achso, ich sollte ja den Arm runterhängen lassen. Genau, den kannst du einfach richtig runter. Okay. Permaband incoming. Boah, ich bin wirklich gespannt. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie sich das angefühlt hat, ne? Also gute Idee, das auch live im Stream zu machen, sodass man überhaupt gar keine Chance hat zu fliehen. Ja, jetzt musst du durch. Ja, ich gehe da schon durch, aber hast du zufällig schon mal irgendwie einen Tupfer für mich, falls ich gleich schon direkt den Schweiß ausbreche? Danke. Nee, doch kein Problem. Ich habe gleich SpongeBob auf dem Arm, das ist witzig. Voll gut. Ich finde das herrlich. Geil. So, ich hoffe, das Surren ist nicht allzu laut. Das gehört dazu. Ja. Das ist ASMR, Tattoo-ASMR. Ich habe letztens gesagt, das hört sich hier an wie beim Zahnarzt. Aber es riecht besser und macht mehr Spaß. Tatsächlich hätte ich heute einen Zahnarzttermin gehabt. Den habe ich verschoben jetzt extra. Deswegen, also wäre schön, wenn das so ähnlich riechen würde hier. Ja, nee, das kriege ich nicht hin. Okay, los geht's. Okay, let's go. Bist du ready? Ja. Boah, ich werde mich jetzt richtig erschrecken, glaube ich. Ah ja, ich erinnere mich. Es ist halt eigentlich eher so ein Kratzen. Ja. Also fühlt sich eher wie ein Kratzen ja, an. Ja, okay. Ja, Alter, ich habe... Ja. Ich hatte aber auch, glaube ich, letzte Mal eine brutalere Stelle, wenn ich ehrlich bin, oder? Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe an beiden Stellen noch nichts. Okay. Aber alles, was sich so innen befindet und auch so Richtung Beuge und so, ist natürlich immer ein bisschen empfindlicher, ne? Ja, direkt hier. Also das war das nicht sogar, sind da nicht irgendwelche Muskeln auch direkt unter der Hand? Welche Nadel nutzt du in Real Life? Warte, ach nee, RL.
SRL eine Marke? Kannst du reden überhaupt beim Stechen? Entschuldigung. Ich kann reden, aber ich verstehe, ich wusste gerade nicht, was gemeint ist. Mhm. Aber ja, ich benutze jetzt gerade eine Round Liner. Das ist eine Dreierliner, eine 35er Dreierliner. Was auch immer das heißt. Das heißt, das ist eine Nadel, die besteht aus drei kleinen Nädelchen. Warte ganz kurz, merk was du kannst auch theoretisch raus aus dem Modus, aus dem 0,5 Modus gehen, also aus dem Weitwinkel, dann ja jetzt weniger Weitwinkel. Geklappt? Ich sehe das gerade noch nicht. Ah ja, jetzt. Ja, guck mal, das ist doch viel besser. Sieht man die wunderschöne Schönheit meines Arms. So, kannst weiter erzählen. Genau, das ist eine Nadel, die hat halt an ihrem Nadelkopf drei kleine Nädelchen. Mhm. Und die 35 steht für die, wie weit die Nadeln auseinander stehen. Also ich könnte jetzt auch eine 25er nehmen. Die ist dann aber, die zieht eine dünnere Linie, weil die weniger Abstand zwischen den kleinen Nadeln halt hat. Ja. Genau. Und das ist jetzt das, was ich für die kleinen, feinen Sachen benutze, die dünn bleiben sollen und auch so für die Punkte und Co. Und gleich nehme ich aber eine Round Shader. Die sieht dann nochmal ein bisschen anders aus. Ist abgefahren, dass ich mich selber beim Tätowieren beobachten kann. Witzig, ne? Das ist schon geil. Solltet ihr als Service mit anbieten. Ich helfe euch da auch gerne. Ist schon irgendwie cool. Also ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber mein Bauch macht Mucken. Irgendwann in der nächsten halben Stunde werde ich auf Toilette müssen. Ja. Ich warne dich schon mal vor. Alles gut. Würde sie davon abraten, sich als erstes Tattoo was Größeres zu tätowieren? Beispielsweise kompletter Arm. Würde ich nicht abraten, weil wenn du der Meinung bist, du möchtest nur größere Sachen, dann fängst du halt auch mit einem größeren Motiv an. Also es ist schon natürlich nicht verkehrt, sich da einmal reinzufühlen mit einem kleineren Motiv. Aber es gibt da halt keine richtige Faustregel. Es ist halt, wenn du keine Lust hast auf kleine Sachen, dann machst du keine kleinen Sachen. Deswegen, das ist schwierig, das zu pauschalisieren. Das kannst du halt nicht. Jeder ist unterschiedlich. Jeder hat andere Vorlieben, andere Interessen. Deswegen, worauf du Bock hast, das machst du. Wenn du meinst, du brauchst was Großes, dann machst du was Großes. Das ist natürlich zum Reinfühlen immer ein bisschen schwierig, ne? Weil wenn du was Großes planst, dann musst du dann auch durchziehen, sag ich jetzt mal. Ja. Und ja, das könnte halt problematisch sein, aber ansonsten... Ja. Kann man gut über Narben tätowieren? Gut nicht, aber kann man. Also... Das ist für dich dann schon etwas herausfordernd, oder? Ja, ich habe es selber noch nie gemacht, tatsächlich. Ah, okay. Aber die Narben müssen zumindest auf jeden Fall ein Jahr alt sein. Weil selbst wenn eine Narbe, ist ja bei einem Tattoo genauso, wenn das oberflächlich abgeheilt ist, ist in der Haut selber natürlich noch nicht alles wieder. Ja. Ne? Ja, das sollte natürlich komplett verheilt sein. Ne? Genau. Aber sonst ist es ja auch keine Narbe, oder? Eigentlich ist es ja eine Narbe, wenn es verheilt ist und ein also man es noch sehen kann genau, auf der Haut. Ja, genau, das ist dann eine richtige Narbe. Ja, und einige Narben sind halt größer, dicker, tiefer. Solange sie noch rosa sind und einen rosa Stich haben, darf man da auch nicht tätowieren. Weil das, also es tut weh, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ne? Schreibt die Frau Mion, schreibt, ich arbeite auch eher mit einem RL 735er. Ja. Bisher bei einem Magnum Air Curve zum Schattieren, Fragezeichen, kam damit her bisher am besten klar. Also voll Deep Talk hier schon. Ja. Also ich benutze halt unterschiedlich. Ne? Ich habe mehrere Nadeln da. Ich habe jetzt aber diese Nadeln ausgesucht, weil jetzt zum Beispiel die Augen werden etwas feiner. Hier sieht man auch hier in der Vorlage noch ganz gut. Sind wir noch live tatsächlich? Okay. Genau. Nee, das war das. Dann hier der. Ja, die Sachen sind halt eben etwas dünner, etwas feiner. Deswegen nehme ich dafür eine Dreierliner. Und für das Schattieren, der Mund wird schwarz und diese Linien hier werden ja etwas dicker. Dafür nehme ich dann die 8er Round Shader, damit ich da ein bisschen Spielraum habe. Mit der kann man halt sehr gut ausmalen, beziehungsweise kleinere Flächen. Dafür würde ich jetzt keine extra Magnum zum Beispiel, die ich auch ganz gerne benutze, auch die Soft Edge, würde ich nicht dafür aufmachen, weil es ist so eine kleine Fläche. Das lohnt sich sozusagen einfach gar nicht. Mhm. Ne?
Genau. Eine Magnum ist eine Nadel, die ist flach. Beispielsweise, wenn du eine 5er hättest, hast du 3 Nadeln, die sind unten und 2 Nadeln, die sind drüber, die sind versetzt. Mhm. Und die eine Reihe ist etwas weiter vorne, die andere etwas weiter hinten. Und Soft Edge heißt, dass die an den Kanten abgerundet ist. Die ist dann nicht ganz so scharfkantig, wenn du da in die Haut gehst, weil die Haut macht ja immer den hier. Also die macht ja immer, wenn du da reingehst, macht die ja immer den. Ja, ja, klar. Und die mit dem Soft Edge, die gehen halt quasi mit der Form und die geraden Flat, die schneiden dann natürlich links und rechts ein bisschen in die Haut. Ah, rein. Okay. Die sind dann tiefer als die Nadeln vorne. Das ist ja nicht die richtige Wissenschaft für sich einfach. Ja. Dreher schreibt gerade, bei mir wird das erste Tattoo 3/4 des Rückens sein. In Klammern soll eh in die Haut eingelassenes Gemälde sein. Da haben mir aber schon einige Tätowierer abgesagt. Ja, also es ist natürlich, der Rücken ist halt auch eine sehr große Fläche. Da würde ich tatsächlich vielleicht nicht mit anfangen. Ich hätte jetzt gedacht, eher so eine Wade oder... Also die Stelle, die ich gerade habe, die tut Oberarm. Nicht wirklich krass weh, muss ich sagen. Das ist richtig, also im Vergleich zu dem letzten Alter. Also ich dachte, das ist Standard, weil ich letztes Mal hatte. Ich kann das schwer zeigen, weil ich habe gerade einen Ball in der Hand, der wie eine... Warte, sonst fällt der runter. Aber hier, da. Ich zeige mit der Nase. Da ist ja mein erstes Tattoo und das war fucking schmerzhaft. Also da, wie gesagt, ich weiß, kann natürlich auch die Tagesperformance sein, ne? Auch. Dass mein Körper einfach an dem Tag irgendwie Probleme, aber ich meine... Also es hat mit vielen Sachen zu tun. Hast du gut gegessen? Hast du getrunken? Hast du gut geschlafen? Bist du aufgeregt? Bist du krank? All diese Sachen spielen da halt einfach mit. Und das ist auch tagesformabhängig. Von der Stelle ist es sehr abhängig. Und ich glaube, es ist auch für jeden ein anderes Schmerzempfinden, ne? Ja, also wenn ich sage, mir tut das... über der Kniekehle gar nicht weh, können andere sagen, Alter, Kniekehle geht gar nicht. Oder über der Kniekehle. Ja. Ne? In der Kniekehle habe ich auch nichts, weil das ist einfach nur pures Aids. Ist ja die Frage, muss dann auch. Ja gut, wenn du dein komplettes Bein hast, dann musst du die Kniekehle natürlich machen. Ja, und wenn du das willst, dann, dann muss das. Wenn das muss, dann muss das. Also mein erstes war Schulter bis Handrücken. Ja. Bis Hand, also ach so, kompletter Arm also. Schön. Von mir auch wieder klar für kleine, also geht wieder der Deep Talk, der Tätowierer Deep Talk weiter. Ja. Klar, für kleinere Flächen habe ich auch meine RS. Arbeitest du mit einer Floating Needle? Hab mit Ride the Tube angefangen, hat mir gut geholfen, die Stichtiefe zu lernen. Ja, ich habe, also die floated. Also es gibt einen Unterschied, ob du wie weit die Nadel draußen ist. Du könntest die Nadel so ein ganz kleines bisschen rauslassen, dann kannst du mit der Tube. Sieht man das? Ja, ne? Nee, da willst du das nicht sehen. Ich sehe es nur mit dem Auge gerade eben. Genau. Da ist es wirklich nur ein Müh draußen. Ja. Dann kannst du mit dem Tube, mit der Spitze, also das, was nicht die Nadel ist, sondern wo die Nadel halt rauskommt, auf der Haut auflegen, ohne dass du zu tief reingehst. Ach geil. Ne? So ungefähr kann man das machen. Aber ich mag das überhaupt nicht, weil ich gerne sehe, wo ich hintätowiere. Hm. Deswegen steht die bei mir immer ein Stück weit draußen. Ja. Irgendwie ein Stift einfach auch. Ist für mich einfach angenehmer. Mein erstes Tattoo ist ein 3D-Tattoo. Das kann man mit geschlossenen Augen fühlen. Ah. Oh. Was? Ist das ein Gag oder ist das... es ist ein Gag, ja. Okay, ich war mir gerade nicht sicher, ob das ernst gemeint ist. Das heißt, das ist so tief, dass du es auch fühlst, dass es vernarbt ist. Ah, schön. Aber Body Modification geht in ganz viele Richtungen und gibt Leute, die schneiden sich in die Haut oder lassen sich Muster in die Haut schneiden. Aber ist das, also meinst du, Bela Inc., meinst du es ernst oder ist es ein Gag? Also lass es wirklich dann machen? Also, scheinbar gibt es sowas ja. Ja. Aber kann ja auch sein, dass du das nur als Witz meintest. Zu tief gestochen, sagt er. Ja. Zu tief gestochen. Aber nicht absichtlich. Das war ein mieser Tätowierer oder wie? Krass, ey. Kann alles passieren. Er meint das als Gag, okay. Ich weiß nicht, ob du viel auf Twitter unterwegs bist, aber Kappa hilft. Kappa ist universell verwendbar, das verstehen dann alle. Aber ist ja nicht schlimm, deswegen habe ich ja nachgefragt. Also als wir mit dem Megaton angefangen haben, hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt hier sitzen. Dass ihr hier landet. Das ist so witzig. Ich finde schön, dass wir das auch machen. Ja, ich finde es auch sehr gut. Das ist sehr gefreut und war auch total aufgeregt die ganze Woche. Einfach geil.
Ja. Kommen wir mit Kappa da an. Kappa, Kappa. Kappa, 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 Kappa. Aber jetzt fühle ich auch dieses Genießen vom Schmerz. Jetzt stört das gar nicht mehr. Nee, das ist halt so. Das ist nicht so zu viel. Das ist gerade genug. Weißt du, so. Das dann war ich wirklich. Also ich kann euch das nicht in Worte fassen, wie was Tag und Nacht Unterschied. Bin ich ja nochmal doppelt froh, dass sie bei dem ersten Tattoo, könnt ihr übrigens auch auf YouTube gucken. Scheinbar mache ich jetzt zu jedem Tattoo hier irgendwie Content. Da hat Carina hat mir erst die Outline gemacht, wie Mini jetzt, ne? Also quasi ohne alles. Und bei der Farbe, die dann da drauf kam, hat sie da so eine Creme drauf gemacht. So eine Numbing Cream. Ja, irgendwie so, genau. Und da bin ich doch froh, dass sie das gemacht hat. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das hätte er dann nochmal ordentlich geballert. Aber der Stream puffert schon wieder. Ich weiß nicht, ob das euer Internet ist für... Ich glaube, das ist unser Internet. Das ist leider im Moment einfach nur Müll. Okay, na gut, dass ich dann vorgesorgt habe mit einem 24-Stunden-Pasta von der... Ja. Scheiße, dann brauche ich das nicht. Dann tue ich das mal weg hier. Wade fand ich angenehm, aber Knie ging gar nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt mal angenommen, ne? Mhm. Ich hätte jetzt Bock, noch einen Bleistift irgendwann dazu zu machen. Ja. Würdest du das auch machen? Klar. Auch farblich? Oder du machst ja nur schwarz-weiß also aktuell, farblich, ne? Farblich, ja. Ich bin auch nicht so der Fan von Farbe, weil ich es halt einfach stressig finde. Ich finde es anstrengend. Als zum Machen, meinst du? Tätowieren, ja, das ist nochmal ein bisschen... Du musst ja halt richtig reinjagen und... Aber machen, Farbe reinmachen... Kann ich schon. Es ist jetzt nur das Ding, dass du da jetzt, oder von mir dann nicht erwarten könntest, dass ich da einen krassen Verlauf reinmache. Das kann ich okay, nicht. Okay. Aber einen Bleistift mit Farbe auszufüllen, mit dem Orange oder was auch immer, und das Radiergummi rosa, das ist gar kein Problem. Okay. Also das geht. Cool. Ich fand den Anspitzer übrigens super, den du tätowiert hast. Der war süß, oder? Boah, ich fand den so cool. Das ist halt auch der Style, in dem ich den Bleistift habe. Also ich finde, in der Folge ist ja der Bleistift ein echter Bleistift. Ja, ja, ja. Und möchte, das so einfach mal steht im Raum einfach, ne? Ja. Ja, why not, ne? Masel-Masochist confirmed. Was? Masel-Masochist confirmed, ja. Hat jemand geschrieben. Wir hatten gestern ja dieses Event mit den Leuten von dem Laden. Ach so, ja. Ja, ja, ja. Und da war eine Dame da, die hat sich auch was tätowieren lassen und die hatte total Schiss. Die war so aufgeregt, ich musste die Nadel nur an ihrer Haut so, die musste nur das nur in der Nähe spüren. Ja. Und die hat so gezittert, das war wirklich schwierig, ihr das Tattoo zu machen. Lag aber auch leider daran, dass sie ihr erstes Tattoo mit so einer krassen Negativerfahrung verknüpft hat. Da ist immer auch Psyche mit dabei, natürlich. Saukrass, also wirklich. Ja. Und sie war auch richtig froh, die meinte, boah, ich bin so froh, dass du das gemacht hast, dass wir das durchgezogen haben, weil du hast mir die Angst jetzt genommen. Und das fand ich natürlich auch eine sehr geile Erfahrung. Das ist ein tolles Kompliment auch. Mega. Und es ist halt auch eine geile Erfahrung, ihr dann, ihr dann die Angst nehmen zu können. So, das ist sehr, sehr, ein sehr emotionales Ding. Auf jeden ne? Fall. Das ist ja direkt eine Verbundenheit dann auch da. Genau. Ich glaube, so funktioniert das auch am besten. Ich kann mich, glaube ich, von keinem tätowieren lassen, der dazu wie bei dir so vorher noch 10 Stunden diskutiert und dann ist man eigentlich komplett, mag man sich gegenseitig gar nicht. Nee, der hat das für mich tätowiert, das war, glaube ich, der... Ach so. Der Shopmanager. Ja, ich glaube, ja. Okay, ja, gut. Der hat dann nochmal schön versucht, Kohle aus euch auszupressen. Naja, ja, mit dem zweiten. Ich so, hey, ich wollte doch nur eins haben. Warum sind da jetzt zwei? Ja, krass, ey. Wie lange tätowierst du schon, Mini? Hast du an dir geübt, also selbst was gestochen? Ja. Ich tätowiere seit August letzten Jahres, also noch gar nicht so lange. Und natürlich habe ich auch mir tätowiert, und zwar diesen ein bisschen schwitzigen Schenkel. Und das hast du selber gemalt? Ja. Das, Alter, krass. Ja. Also, ich meine, dass du sowas tätowieren kannst, hätte ich schon gedacht, aber an dir selber ist das nicht viel schwieriger? Es ist schwer, ja. Du musst halt auch im Kopf, sehr ne? verrenken. Oh. Aber ich hatte auch das Referenzbild auf dem Kopf, dementsprechend weißt du ja. Ja, okay, gut. Ist ja dann. Genau, ich habe mir die Zeichnung ausgedruckt nochmal.
wieso kann der Bleistift sprechen? Ja, oder ich lasse mir Bleistiftwasser tätowieren. Ja, Mann. Mega, ey. Oder ein Bären. Ja. Ich weiß, es ist schwierig, es allgemein zu beantworten, aber was kostet ein Tattoo ungefähr, wenn man sich den kompletten Unterarm tätowieren lassen würde, wenn es in Richtung Dark Art geht? Also egal, was sie jetzt sagt, fesselt sie nicht darauf fest, das wäre genau, zumal ich da auch nur von einer ganz, ganz vagen Vorstellung sprechen kann, weil ich das Motiv auch nicht kenne. Könnte aber, je nachdem wie lange der Artist braucht, bestimmt auch gerne um die 1,5 kosten. Ui, okay. Vielleicht auch mehr, je nachdem, bei wem du halt bist. Das ist immer von Artist zu Artist unterschiedlich, wie schnell sind die. Wobei jetzt schnell kein Maßstab ist, ne? Also jeder hat sein Tempo und einige sind schneller, andere nicht. Oder es gibt halt auch verschiedene Techniken und so weiter. Deswegen ist es schwierig, da was zu sagen, aber also über die 1000 kommst du locker. Krass. Locker, locker. Wenn das wirklich komplett zu ist, dann gar kein Problem. Daher sucht euch den richtigen Tätowierer oder die richtige Tätowiererin. Wenn er schon so viel Kohle ausgibt, dann gibt er den Leuten, die es auch können und die dann für brennen. Wie Mini zum Beispiel. Ich weiß nicht, Dark Art, ist das dein Metier? Ich weiß nicht mal, was Dark Art heißen soll. Es sind halt eher so düster angehauchte Motive. Ja, genau. Das ist eine andere Nadel jetzt, ne? Das ist die Achterround Shader. Ja, krass, das merkt man einfach komplett an. Das ist andere. Ja. Abgefahren. Kann halt auch sein, dass Carina damals eine richtig heftig dicke Nadel benutzt hat? Kann sein, ja, aber. Aber das fühlt sich jetzt schon anders an. Also ist jetzt nicht viel schlimmer, aber es ist schwer gerade. So. Also für das mit der Farbe hat sie auf jeden Fall eine dicke Nadel benutzt, klar. Ja, ja, gut, klar. Aber da habe ich ja eh nicht viel von gemerkt. Da war ja nur, aber war ja betäubt in der. Also. Ja, ist egal. Ja. Aber hier eine interessante Frage. Vielleicht eine doofe Frage. Aber woher weißt du später, wo du stechen musst, wenn du die Vorlage wegwischst? Ich wische die Vorlage ja so weg, dass sie mir nicht komplett verschwindet. Also man tätowiert logischerweise. Ich bin Rechtshänderin, deswegen tätowiere ich am besten von rechts nach links, damit ich mir mit der Hand nicht auf dem Motiv liege. Und wenn ich tupfe, am besten tupfe oder wische, dann wische ich nicht über das Motiv, sondern vom Motiv weg. Das heißt, ich mache alles, um diese Vorlage erhalten zu lassen, solange es geht. Ach so, also das ist halt, wenn du wischst, dann wischst du im Prinzip die überschüssige Farbe weg, aber die blaue Geschichte im Hintergrund bleibt bestehen. Nee, die wischst du auch ein Stück komplett weit immer ein bisschen weg. Aber das ist nicht deine Intention in dem Moment. Genau, nee. Okay, weil das habe ich nämlich auch schon gedacht, ob du dann im Prinzip sagst, okay, ich wische das mal weg, um zu sehen, wie viel da jetzt. Ah, okay. Nee, das ist schon dafür, dass die Farbe, die ich jetzt hier auftrage oder in die Haut einarbeite, dass ich die wegwischen kann, um zu gucken, ob die Linie überhaupt drin ist. Ja. Ne? Das gehört ja auch dazu. Du überprüfst ja, ob das so drin ist, wie du dir das vorstellst. Und es kann manchmal sein, dass die Linie, die du gerade gezogen hast, einfach komplett wieder rausgeht, weil aus Gründen, gibt viele Gründe, weswegen das der Fall sein kann. Ich hätte einmal meine Nachbarin tätowiert, auf dem Oberschenkel, und der Oberschenkel ist ja gerne ein bisschen wackeliger, sag ich mal, weil da halt auch manchmal auch Speck ist und so weiter. Und da habe ich ihr bei einer Blume komplett die Outlines gezogen, wollte dann schattieren. Ich glaube, das war das dritte Tattoo, das ich je gestochen habe. Hab dann angefangen zu schattieren und auf einmal gingen mir alle Linien, die ich gezogen habe, raus. Aber so raus, dass ich einfach irgendwann dachte, Scheiße, was machst du jetzt? Das lag daran, dass ich die Nadel, die hast du hier immer eine Voltzahl, die du einstellen kannst. Das steht jetzt auf 8,5. Volt? Okay. Je höher du das stellst, desto schneller ballert der raus. Desto schneller geht die Nadel rein und okay. raus. Und die Nadel ist halt schneller wieder aus der Haut rausgegangen, als sie. Die Haut hat mehr gewabbert, als die Nadel hinterhergekommen ist.
Und das ist so verrückt gewesen. Also wirklich, das habe ich echt noch nie gesehen und mir auch nie gedacht, dass das passieren kann. Ich dachte, wenn das drin ist, ist es drin. Ist nicht so. Krass. Das ist richtig verrückt. Und wie hast du das dann gelöst? Also war das dann am Ende doch noch eine... Ist am Ende doch auch gut geworden. Ich musste halt nur leider an demselben Tag nochmal hin und nochmal über die gerade schon etwas angeraute Haut drüber gehen. Ne? War für sie natürlich auch absolut kacke. Das ist Mist, ey. Mein erstes Tattoo war der Unterarm. Entschuldigung, ich wollte gerade. Erstes Tattoo war der Unterarm und der Mann, der mir das gestochen hat, war so nett, dass ich ihn in Raten zahlen konnte. Cool. Gibt es die Möglichkeit bei euch auch? Ich glaube, das macht hier keine von uns, nein. Okay. Leider nicht. Okay, ich habe zwar für mein Tattoo übrigens natürlich einen Freundschaftspreis gekriegt, weil wir wirklich Freunde sind. Aber was würden die Leute bezahlen, wenn die das jetzt quasi, wenn die reinkommen und sagen, ich will das, was Marcel hat? Keine Ahnung, 80 Euro, 80 90, Euro je nachdem. Das, ne? Ja. Das ist halt je nachdem, wie groß das auch wird. Ne? Ja. Ich hatte das jetzt bei dir auch so gesagt, weil ich mich halt drauf verlassen kann, dass es bei dir, egal wie groß das wird, dass das jetzt nicht ist, weil du nutzt das jetzt aus. Weißt du, deswegen, ich traue dir ja total. Ja. Deswegen habe ich da jetzt den Preis gesagt, und egal wie groß das im Endeffekt wird. Ja, aber geht jetzt genau darum, also ja, dass man sagt, okay, die Größe, das die Motiv. Die Größe, das Motiv, 90 Euro. 90 Euro. Ja. Ich habe da mal einen Richtwert ein bisschen. Ja, da wird gleich der Mund wird noch ausgefüllt wahrscheinlich oder schattiert oder wie auch immer du das machst. Sind ja nicht nur die Outlines, aber ist natürlich ein relativ einfaches Tattoo, da sind wir mal ehrlich. Mein erstes Tattoo, achso, das hatte ich gerade schon vorgelesen. Und man muss auch den Leuten gegenüber mal ein bisschen fair bleiben und jetzt nicht den Leuten die Kohle aus der Tasche ziehen, nur weil man tätowieren kann. Ja. Ne? Aber umgekehrt sollte man auch nicht die Tätowierer unterbezahlen, finde ich. Ja, das natürlich auch, klar. Ja, deswegen warte ich halt einfach noch, das ist halt gerade auch bei mir noch nicht so drin, ne? Deswegen, dann bezahle ich mal lieber ein bisschen mehr, hab dann was Ordentliches, Cooles. Eben. Ach ja, also ich glaube, ich trinke einmal kurz. Das. Entschuldigung, warte kurz. Dieser dreckige Husten. So, bin fertig. Ja, da habe ich in dem Moment, als es losging, das wäre... Was waren die Schmerzen? Aushaltbar, ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich im Vergleich zu der kleineren Nadel ein bisschen doller geworden, aber es ist absolut in Ordnung. Wie gesagt, hatte ich ja vorhin gesagt, also das andere Tattoo war... Das kannst du nicht vergleichen. Da hätte ich, glaube ich, bei den Schmerzen hätte ich, glaube ich, hier nicht sitzen können, mich mit dir unterhalten können. Deswegen habe ich alle Eventualitäten vorhin mal erwähnt. Ne? Ja, witzig. Wie unterschiedlich das sein kann, ja. Ne? Das Ding mit meinem Tattoo ist halt, dass ich es auch in kleiner auch gut fände, nur dann absolut nicht weiß, wo. Ich bin auch hier heute hingekommen und wusste noch nicht, wo das hin soll, das Tattoo. Ich wusste, was wir haben, ich wusste ungefähr, wie groß es sein soll, aber ich hatte so 3-4 Stellen, wo ich so, dann haben wir uns einfach hier beraten, also vielleicht ist es auch manchmal einfach gut, dann einfach mit den Tätowierern zu sprechen, ne? Weil die haben ja Erfahrung in dem Bereich, vielleicht auch was Schmerzen angeht. Ich meine, wie gesagt, haben wir ja gerade schon gesagt, auch richtig pauschal sagen kann man es natürlich nicht, aber so eine grobe Richtung, also wenn du dir das ins Auge tätowierst, tut natürlich mehr weh, als wenn du das auf den Oberarm machst, ne? Also so kann man das ja schon mal grob eindämmen. Also was ich pauschal sagen kann, ist Armbeuge, Kniekehle, Hals, aua. Aber was war das jetzt? Armbeuge, Kniekehle, Hals? Ja, und alles, was so innen ist. Auch da auch sogar? Hier, also hier so, hier kann wehtun. Kneif dich mal hier und kneif dich mal hier. Echt? Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, aber auch das ist halt, pauschalisieren kannst du halt eigentlich nie. Ne? Aber wie gesagt, Armbeuge safe, Kniekehle safe, schmerzt. Das ist heftig. Am Fußgelenk tut schon arg weh. Arm an sich kann man bis auf ganz wenige Stellen sehr gut aushalten. Pfeil finde ich sehr gut. Was ist mit Schlüsselbeinbereich? Das weiß ich nicht. Wo ist nochmal das Schlüsselbein? Ach so, hier. Also, keine Ahnung. Da haben wir alle drei nichts. Haben wir alle drei nichts.
Du müsstest immer deine Kollegin fragen. Du musst immer Ellen fragen. Ach ja. Was macht der Sponger da? Spongy läuft. Spongy läuft, wie weit bist du denn? Spongy läuft, wir haben die Augen. Ach, jetzt. Guck mal, wir haben ey. Jetzt kommt noch die Outline hier schön. Genau, das geht auch ein bisschen, ne? Mal dicker, mal dünner. Und die Krawatte und die Füßchen und dann wird ausgemalt. Geil, ey. Ich freue mich schon auf diese ganzen Gespräche mit den Menschen, denen ich erklären muss, warum ich mir das tätowiert habe. Ist mir so scheißegal, ich liebe SpongeBob einfach. Ja, yeah, das ist es hat so einfach meinen Humor geprägt und es ist einfach ein geiles Motiv. So. Es muss ja, braucht jetzt ja keine ellenlange Geschichte, warum ich mir einen SpongeBob tätowiere. Lass so weit schön. Geht das so? Guck mal, kannst du auch am Boden stellen, das ist ja voll entspannt. Perfekt. Aber guck nur trotzdem, was du da jetzt filmst. Ich glaube, du filmst jetzt gerade mehr die Wand, oder? Ja. Ich stelle doch ein bisschen näher an die Mini dran, wenn er nicht stört. Also das Interessante ist ja eigentlich schon, genau. SpongeBob Foy Foy. Ja, das habe ich, wie gesagt, gestern auch versucht, meiner Mutter zu erklären. Ich glaube, so richtig fühlen kannst du dieses Tattoo nur, wenn du mit SpongeBob aufgewachsen bist. Ich glaube, so besorgt war die da jetzt drüber. Die macht besorgt sowieso nicht. Die sagt, mach was du willst, mir doch scheißegal. Aber so, sagst du, ja, das ist aber jetzt scheiße irgendwie. Ey, ich habe sie angesehen, dass sie das. Sie war sehr irritiert. Ja, irritiert kurz, aber ich glaube, das war es dann. Nein, meine Mutter ist super chillig, was es angeht, aber die ist natürlich, die kann das nicht nachvollziehen. Hat Mama Tattoos? Nee. Ja, dann sowieso nicht. Gar nicht. Also vor allem nicht, wenn es dann halt irgendwie so ein Quatschmotiv ist, ne? Diese Reihen heute. Tja. Gab's nicht noch Kritzel Pada? Was sind Pada? Nee, es gibt noch den Thaddäus, den Kritzel Thaddäus. Den hat Mini auch vorbereitet tatsächlich. Da weiß ich gerade nur noch nicht. Also ich meine, so vom Feeling her wäre ich wahrscheinlich noch dabei. Aber ich weiß nicht wo. So direkt daneben fände ich kacke. Ja, fändest du kacke? Fände ich doof. Ich fände es viel witziger, wenn ich sage, guck mal hier, was ich habe, SpongeBob, dann lachen die Leute und dann zeige ich meinen Knöchel und dann habe ich den anderen auch noch da. Guck mal, auf der anderen Seite. Ja, aber hier, also wenn, vielleicht will ich wirklich mal einen ganzen Arm machen, weißt du? Aber ich keine Ahnung. Einbeziehen, Leute. Und ganz das ehrlich. Das Motiv mit einbeziehen. Ja, kannst du angehen, alles. Ja, aber wenn das voll ein ernsthafter Shit ist, so richtig cool und dann ist da so ein Kritzel-Thaddäus. Weiß ich nicht. Der Kollege, ein Freund von uns, der hat sich Tattoos bei Ellen machen lassen und er hatte hier die magische Miesmuschel. Auch ganz oh, cool. Jo. Dann doch halt auch gar nichts. Gar nichts. Aber das wurde dann leider... War auch tatsächlich meine Idee, ja. Dass es gibt halt auch eine Version davon, wo er den Bleistift hochhält. Ja. Und ob man dann die magische Miesmuschel statt dem Bleistift einfach nimmt. Das wäre auch witzig, ja. Auch geil. Ja, aber das Tattoo musste leider weichen, weil das hat nicht zum Gesamtkonzept des Oberarms gepasst, aber das wurde dann halt gecovert. Oh mein Gott, hat er die wegmachen lassen? Oh nein. Aber es ist halt, ja mein Gott. Warte, ich muss auch mal meinen Fuß anders stellen, aber wo nicht, geht wohl weiter, okay. Hab mir letzte Woche in Japan eine Schildkröte im traditionellen japanischen Stil stechen lassen. Schön. Und wenn Leute fragen, was das bedeuten soll, sage ich nur, ich mag Schildkröten, lol. I like turtles. Das reicht auch vollkommen aus. Man darf gerne eine Bedeutung hinter das Tattoo stecken, aber man muss es nicht. Ja, ich glaube, mit der Bedeutung ist irgendwie auch so ein Irrglaube von Leuten, die gar kein Tattoo haben, oder? Genau. Die brauchen, glaube ich, dann einen Grund für das Genau, weswegen die das jetzt machen. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die wollen nur Sachen mit Bedeutung, das kann ich auch verstehen. Ja, ist auch okay. Aber wenn ich die Leute nicht judge, sollen die auch bitte die Leute nicht judgen, die sich Tattoos machen, nur weil sie einfach was Motiv Ich glaube, das hat noch nie mal was mit Judgen zu tun. Ich glaube, das hat einfach so mit... ja gut, es gibt Leute, die judgen, natürlich. Aber so meine Mutter zum Beispiel, die meint das gar nicht beurteilt, sondern eher... Die versucht, sich da reinzufühlen, um zu verstehen, warum macht er das. Ja. Und da kommt die nicht hinter, glaube ich. Ich muss da mal eben drüber wischen, das sieht man ja gar nicht mehr. Er versteckt sich. Ja. Mach das mal. Die Bedeutung, ich hatte Geld und keiner hat mich aufgehalten. Achtung, kalt. Oh, das tut gut. Ich weiß. Oh ja, schön. Das machst du sehr gut, Mini. Also, ich bin sehr froh, das hier mit dir zu machen. Ich bin auch froh.
Sehr du kannst schön. Dich auch gleich freuen. Du kriegst so ein richtig schönes Tattoo. Oh, witzig, ey. Na, wo weit sind wir jetzt? Eigentlich fehlen jetzt nur noch die Füße, die Fläche ausfüllen. Dann würde ich das nochmal ordentlich sauber machen, gucken, wo ich vielleicht nochmal reingehen kann. Jetzt kannst du noch mal gucken. Oh! Geil, ey. Lohnt sich das, das so auch leicht zu an manchen Stellen zu schattieren? Ist Kritzelbauch schattiert? Eigentlich nicht. Das ja, der ist ja, der ist ja eigentlich weiß und hat. Ja, und hat so Sandpünktchen, also muss ja nicht unbedingt sein. Oder? Man könnte das machen, ja, aber es ist halt irgendwie nicht wirklich logisch. Ja, macht Sinn. Ja. Ja, hast recht. Stimmt schon. Ja. Also ich kann dir gerne irgendwas schreiben. Macht das denn dann für dich dann im Umkehrschluss dann auch Sinn, den Mund komplett dunkelschwarz zu machen oder eher so ein bisschen schraffiert schwarz? Ich kann das erstmal schraffiert machen. Kannst und dann, du gucken, ja, wie genau. Aussieht. Und dann gucken wir, ne? Das genau, dann kann man auch richtig schwarz machen, wenn du meinst. Das sieht sogar besser aus, als ich gedacht hätte. Was soll das denn jetzt wiederum heißen? Das ist wieder so ein Kommentar. Ist das jetzt ein Diss gegen mich, gegen meine Auswahl oder gegen Mini? Ja. Also wir sind beide jetzt beleidigt. Ja. So. Kannst du bitte gehen? Nee. Also nee, kannst du bleiben? Nee, bleib. Da soll ich mal bleiben. Das ist ja schon okay. Ich will mir eine Dionaea Muscipula. Boah, Alter, diese lateinischen Dinger. Muscipula, also eine Venusfliegenfalle. Tätowieren lassen. Hätte auch gereicht. Also. Ja. Eine meiner ersten fleischfressenden Pflanzen. Ey, saugeil. Kann man richtig geil umsetzen. Motiv, ja. Ich habe meine Kassette auf der Hand, von wegen Kassettenkind, yeah. Und in den 80ern groß geworden. Süß. Manche Motive bei mir haben eine Bedeutung, manche nicht. Und genau das ist halt geil. Eine Kassette ist schon steil. Also irgendwann will ich halt auch nochmal so Motive haben wie. Eine Schallplatte. Beispiel oder halt einfach, weiß ich nicht, also ein Controller, weißt du, so was würde ich mir zum Beispiel auch wieder machen. So Gaming oder halt genau, Filmbereich, ne, so gerade meine Leidenschaft liegt da tatsächlich eher im Filmbereich. Das ist eine gute Rolle. Ja, oder so eine ganz alte Kamera. Ja. Sau geil. Das ist halt so, da muss ich mal überlegen, ob das dann vielleicht so ein großes Motiv wird, ne, das ist natürlich dann eine ernsthafte Geschichte und auch eine Bedeutung hintersteckt. Ja, und aus solchen Sachen, so filmmäßig, wenn du da halt deine Lieblingsfilme hast, kannst du dann super geil damit verbinden und dir daraus ein fettes Lied machen, ne? Ja, Mann. Große Haie, kleine Fische. Toller Film, ja. Dann mach ich auch mit Timon Partner-Tattoo. Timon, wenn du gerade zuhören solltest, such dir schon mal so einen Charakter aus. Über die Ritze, bitte werfen Sie eine Münze ein. Oh. Und weh, du suchst nicht die Glücksmelodie. Ja. Ihr habt den Film beide nicht gesehen, oder? Nee, nicht wirklich. Schade. Ich hab's verstanden. War ein sehr guter. Kein Pardon, Harpe Kerkeling mit dem lustigen Glückshasen. Kennt ihr meine, da habt ihr auch immer nachzuholen. Das ist ein sehr guter Film. Bitte werfen Sie eine Münze. Mach doch was von Helge Schneider. Oh, Helge, ne? Aber das Helge muss dann aber selber tätowieren. wenn ich was von Helge mache, dann muss Helge. Weil Helge ist, der malt halt auch so geilen Scheiß. Der malt ja seine Albencover alle selber, ne? Der kritzelt da ja selber Sachen drauf und so. Würde ich schon fühlen. Wenn Helge mir ein Motiv malen würde, das wäre schon. Ich meine, gut, tätowieren kannst du das ja dann am Ende, aber. Wenn der dir das malt, boah, Helge, Helge, mal mir was, bitte. Sollte ein Lob sein, da ich an ein solches Tattoo halt wenig erwartet habe. Ästhetik, okay. Aber es ist richtig. Achso, an Ästhetik erwartet habe. Petition für Helge tätowiert Masel. Boah, ja, das wäre schon stark, Mann. Ja. Der glückliche Lusthase. Der Film ist so geil, Entschuldigung. Oh. Ich sollte mich sorry machen. Ja, alles gut. Wir haben ja verstanden, was du meinst. Alles gut. War auch nur ein Witz. Ich hab kurz ein bisschen geweint, aber sonst. Cry. Ja. Nachtschicht macht man hier einen Matsch. Fiel ich. Ich habe gestern für den Podcast einen 4-stündigen Film geguckt und habe um 23 Uhr angefangen. Warum machst du sowas? Ja, weil wir heute Morgen aufgenommen haben. Und dann konntest du den Film erst gestern um 23 Uhr gucken? Ich war um 4 Uhr im Bett und dachte mir nur so,
Den Film hätte ich mir auch sparen können. Also nicht wirklich, ist schon wichtig gewesen, immer zu sehen, aber also. Wo ist der Laden? In Duisburg. Der will Duisburg. Und wenn du bei der Mini mal reingucken willst, Ausrufezeichen Tattoo im Chat oder in der Videobeschreibung halt, ist ein Link zu dem Instagram. Und da siehst du, da werde ich auch immer noch auftauchen mit meinem Tattoo. Boah, sieht das geil aus, Mini. Ja, ich mache das nur so grob schraffiert. Ja. Ist ja so ein bisschen, also einige Stellen schwarz, einige Stellen so ein bisschen. Bisschen bleiben die dann noch offen. Welcher Film hier 4 Stunden? Ausrufezeichen Podcast. Hör doch einfach mal in den Podcast rein. Die Folge sollte heute eigentlich noch kommen. Die habe ich vorhin geschnitten. Wenn Timon die schon online gestellt hat, dann ist sie da. Ansonsten kann ich es auch gerne sagen, es war Once Upon a Time in America. Das war krass. Das war, glaube ich, der längste Film, den ich je gesehen habe. Boah, das war wirklich auch. Also ein Film sollte keine 4 Stunden nehmen. Den Podcast aufgenommen habt ihr aber dann heute von zu Hause, oder was? Ja, ja, genau. Ja. Und so ein Live-Podcast, bei dem wir dann auch schon mal dabei waren, Davina und ich, weißt du noch? Ja, am 5. Das herzlich eingeladen, wenn du kommen willst. Ja. 5. Juli. Mhm. Schlechter hat mein Freund Geburtstag. Ja, dann bringst du ihn mit. Feiern wir gemeinsam. Genau. Ja, schade. Nein, wir versuchen, also wenn das jetzt gut läuft, dann machen wir das natürlich wieder regelmäßig. Aber jetzt in Bochum neue Partnerkinos, das ist ja alles gar nicht mitgekriegt. Nee, leider nicht. Erzähl mal. Und ja, und bei, in Bochum, da gibt es auf der im Bermuda-Dreieck, ja. Gibt's, da ist eine Straße, sind ganz viele Kinos und 3 davon gehören zusammen. Das ist einmal das Casablanca, das Capitol und das Metropolis. Casablanca laufen ist so Arthouse oder ne, so Indie-Filme. Im Metropolis laufen so Filme von früher aus den 80ern und so nochmal. Und im Capitol laufen auch viele Originalversionen und so. Und wir waren da halt auch einfach viel einfach so gechillt, ne? Haben uns mal umgeguckt. Das war so entspannt bei denen. Ja, haben wir einfach mal angefragt und die hatten sofort Bock mit uns das zu starten. Geil. Und jetzt machen wir da die Events wieder und haben mit denen eine Kooperation und so. Und super, super geil. Sehr schön. Also wie gesagt, falls ihr euch noch ein Ticket sichern wollt, um beim Podcast-Event dabei zu sein, können wir auch noch mal ein bisschen Werbung machen. Am 5.7. ist das in Bochum, Ausrufezeichen Podcast, da kommt er auf unseren Linktree oder 42podcast.de und da könnt ihr euch auch, da sind die Links drin, da kommt ihr direkt auf die Verkaufsseite. Würde mich freuen, euch zu sehen. Wir haben noch ein paar Tickets über. Lawrence von Arabien läuft auch fast 4 Stunden. Ja, der kommt auch noch irgendwann auf der Liste. Wir machen ja die IMDb-Top-Liste im Podcast, arbeiten wir ja durch und da bin ich auch mal gespannt, aber ich glaube, der wird mir ein bisschen besser gefallen, vermutlich. Once Upon a Time in America war weird. Anders wild. Der war weird, ja. Ich würde gerne kommen, aber Bochum ist jetzt nicht am besten zu erreichen Stadt von mir aus. Das ist sehr schade. Ja, das ist bedauerlich. Schade, schade. So. Also SpongeBob wäre nicht so mein Motiv, aber wenn ich das so sehe, finde ich das krass geil. Das ist Feedback, was ich gerne höre. Ja. Noch ich eine, auch. Weiß jemand, ob es Twitch-TOS-konform ist, wollte damals ein Tattoo aufstreamen, aber mir wurde gesagt, dass es nicht geht wegen Selbstverstümmelung oder so. Das ist aber absoluter Quatsch, das ist keine Verstümmelung. Ja, ist halt, ne, das, wenn Twitch dazu sagt. Keine Ahnung, ich habe mich nicht informiert, wir machen das jetzt und wenn Twitch meckert, dann gehe ich auf YouTube. Dann. Ich habe aber schon tatsächlich mehrere Tattoo-Artists gesehen, die auch. Ja, also es gibt ja auch, wie hieß sie, Beauty und Body Art. Und ja. Unter Body Art verstehe ich jetzt nicht nur Body Painting, sondern eigentlich auch Tattoos, oder nicht? Ja, ich glaube auch. Oh. So, hier siehst du den Mund, ja, ein bisschen schraffiert. Vielleicht kannst du gleich mal da ja, ich ein warte bisschen mal, bis das hier kommt. Dauert einen Moment kurz, Leute. Ja. Ich finde das eigentlich schon stark. Die Frage ist, wie sehr dünnt das noch aus? Also wird ein bisschen was rausgehen, auf jeden Fall. Die tiefschwarzen Stellen, die werden ein bisschen leichter sein. Aber ganz ehrlich, Ich finde das eigentlich geil. Wenn du meinst, das ist dir jetzt auf einmal doch ein bisschen zu hell, dann gehen wir da einfach ein paar Wochen nochmal drüber und fertig. Hey, sag ich gar nicht, das letzte Mal bei dir, gehe ich mal stark von aus. Und dann, wenn wir mal was anderes machen, dann kannst du ja eben kurz da drüber rutschen und dann fertig. Sehr, sehr gerne. Sind wir dann schon durch? Dann sind wir eigentlich schon durch mit dem Mensch, Mini, ey, das war hier wirklich, also das war mir ein Fest. Vielen Dank auf jeden Fall. Das war auch mir ein inneres Blumenpflücken. Du warst, und ich überlege mir, während du jetzt dran bist, überlege ich mir, ob ich den Thaddäus noch will. Ja. Ey, geil.
Oh, klebt hier richtig an der Folie. Sehr schön. Wir lassen das jetzt stark. Ein bisschen an der Luft, da darf immer noch nichts dran. Yes. Da kann man jetzt gleich erstmal ein bisschen schön saften. Sagen wir immer. Dann wird das einmal abgewischt, desinfiziert, fotografiert. Natürlich. Und dann schön mit Vaseline nochmal eingeschmiert und eingepackt. Ich hoffe, das sieht nicht so hässlich aus auf deinem Foto. Ich will schön aussehen für dein Foto. Weil ich werde schon rot hier. Ich schäme mich schon. Siehst du? Ich mag nicht so gern fotografiert werden. Ich nehme Alans iPhone dann wieder schon. Ja, mega. Mega mäßig, Leute. Hier nochmal. Ich habe leider nicht so viele Muskeln, da muss ich noch dran arbeiten, aber umso besser sieht es dann aus, wenn SpongeBob auf Muskelmasse haben. Ich bin da auch sehr happy mit schon. Geil, danke dir, Mann. Gerne. Jetzt habe ich Peter. Sollen wir Peter tätowieren jetzt hier? Nein, ich will dein Gerät nicht kaputt machen. Hoppala. Das wird auch, glaube ich, nicht möglich sein. Bleibt nicht, ne? Nee, das ist dieser das Stopp. Kann ein bisschen mit dem Filzstift drauf. Ja, kannst du ein Edding nehmen, ist besser. Willst du mit dem Edding da drauf kratzeln? Nein, das ist Peter, der will das bestimmt gar nicht. Peter Pille ist unser Maskottchen. Ich müsste aber einmal auf Klo. Du musst auf Klo, dann ja. Geh mal eben auf Klo, weil du bist jetzt dran gleich. Ja. Und das machen wir gleich erst, wenn wir abgebaut haben und so weiter. Genau. Wo gehen wir dann hin gleich? Machen wir das auch hier dann, oder? Kommt auch an, welche Stelle die ich jetzt nochmal im Endeffekt in wahrscheinlich hier irgendwo. Das war gerade die Sache hier, Anna. So, hier, keine Ahnung, muss ich dir gleich sagen. Warte ich gleich mal mit ihr. Kann man hier machen? Achso, ja, dann fragst du doch mal. Warte, ist das okay für dich, wenn man dich sieht im Hintergrund? Ja, okay. Ich dachte, ich habe mir überlegt, vielleicht doch lieber hier so unter der. Ja, genau so. Ja, den Rippen. Ja, machen wir hier, bauen wir hier mal eben die Liege gleich auf. Wir können auch einen Sichtschutz aufbauen, wenn du möchtest. Aber das ist ja jetzt gerade so, dass du halt den hier machen kannst. Ja, Herr Götz ist da. Hallöle. Wir wissen noch nicht so ganz, ob wir ihn dann auch noch den Tadeus machen. Mein Punkt ist halt, ich habe schon Bock, aber ich weiß nicht wohin. Das ist mit dem Tadeus mein Problem, weißt du? Knöchel geht halt schon. Ich habe schon Bock auf Knöchel, aber jetzt habt ihr gerade die ganze Zeit gesagt, es tut so dolle weh. Jetzt traue ich mir nicht. Quatsch, nein. Das ist alles aushaltbar. Also das ist jetzt nichts, wo du... ich habe mich jetzt so gut geschlagen, wenn ich jetzt beim zweiten anfange zu heulen, dann ist alles, was vorher war, ist dann überflüssig wieder, ne? Aber auch, weil irgendwann ist der Körper ja auch dann fertig mit der Welt. Ja, das ist auch staubig, oder? Nee, also das wird jetzt nicht so schlimm sein. Der ist auch zack, zack, fertig, ne? Dann lass den machen. Lass den machen? Ja. Dann würde ich aber fast schon sagen, machen wir den jetzt direkt als erstes. Willst als du mir nächstes sofort? Ja, weil ich habe die Nadeln gerade offen. Ach du Scheiße. Dann muss ich die nicht erstmal wegziehen und die Nadel aufmachen. Verstehst du? Am Knöchel, ey. Aber das wäre schon witzig. Du hast noch 5 Minuten Rauchen. Ja, wir gehen ja jetzt eh rauchen. Kommst du auch mit? Ja, ich komm mit. Das ist hier der Freund von der Mini. Mahlzeit. Hallöle, ich filme dich jetzt einfach. Ne? Musst ja, du... ich war gerade auch schon aktiv. Ich war auf der Arbeit, habe ein bisschen zugeguckt. Sehr gut. Ja, cool. Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ich muss jetzt mal kurz auch in der frische Luft, ey. Das ist, glaube ich, oder ist draußen noch wärmer? Ja, ich habe den Link geteilt in der Gruppe. Ah, okay. Das ist eine Werbung immer. Sicher. Wir machen auch gleich eine Gruppe. So, ich gehe mal rückwärts, damit ich euch hier nicht umhaue. So. Duisburg, Junge. Willkommen. Da kann man auch noch mal hier ein bisschen für euch, ne? Hier. Okay, ist alles auf dem Kopf. Das ist dämlich. Vor dem Laden. Ach ja. Perfekt. Möchtest du denn dein Motiv einmal kurz zeigen? Du kannst ja das zeigen, was du... Oder schreib erst mal. Du schreibst ja gerade... Von meinem Tattoo, oder was? Von deinem Tattoo, ja. Stell dich einmal genau so ein bisschen an den Rand. Das ist aber knallerot, ey. Ja. Ist das schlimm? Du arbeitest halt noch nach. Das ist normal. Ja? Aber die sind noch nie so rot bei dir auf den Fotos. Also, ja, klar, das wird bearbeitet. Ach so, du machst halt trotzdem, okay. Ich bin jetzt sehr zufrieden mit der Arbeit. Ich glaube schon. Also ich bin, ach so, ich, nee, ob ich... Ach so, der Chat ist auch zufrieden. Da gab es schon einige... Also ich mag eigentlich nicht SpongeBob, aber das Tattoo ist richtig cool geworden. Dann lasst euch jetzt alle hier SpongeBob tätowieren. Ein Video ist besser Qualität, ne?
Komischerweise war ein von das Video immer besser. Und dann kriegst du dir den Frame raus, nachher, wie du bist. Ja, genau. Jetzt geht das schon wieder los, ich meine. Gesicht. Geht der Chat noch bei dir, oder? Nee, bei mir hängt der Chat. Michelle ist so Zucker. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich mach mal hier, warte, ich mach mal hier Verlängerung. So. Ja, ich sehe leider den Chat nicht. Ja, der Chat ist sehr zufrieden, sehr gut. Hausnummer aus Carbon, läuft bei denen. Ich glaube, das ist nur draufgeklebt. Aber tun wir einfach so, dass es wie in Duisburg ist halt überall so ein bisschen. Es sieht halt aus wie Carbon, aber ist nur aufgeklebt. Sagt Duisburg. Aber ich dachte nicht so, ich glaube, wir sind Duisburger. Ne? Obwohl, nee, Xanten und Oberhausen. Und aber ja. Ja, zack, zack, ey. Da habe ich gewohnt. Wo denn? Sollen wir da mal anklingeln und fragen, ob wir mal deine Wohnung begehen können eben, deine ehemalige? Ich habe jemand geschrieben, Duisburg ist improvisiert. Duisburg ist improvisiert, trifft es eigentlich ziemlich gut. Ja, aber eigentlich alles im Ruhrgebiet ist improvisiert. Also konnten. Ist eigentlich nichts gegen Duisburg. Also da beschwert sich schon jemand. Ja, da beschweren sich schon die ersten Leute. Ja, ich komme aus Oberhausen, ich muss das dissen. Und dann haben wir hier solche Leute wie Mini, die dann einfach hier hinzieht, obwohl sie Oberhausenerin ist. Das kann man schon fast als Verrat bezeichnen. Ja, das ist wirklich ein Downgrade. Das ist ein Downgrade. Also das kann man nicht anders sagen, leider. Das, ach ja. Aber wie lange haben wir jetzt gebraucht? Eine Stunde? Nicht mal, ne? Weniger. Also wir sind seit 2,5 Stunden live, aber wir haben auch gegessen und aufgebaut und ja gut, okay. Ja, ja, ich sehe leider den Chat gerade nicht, weil das hier wieder nicht funktioniert. Ich will ja auch jetzt die ganze Zeit. Über Duisburg darf man sich lustig machen, das ist allgemeines Kulturgut im Pott, ja, das stimmt schon. Gleich kommen die Oberhausen-Witze. Über Oberhausen kann man gar keine Witze machen. Nein, natürlich. Ist mir auch scheißegal, können auch über Oberhausen-Witze machen. Ich bin jetzt kein Lokalmatador. Da, wo das weiße Tor ist, hat er gewohnt, aber ich sehe. Das weiße Tor. Was war denn das? Wann kommt Laura und wir jedes Mal wieder nach Zahn? Wie das, wenn du uns einlädst. Oh, da kommen andere. Nehmen wir mal Kamera weg. Aber ich sehe hier ernsthaft, ich sehe kein weißes Tor. Wo ist denn hier ein weißes Tor? Das ist ein Tor. Du hast den Chat. Ich kann gerade nicht lesen, ob da noch was. Kommt noch nichts. Also wir sehen hier alle kein weißes Tor, ehrlich gesagt. Bist du sicher? Oder meintest du München? München und Duisburg ist ungefähr, sieht ähnlich aus. Ja, dann gehen wir da doch mal hin. Gucken wir mal, wo du gewohnt hast. Nummer 90. 98. Rockpit. Was ist denn eine Rockerkneipe? Mega, ey. Rock'n'Roll. Aber hier steht keine. Ah, hier noch. Ach, hier hast du gewohnt. Hier. Da ist die 90. Na gut, auch bei euch jetzt auf dem Kopf. Schön. Schön hier. Parkplatzsituation ist auf jeden Fall, also kann man empfehlen. Hier kannst du einfach überall parken, stört keinen. So auch auf der Straße einfach. War das richtig? Ja, da war es. Ja, dritte Etage. Ich kann eben anklingeln, ist kein Problem. Ich kann wie Beans einfach überall mehrmals anklingeln. Der einzige, den ich kenne, ist Tampon City, weil OB. Tampon, ach so, oh mein Gott, Tampon City, das habe ich aber auch noch nicht gehört. Der ist ja ein Brüller. Sehen Sie jetzt, Marcel Lüscher, bei bitte melden Sie, wir suchen ehemalige Wohnadressen von Leuten. Marcel Leischig. Lass ich mir gleich hier so ein Muttermal tätowieren. Aber bitte einfach das ganze Gesicht. Ja, natürlich. So also Hälfte vom Gesicht sind mich Marcel Leischig. Ja. Hat hier sonst noch jemand gewohnt? Soll ich eure Wohnung suchen? Ist kein Problem, wir haben gerade Pause. Hier zum Beispiel ist Physiotherapie am
Kantpark. Auch bestimmt richtig gut. Ne? Wollen ja hier keinen Exklusiv-Werbung machen. Den hört man halt so oft, wenn man in Essen in einem Kegelclub ist als Oberhausen. Ne? Ich glaube mit Tampons. Ja, Essen ist auch nochmal, also die Essener, die sind auch nochmal anders wild. Ne? Das, also Duisburger kann man nicht schon drüber los, aber Essen ist ja noch schlimmer eigentlich. Das sind ja die Leute, die bilden sich auch noch was auf ihre Stadt ein, aber sagt das keinem. Sie, die kommen gar nicht aus dem Ruhrgebiet. Das ist, du bist in dem Krieg überhaupt nicht. Aber du behauptest, du kommst aus dem Ruhrgebiet. Aber ist auch gar nicht mehr Ruhrgebiet. Willst du das sagen, wo du herkommst? Dass wir die Diskussion starten können? Okay, kriege ich keine Reaktion. Dementsprechend sagen wir es mal nicht. Aber es, ich bin der Meinung, es ist kein Ruhrgebiet mehr. Sie kontrolliert jetzt gerade, ob die Grenze vom Ruhrgebiet bis zu ihrem Heimatort reicht. Oh, Entschuldigung. Den überhaupt nicht gesehen. Ja, den anscheinend ja auch nicht. Genau. Ich bleib jetzt hier an der Wand stehen, bevor mich hier noch mehr Leute umrennen. Nee. Südlich des Ruhrgebiets bedeutet, dass es südlich unter dem Ruhrgebiet ist. Also ist Italien auch noch Deutschland, weil es ist südlich von Deutschland oder was? Okay, das macht Sinn. Tut mir leid, ich weiß, du wärst gerne ein Teil vom Ruhrgebiet, aber bist du auch irgendwo? Du bist ja auch oft bei mir, du bist ein Teil von uns. Ist die Frage, ob man ein Teil vom Ruhrgebiet sein möchte, aber ich denke schon. Ich denke, das möchte man. Ist das dein Fahrrad? Ja. Das ist ja richtig putzig. Warte, das muss ich mal zeigen. Jan ist damit gefahren, deswegen ist der Sitz relativ weit oben. Bei mir sieht das dann so aus. Geil. Mega sweet. Wow, gutefrage.net ist auf jeden Fall die richtige Anlaufstelle, um so eine... Nee, gilt das nicht. Gilt das nicht. Einfach so lange die Quelle suchen, bis irgendwo steht, dass es so ist. Ich habe das gelesen, dass das stimmt. Außerdem ist die Erde eine Scheibe. Habe ich gelesen. Ich sollte Beans lassen. Instant wieder. On the ass. Haust du da ab, oder was? Ja, ich gehe jetzt zurück zum Hund. Ich komme auch gerade von der Arbeit. Dann schönen Feierabend hier. Bis bald hoffentlich mal. Ne? Seid ihr eigentlich... nee, das machen wir. Das ist privater Talk. Das machen wir nicht hier im Stream. Bis dann. So, also du würdest jetzt sagen, jetzt sofort. Ich würde sagen, jetzt sofort, weil ich habe die Nadeln eh offen. Dann könnte man direkt in einem Rutsch schon nochmal. Ja, komm, noch komm. Das ist ja schnell gemacht. Boah, ich glaube, das werde ich jetzt richtig bereuen. Ja, und ich muss ja auch, da müssen wir ja wahrscheinlich auch anderes Setup da aufbauen. Ne? Genau. Okay, ich ziehe schon mal meinen Schuh aus. Genau, wir halten jetzt. Damit der schon mal ausdünstet, damit du da nicht. Also ich war vorhin duschen, ja. Aber wer weiß, bei dem Wetter. Alles gut. Darf ich deinen Fuß jetzt zeigen? Ja, muss ja. Was soll ich machen? Er ist immer Socke. Soll ich den schon mal, warte. Ich würde es aber auch über den Knöchel, ne? Also nicht am Knöchel. So. Genau. So ist okay. So, also ich würde. Hier ist der Knöchel. Mhm. Ich würde den hier drüber oder ein Stück nach hinten. Das ist auch immer ganz sweet, finde ich, wenn er so ein bisschen versetzt ist. Und hier dann quasi, das ist der. Sorry. hier ist dann quasi die. Das sieht aus wie dann, als wäre das am Rahmen. Ja. So. Dann macht das. Also, ja? Das ist ja jetzt auch kein Ort, wo ich selber viel hingucke wahrscheinlich. Deswegen soll es natürlich dann, ich will für andere dann einfach schön aussehen. Ne? Ich habe jetzt tatsächlich doch den größeren. Die eine Nummer größer okay. Genommen. Hat jemand gesagt, dass du echt ein Riese bist? Ich bin wirklich und dann ein Riese. Marvel aber ich. Fußlore? Ja. Fuß, also L-O-R-E. Fußlore. Marvel Fußlore. Keine Ahnung. Wie ist er denn Lore? Was hat ich das, weiß auch nicht. Zackelmann hat das Lore geschrieben. Aber ich ziehe den anderen Schuh auch aus. Das ist. Ciao. Gut, tschüss. Mir ist mal so eingefallen, das ist der Arm, auf dem ich jede Nacht schlafe, ne? Das wird toll. Das macht das jetzt nicht alle, aber das wird schon. Wer schön sein will, muss leiden. Richtig. Okay. So, als allererstes. Also, wie gesagt, bitte ignoriert. Ich hab nicht so schöne Socken mehr. Das ist jetzt hier kein Beauty-Stream mehr. Auch wenn Beauty in eine. Hallihallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu meinem Socken-Haul. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit Luft, atmungsaktiv und so weiter. Und okay,
Soll ich mich schon mal... Nee, du bleibst erstmal stehen. Soll ich mich hinsetzen? Stehen. Du stehst mal eben kurz. Jetzt bin ich doch ein bisschen nervös. Zwei Sachen machen. Zum einen müssen wir das eine erstmal desinfizieren. Stimmt. Und einlegen. Wir haben ja immer noch den hier. Genau. Habt ihr schon gesehen? Ich habe ein neues Tattoo, Leute. Frisch gebacken. Dicke Backen. Ach ja. Jetzt können wir ja ganz laut sein. Ne? Jetzt ist ja keiner mehr hier. Jetzt sind noch wieder. Gott sei Dank, ich hab mich so ein bisschen geschämt. Wieso? Weil ich wollte den, weil der ist hier, ne, weil Tattoo. Schon wieder. Mach das doch richtig zu. Weil Tattoo ist ja auch immer so ein bisschen auch für viel genießen, ne? Die Zeit genießen. Und wenn ich hier die ganze Zeit rumhüppe und am Rumquaken bin, das ist auch. Ja, aber der Typ, der da war, der ist ein sehr entspannter, aber cool, sehr netter Kunde auch von Isa. Ja, die hätte den ja sonst nicht bedient, wenn nicht an einem Ruhetag, ne? Genau. Das war ja schon ein besonderer Kunde. Ja. Ne? Weil heute ist Ruhetag eigentlich hier. Die Mini macht das auch extra für uns hier gerade. Si, Megaton. Si, si senor. Genau. Knöchel. Aber ich finde die Stelle gut. Das fühlt sich richtig an, dass er da ist. Ich habe ja auch so ein Tattoo. Ist auch Knöchel. Was, ja, ist das auch so Knöchel? Gilt das auch? Ist das nicht nur schon Wade eigentlich? Oder ist das bei mir ähnlich? Knöchel, ja. Ne? Der Knöchel, guck mal, wo der aufhört. Wenn du gerade stehst, dann da bist der Knöchel. Ja gut, okay, dann hast also du das. Schon. Was willst du sagen so? Schon schlimmer als auf dem Arm? Wahrscheinlich, ne? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich fand schlimmer auf der Wade so. Warte, schön filmen. Das muss ja alles auch festgehalten werden. Ist gut. Schön kühl. Eigentlich müsste man immer so eine Flasche dabei haben mit Wasser, ne? Damit man zwischendurch so. Haben die Leute gestern dabei? Echt? Ja, die hatten so es gibt so ein Wasserspray. Boah, das müssen wir, glaube ich, mal machen. Das haben die gekauft? Ja, das kann man bei DM kaufen. Kann man nicht einfach. Sieht aus wie ein Deo. Aber ja, ist doch einfach Wasser drin, oder? Ja. Okay. Ist halt nur sehr schön. So, dass du halt keine Tropfen im Gesicht hast, sondern halt wirklich nur so benetzt bist. Ja. Mega gut. Mega. Jetzt glänzt er auch noch schön. Für Fotos die reinste Katastrophe, wenn da irgendwas drauf ist. Ja, ja. Sieht immer kacke aus. Aber das ist die gute Vaseline. Vaseline. Ja, und die riecht auch so geil. Ich rieche nichts, meine Nase zu. Schade. Sad. So. Musiktechnisch weiß ich nicht. Stimmt, die Musik ist auch. Warte, ich guck mal eben. Vielleicht playen es einfach nur alle. Nee, es läuft noch, aber warum kommt nichts? Ja, ich weiß. Bock schon wieder aus, Box, aber. Das ist, ja, manchmal ist es einfach. Nee. Ist ja einfach Ende. Ich fange wieder oben an. Auch schön mit dem Rasierer. Wichtig. Der muss aufgenommen werden. Hast du eine Pflasterunverträglichkeit? Eine Pflasterunverträglichkeit? Gibt's sowas? Also nein. Nee, also nicht gibt Minecraft? Es. Achso, nee. Es gibt Leute, die kommen auf den Klebstoff nicht klar, der in den Pflastern ist, und dann krass. Werden die rot. Wie lange muss ich das jetzt drauf lassen? Wäre super, wenn du das bis mindestens morgen drauf lässt. Ah, okay, ja. Okay. Also jetzt bis Samstag ist easy, ne? Weil Samstag sind wir auf einer Hochzeit. Ja, wäre natürlich auf einer Hochzeit, wenn es nicht so geil, wenn ich da mit so einem, gerade bei den Temperaturen, mit einem Jackett und einem Hemd. Nee, bis dahin alles easy. Du lässt die Folie bis morgen drauf. Ich erzähle dir auch jetzt schon mal was zur Tattoo-Pflege, weil das ist ja jetzt schon lange her. Ja. Dann muss ich das gleich nicht nochmal erzählen, dann bist du gleich schon durch. Also, die Folie lässt du bis morgen drauf. Die ist dafür da, dass da keine Bakterien reinkommen. Das ist eine frische Wunde, die ist gerade offen. Wir wollen die Wunde davor schützen, dass da keine Bakterien reinkommen, damit sich das nicht infiziert. Ein gewisses Risiko ist immer da, dass sich das infiziert. Mhm. Das ist halt einfach der Körper. Das kann passieren. Aber um das halt, um da präventiv arbeiten, also ne, um zu vorzubeugen, lässt du die Folie auf jeden Fall bis morgen dran. Dann gehst du morgen früh hin, wäsch das einmal mit klarem Wasser ab, lauwarm. Also auf jeden Fall die Folie morgen ab? Auf jeden Fall die Folie morgen ab. Wenn du morgen, ich weiß ja nicht, wie deine Pläne morgen sind, wenn du weißt, du bist jetzt nicht viel unterwegs und hast... Stream. Easy. Dann ziehst du am besten auch ein Oberteil an, wo du das ein bisschen hochkrempeln kannst, damit das in einer Luft ist. Dann musst du das auch morgen nicht nochmal einpacken. Machen wir oben ohne einfach morgen, oder Leute? Oben ohne Stream ist auch voll in Ordnung. Hauptsache, da kommt jetzt nicht irgendwie nochmal super viel Reibung oder super viel Zeug drauf. Okay. Dann
cremst du das einmal am Tag ein. Kannst du mit Bepanthen machen. Mit Bepanthen nimmst du dann aber wirklich einen Hauch, also dünn auftragen. Je fettiger das ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich keine Kruste bildet und dass die Farbe mehr austritt. Also das, je fettiger, desto besser quasi? Also nein, das würde ich nicht sagen. Ich muss dir nochmal, glaube ich, einmal um den Arm rammen. Ja, ist halt auch, wenn man sich meine Messe jetzt schon hier. Genau. Vielleicht machen wir es so auch, dann ist meine Haut angespannt. Steh mal auf. Wir machen da jetzt nochmal das dran. Das ist ein bisschen elastischer. Und das klebt auch nicht auf der Haut, sondern nur an sich selbst. Ah, okay. Genau. Die Sache ist halt, je länger du da. Jetzt hast du verkackt. Egal. Je länger da eine Flüssigkeit drauf ist, desto eher kann das auch die Farbe aus der Haut wieder rausziehen. Mhm. Weil das bleibt halt flüssig, das verschließt sich nicht so gut. Okay. Und wir wollen ja eigentlich, dass die Kruste sich bildet, dass sich die Haut regeneriert und wieder heilt. Ne? Yes. Das heißt, wenn Bepanthen dünn, weniger ist mehr, also auch da. Mhm. Einmal am Tag reicht aus, wenn das aber in einer Woche krustet und das juckt, nicht kratzen, Finger weg, sowieso nicht anpacken, nur mit frisch gewaschenen Flossen eincremen. Mhm. Und wenn du merkst, das juckt total, kannst du gerne nochmal eincremen, ist gar kein Problem, aber übertreib's nicht, weil je länger das in der Flüssigkeit ist, desto schlimmer bildet sich die Kruste. Dann baden machst du nicht. Schwimmen gehen auch nicht, am besten so über die nächsten 3 Wochen nicht. Viel Schwitzen vermeiden. Du bist witzig. Sport machen. Gott sei Dank. Auch nicht. Ah nee, ich meine, oh scheiße. Ach nein. Ja, tut mir wahnsinnig leid, aber da muss ich dir als leider von abraten, geht nicht. Wie soll ich denn jetzt meinen Bizeps trainieren, damit der noch richtig... Ja, momentan leider gar nicht. Also leider nein, leider schlecht. Ja, schade. Genau. Ja. Zu viel Sonne ist schlecht, auch in der Abheilung. Danach für Tattoos auch, aber gerade in der Abheilungsphase lässt du da bleiben. Das heißt, wenn du der Sonne krass ausgesetzt bist, entweder einen Stoff drüber tragen oder mit einem Pflaster abkleben, das geht auch. Mhm. Nur, dass da halt nicht direkt UV-Strahlung drankommt. Sonnenstudio würde ich dir auch von abraten. Ach man, nix darf ich, ey. Genau. Ja, okay. Dann nicht. Heute würde ich dir ein Besäufnis auch nicht empfehlen. Heute auch nicht. Heute auch nicht. Ey, das hättest du mir auch mal vorher sagen können, ja, alles, ne? Also, ich sag mal so. Schon ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen besorgt. Und ansonsten bei Fragen, wenn dich irgendwas beunruhigt, sagst du Bescheid. Sollte sich das entzünden, kannst du in die Apotheke gehen. Es gibt Cortisonsalben, die kann man sich dann draufschmieren. Das gibt es aber nur im äußersten Notfall. Hm. Wenn du hast, dann kannst du dir da sowas hier drauf machen. Das ist Optimisiert, das ist ein Desinfektionsmittel für Wunden. Ich glaube, wenn du dich hast piercen lassen irgendwann im... Nee, ich hab so was anderes gehabt. Das war so von... Boah, frag mich nicht. War auf jeden Fall so ganz kleine Packung, so ein kleines Spray, so. Ich müsste mal nachgucken. Ja, guck mal, ob das noch gut ist überhaupt, weil das kann halt auch sein, dass es abläuft. Das ist, weiß nicht, 2-3 Monate oder noch nicht mal einen Monat oder ein paar Wochen. Wichtig ist halt, dass das Desinfektionsmittel ist, das ohne Alkohol ist, ne? Weil Alkohol auf Wunde brennt. Hm. Also gerne Wunddesinfektionsmittel nehmen. Und ansonsten, wenn du kein Bepanthen benutzen möchtest, weil das zu fettig ist, gibt es auch in der Apotheke Tyrosur. Das ist auch sehr empfehlenswert. Die ist ein bisschen dünner, die ist, die zieht schneller ein, finde ich. Die schmiert nicht so. Also wenn ich dir was empfehlen kann, dann die halt. Ich schreib dir dann einfach nochmal, damit ich da auch das Richtige kaufe. Genau. Ich meine, heute werden wir das eh nicht mehr holen wahrscheinlich, oder? Ich habe auch leider keine Pröbchen mehr hier. Wir hatten von der Tattoo ein paar Pröbchen, aber leider sind die... Ah, Chad, was hatten wir gesagt? Heute Morgen in Uhrzeit, 13 Uhr, ne? Ich habe die Musik übrigens gerade ein bisschen leiser gemacht nebenbei. Ich hoffe, das hilft jetzt. Ich glaube, 13 Uhr morgen Stream und Kaist. Ja, muss ich morgen zur Apotheke. Ja. Wie ist das denn am Knöchel? Weil am Knöchel ist ja eigentlich so hygienisch gesehen komplett. Ja. Da musst du am besten gucken, vor allem.
einen, wenn du dann Socken trägst, klebt ihr dann mit einem Pflaster ab. Wenn du Socken anhast, ne? Also wenn du rausgehst... Soll ich den Socken festkleben oder nein, soll ich... Nein, über das frische Tattoo. Ach, ein Pflaster drüber. Also so einen großen... Genau, okay. So, dass du halt so wenig Reibung wie möglich auch drauf hast. Ja, da haben wir auch noch was. Das kann natürlich auch passieren, dass sich durch die Reibung die Farbe rausträgt. Okay, okay. Genau. Gut, ich putze mir nochmal eben mein Näschen da hinten, dann ist das nicht so aus. Stellst dich jetzt locker gerade hin. So, genau. Geht das mit dem Socken oder? Geht, wenn du noch ein Stückchen weiter nach da könntest. Genau, dann kann ich nämlich auch noch mit aufnehmen. Schön Beine rasieren hier. Genießt es, Leute, da werdet ihr so schnell nicht mehr sehen, wie mir die Beine rasiert werden. Das ist der Content, wenn die Leute da sind. Auf jeden Fall. Ich finde eine Rasierer-Rubrik wäre noch gut. Hm? Eine Rasierer-Rubrik. Ja. Ja, rasieren. Kannst du aber auch Rasierens oder so dann spielen. Ja. Aber da musst du auch abliefern, wenn du den rasieren. Ne? Da musst du bei dem Videospiel schon abliefern. Nee, kann ich nicht. Nee. Warum nicht das Wasser? Das ist das Desinfektionsmittel. Das hatten wir auch gerade, habe ich auch gerade gefragt. Ja, denn die Ritze, die da wird auch fahren. Ja. Achtung, könnte brennen. Ja, Entschuldigung. Ach, das auch, ja, stimmt. Ah, schön. Tiefen rein. Macht deine Kollegin eigentlich auch Tattoos in dem Arztsaal wie an der Wand? Ja, auch. Die macht vor allem gerne, also sie macht Realismus. Okay. Gerne, aber wie soll man das beschreiben? Die, also es hat auch ein bisschen was, sieht ein bisschen nach Realismus aus, aber die macht halt eigene Charakter. So ein Space Bunny zum Beispiel oder so eine Katze hat die mal gemacht, so ein krasses, fettes Ding auf dem Oberschenkel auf Tattoo-Con. Und weißt du, was das Heftige ist? Die macht das Freehand. Die hat einen Marker in der Hand, zeichnet sich halt erstmal vor, dann arbeitet die nochmal die Linien aus und dann fängt die an zu tätowieren. Und die, Alter, die Sachen sind so sick. Aber ich mach da doch schon ein paar Tage länger wahrscheinlich. 7 Jahre. Krass, ja. Gut. War das letzte. Heißt, Freehand heißt dann, dass die das nicht aufklebt, so wie du, sondern die macht einfach? Oder? Nee, die Mark hat sich das vor. Also es gibt Sharpies, damit kannst du auf der Haut zeichnen. Ja. Ach, die malt das auf die Haut direkt dann? Genau. Ach, das ist ja krass. Also habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, aber mit ganz einfachen Motiven. Krass. Und sie ist da absolut, also das ist Meisterklasse, auf jeden Fall. Die ist auch bis nächstes Jahr, also dieses Jahr safe ausgebucht und ist jetzt, ich glaube, im Februar angekommen, 2024. kann sich da dementsprechend aber natürlich auch ein bisschen mehr bezahlen lassen, weil sie halt einen sehr eigenen Style hat und eine wunderbare Qualität. Und sie ist schnell, also alles top, top, top. Deswegen, das ist schon... nicht schlecht. Da muss ich nachher mal reingucken, was ihr hier noch so macht. Ja, die Anton heißt sie. Die Anton. Die Anton. Krasse Braut. Heißt sie auch Anton? Oder ist das ein Spitzname? Antonina. Ach so, okay. Die Anton, weil Antonina ist nicht so ihrs. Ja. Aber wir machen ja heute Werbung für dich, deswegen Ausrufezeichen Tattoo. Ja. Folgt der Minima. Minimalismus. Minimalismus ist auch ein sehr schöner Name. Minimalismus. Sehr viel, vieldeutig auf jeden Fall. Ja. Ich mag die Kifferqualle einfach. Die erinnert mich an Beans ein bisschen. Mega, ey. Die Mega-Qualle, Mann. Die ist schon stark. Ach, bist du dran? Okay. Stark. Boah. Die macht sie gestern. Meine Herren. Ich weiß nicht, ob da die... Ja, die Michelle zeigt mir das gerade hier. Ja. Da ist irgendwo das Ding, dass sie auch, ich glaube aber auf ihrem eigenen Insta-Account, da ist halt eben das, was sie auf der Tattoo-Con durchgezogen hat in 2 Tagen. Das ist ein Bein, eine Seite komplett, boah, das ist richtig krass. Krass. Ja. Das hier zum Beispiel? Das ist das, ach so, nee, das ist ein anderes, aber auch krass, auch Freehand. Die Ellen, die gerade da war, die hat auch so einen Hasen hier auf dem Arm. Der eine ist ja schwarz mit Tintenflecken, also Tinte. Und der andere, genau das, das ist Ellen. Und den hat sie halt auch von Anton bekommen mit Freehand. Geil. Super. Ja, genau das meine ich halt mit großes, ausführliches, weißt du, so von
Das ist halt schon geil. Das ist genau. Oh, jo. Richtig stark. Ja. Macht ihr auch so, wenn ich jetzt ein Baby kriege und mit einem Foto mitbringe, dass sie das 1:1 so nachstellen und das Gesicht dann so verzogen mit Tattoos? Also, wenn du das verzogen haben willst, dann kannst du zu mir kommen, weil Realismus kann ich nicht, deswegen, das wirst du bei mir machen. Wenn du es wirklich haben willst, dann gehst du zu anderen. Ich find diese Tattoos immer so witzig, wo jemand gesagt hat, ich will jetzt ein Foto auf meiner Haut haben. Das ist dann oft einfach hässlich. Oh, das ist ein Seepferdchen. Ja, krass. Also. Guck mal im Spiegel. Oh, ja, stimmt, du hast ihn aufgeklebt. Ich, überhaupt. Hat gar nicht viel getan. Das ist ja ein bisschen dunkel geworden, ne? Ja, ja. Dreh dich mal zu mir. Das ist so witzig, ey. Ich werde das auch einfach vergessen. Ja. Und jemand wird mich immer drauf ansprechen, wenn ich mal so am, weiß nicht, am Strand rumlaufe oder so. Und dann geiles Tattoo. Und ich so, ach ja, stimmt, da ist ein Tattoo da unten. Ja, das ist halt so weit weg von dem Gefühl. Ja, das ist so. Ja, gerade bei mir. Ich bin ja hier oben. Das ist schon eine ganze Reise bis da unten. Muss ich gleich nochmal richtig zeigen. Ich konnte jetzt nur immer. Ja, die sehen das ja gleich zu. Ja, das ist ausführlich. Ich muss zugeben, ich genieße Marse IL sogar noch mehr, als ich erwartet habe. Warum? Alle nur skeptisch über, ob das wohl gut wird. Das ist ja doch gut geworden. Habt einfach Vertrauen. Das ist auch sehr. Oh, soll ich das festhalten? Kann ich mich hier draufsetzen, ohne dass es zusammenbricht bei meinem Gewicht? Ja, das ist eine. Die Gewicht. Meine 70 Kilo geht dann also. Genau. Ich habe gesagt, noch mehr. Ja, ich weiß. Genauso wie Drea das vorhin mit dem Tattoo, dass es ja doch besser geworden ist als gedacht. Nein, wir verstehen das schon, wie ihr das meint. Gar kein Problem. Ist schon dort. Soll ich mich schon hinlegen oder ich warte gerade auf Kommandos von dir? Du kannst gerne dich auch noch durch den Darm bewegen, wenn du willst. Das muss halt, wie gesagt, das muss trocknen erst, ne? Muss ein bisschen trocknen. So, das perfekte Bild mit dem, wieder so mit dem Arm. Ich muss mir nachher die Folge nochmal angucken. Wird Zeit. Das war ein Maler, ne? Der den Bleistift hat fallen lassen auf dem Boot, ne? Ja, irgendwie so ein Künstler, der da oben. Ja. Plot Twist am Ende war, dass der Bleistift da wieder hochgekommen ist und dann aber abgebrochen ist. Ja, stimmt. Was das denn losgeht, ne? Nicht, dass ich jetzt gleich zucke, weil du. Geht los. Ja? Okay. Oh Gott, ich hab Angst. Das ist alles ertragen. Das tut auf jeden Fall deutlich mehr weh als am Meer. Schaffst du. Auf den Busen. Kann mir alle den Busen geben. Ich glaube, du bist auf deinem. Ach, der steht jetzt daneben. Ne? Mhm. Ey, Karamba, ey. Das wäre krass, wie das so ein Unterschied macht, ne? Aber kann ich mir nicht mit zwei quetschen. Jetzt musst du durchziehen. Ja, jetzt ist zu spät. Ja, nee, ach, ich hab das nicht gesehen. Ich dachte ja nicht, dass ich das nicht ertrage. Ich sage nur, dass es schlimmer ist. Und dann ist das faszinierend, finde, dass, mein Körper, dass der Körper verschiedene Schmerzzonen, kann man das so nennen? Ja, könnte man. Hat. Also, dass es an manchen Stellen mehr wie tut, als wenn. Schmerz. Aber der Stuhl ist super spannend, den wir da produzieren. Ist halt auch geil, weil du mega gut zugucken kannst, ne? Ja, ich kann mir selber zugucken, wie du da gerade unten am Rumhampeln bist. Dann hast du es mal, so kann ich da umkippen. True.
Überall, wo wenig Haut und oder viel Nerven sind, ist unangenehm oder schmerzhaft. Ja, gut. Ja, deswegen auch in der Beuge zum Beispiel. Haut sehr dünn, ne? Ja, ja. Aber so formiert ist es, dass das viel verzögert ist. Wenn du aufhörst zu stechen im Spiel, stichst du bei mir gerade weiter. Das ist mein Fuck. Ja. Auch sehr gerne Kopfhörer auf. Machst du das auch? Also, dass das Motiv dann nicht abschüttet? Wenn das ein etwas längeres Motiv ist, dann ja. Dann arbeite ich. Ist das dann auch okay? Ja, müssen die dann halt mit klarkommen. Also, es gibt Tage, da brauche ich das, ja, weil ich absolut nicht in Form bin, sag ich mal, kopfmäßig. Da müssen die dann leider durch, aber wenn die irgendwas haben, natürlich kann man mich dann jederzeit ansprechen. Ne? Also ich habe das jetzt auch nicht so laut, dass ich die dann nicht höre, sondern halt Hauptsache, ich kann so ein bisschen abschalten. Und dann arbeite ich auch tatsächlich schneller. Ja, kenne ich auch tatsächlich effektiver als bei mir mit genau. Das brauche ich auch immer. Der Timer hängt schon wieder, das glaubst du nicht. Diese Scheiße mit dem Timer, ne? Das ist ja. War das bei dir noch, Michelle? Ja. Was geht da? 1,23. Okay. Ey, wir haben schon 7 Uhr, krass. Ja. Die schnellste Zeit, die wir jetzt umgegangen sind. Sagen dafür, dass mir hier zwischendurch auch schon mal über 200 Leute eben zugucken. Wenn wir tätowieren, bin ich relativ gelassen. Also gerade gucken 260. Ne? Ja, auch ganz entspannt. Ja, also wie gesagt, das ist halt einfach nur Kopfsache. Ne? Das muss man einfach ausschalten. Muss sich einfach freuen, dass ganz viele da sind. Ich bin auf dem Konzert. Am Anfang ist es auch so, ja. Aber jemand denkt so geil, dass so viele Leute zugucken. Aber ich habe gedacht, also vorher war ich schon sehr, sehr aufgeregt, muss ich sagen. Echt? Ja, weil die gucken halt, wie schon gesagt, ja, okay. Über 200 Leute voll auf die Finger, ne? Kann ich verstehen. Und teilweise ist das schon sehr, macht mich das nervös, wenn ich da jemanden sitzen habe, der mir total auf die Finger guckt, während er tätowiert wird. Aber ich glaube, das kommt auch auf die Person an, die da sitzt. Ja, ich glaube, du fühlst dich wohl hier bei uns. Ey. Alles auch ganz entspannt hier, das ist halt das Geile. Und deswegen ist es halt auch nicht so schlimm, weil es halt wirklich chillig ist, ne? Weil ich bin ja jetzt auch hier kein Knossi, ne? Ich komme hier nicht rein und bringe 400.000 Leute mit ins Spiel oder so. Das ist ja nochmal eine andere Nummer, aber am Ende ist es eigentlich trotzdem dasselbe, wenn wir mal ehrlich sind. Mit einem Knossi würde ich auch anfangen. Da würde ich auch dankend ablehnen, glaube ich. Der Joyce schreibt gerade, ich glaube, es ist am Ende halb so schlimmer, weil uns nicht sieht. Außerdem sind wir nett, Herz. Das stimmt. Wir sind alle fasziniert von deiner Arbeit, Herz. Das freut mich.
Ich bin auch sehr froh, dass das tatsächlich so zustande gekommen ist, Marcel. Ich auch, Mann. Das ist auch so klingelnd geil, was wir gerade machen. Ja. Nicht nur geiler Content, ich habe geile Tattoos, wir chillen mal wieder zusammen. Ja. Wir machen geile Funktion zusammen, ich kann dich bei der Arbeit mal beobachten. Du stehst mir ein Tattoo, also ist halt... Win-win-win-win. Ja, viele Fliegen mit einer Klappe. Grüße an Lini von Francis T. Oh, Francis, ja. Oberhausener. Sehr gut. Der will auch schon lange mal zu mir kommen. Da kann er jetzt auf jeden Fall was hinaus. Ja. Ich habe tatsächlich heute noch geguckt, ob mir jemand von meinen Followern, ob die jemand folgt von denen, ne, die halt jetzt nicht Bekannte sind. Darunter war tatsächlich nur Francis. Deswegen kann ich mich da gerade dran erinnern. Sehr gut. Die Augen zu machen und einfach. Ja, mach doch, wir sind hier fleißig. Nee, das ist nicht schlecht, weil dann ist ja hier schon noch irgendwie im Stream was machen. Soll ich gleich mal einen Kaffee machen vielleicht? Nee, ach Quatsch, ich bin gerade die Position Musik und das ist gerade so chillig einfach. Übrigens, der Timer läuft wieder, steht bei dir auf dem Handy 1.18. Ja. Okay, dann stimmt der Timer wieder. Achtung kalt. Oh, nice. Oh. Jetzt kann man den auch nochmal erkennen. Ich bin gespannt. Vielleicht kommt was von mir hier. Fehlt nur noch ein kleines bisschen. Ah. Geil, ey. Wunderschön. Ich bin immer traurig, da guck ich einfach an meinen Knöchel. Oder an meinen Oberarm. Will ich jetzt für dich stellen? Da gibt es halt nur falsche Antworten. Nee, das gibt eine richtige, die musst du mir jetzt sagen. Wie vorher auch? Richtige Antwort. Nein, die richtige Antwort ist einfach voll geil, Junge. Ja, aber dann. Ich glaube, Männer wollen eine andere Antwort hören als Frauen. Geile, oder was? Nur zwei Charisma drauf. Das ist die Antwort. Oder doch eher geile. Oder geile, ja, geile ist auch eine Antwort, die akzeptabel ist. Ich habe einfach nicht zwei Spongebob der Tod, ne? So witzig. Könnte jetzt allerdings eine gewisse Sucht auslösen, das ist ein bisschen Sorge. Mich würde es freuen. Natürlich würde ich das freuen. Ding Dong, ich bin wieder. Möchte dich ja besuchen. Hast du die große Donation von der Bolles gesehen? Ja, die haben wir gesehen, die haben auch gefeiert. Ich bin mir nur immer noch nicht sicher, ob die auf dem Timer aufgeschlagen ist. Das habe ich in dem Moment nicht sehen können, weil das jetzt so berühmt ist. Glaube nicht. Aber wie gesagt, ich rechne das nachher nochmal durch. Ich
könnt ihr vielleicht mal kurz, ich weiß nicht, ob ihr den VOD nachgucken könnt. Aber am Ende ist auch egal. Wobei eigentlich nicht, weil sonst der Timer könnte auslaufen, ne? Wenn der, dann müsstet ihr ja schon wissen, wenn das jetzt die richtige Zeit ist, ne? Dankeschön, Cupcake. Ich hatte mir tatsächlich auch mal über die Skriptebox zu tätowieren. Wie hoch war die Dose? 100 Euro hat er da gelassen. In einem Jahr haben wir ganz viele Bottom auf dem Körper. Ja. Boah, okay, da war kurz ein. Hast du irgendwas getroffen da? Eine Stelle, wo ich schon mal drin war. Ich mache jetzt noch ein kleines bisschen Dick-Dünn-Kontrast hier. Yes. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Da fällt Arsch dabei. Eigentlich sehe ich da eher Mrs. Puff. Oh jo, schön die ganze Arschbacke. Im aufgedrehten Zustand. Ja, Mann. Krass, ey, so ein Zacki. Oh, vielen Dank, ey. Gerne. Warte, ich geh nochmal eben das drüber. Achtung, kalt. Ah. Unter deinem Knöchel am Fuß musst du selber später einmal sauber machen. Da die Wunde da sauber ist, ist der Rest nicht scheißegal. So. Dann dürfen Sie jetzt ganz langsam und vorsichtig aufstehen. Erstmal hinsetzen, bitte. Erste Sekunde. Und dann erst aufstehen. Und lass dir auch gerne Zeit dabei. Ei. Geil. Im Stream verpasst. Soll ich es nochmal filmen? Ja, ich kann es mir jetzt auch angucken einfach. Ich weiß nur nicht, willst du das hier einmal abchecken, weil da habe ich jetzt natürlich halt drauf gelegen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße. Wollen wir das gleich nochmal neu drauf machen einfach? War jetzt so natürlich nicht geplant, ne? Aber geht schon los. Ach, okay. Ich glaube, also wenn das über Nacht sich abklebt, dann ist das halt so. Ich schlafe einfach auf der anderen. Ja. Hallo, hallo. Ich schlafe einfach auf der anderen Seite. Wie geil ist das denn? Das muss doch funktionieren, das hat doch voll funktioniert. Warte, was brauchst du? Und das so festgedreht, ich krieg das nicht auf. Soll ich das aufmachen? Das ist doch kein Problem. Das auch nochmal, das Show, du Bau. Oh, toll. Ich kann auch hier einmal... Ja, wait. Jetzt so sehe ich es auch viel besser tatsächlich. Boah, Mini, das ist so großartig geworden, Mann. Danke dir. Gerne. Das ist so geil. Wie glücklich sind Sie jetzt? 10 von 10. 10 von 10. Auch eine 12 von 10. Ja, 12 von 10 natürlich. Ich war wirklich skeptisch, nicht wegen dir, sondern ich machen und werde ich damit zufrieden sein und wird das auf Dauer. Und ich habe jetzt einfach den Scheiß drauf machen, weil es geiler Content. Damit fängt es bei mir schon an, damit hast du ja schon gewonnen. Und das ist also wirklich. Vielen Dank, großartige Arbeit. So, jetzt aber Chimichay. Chimichay, Chimichay. Hast du denen das schon eigentlich gezeigt, was du kriegst? Ich habe ihn ausgedruckt, genau, von der Ecke. Ich habe zwei Drucker in einem. Weil Michelle hat sich nämlich ein wirklich, also im Gegensatz zu mir, ein super schönes ausgesucht, und zwar ein Game of Thrones Tattoo. Mhm. Das Schwert sieht aber nachher ein bisschen anders aus, glaube ich, noch, oder? Ein bisschen. Ich glaube, die Schattierung hast du nicht mit ausgedruckt, genau, beim Schwert, genau. Ne? Dann genau. Das kommt noch dazu. Genau.
Holla, so, das muss jetzt wieder einen Moment erstmal. Ich setze mich auch mal hier kurz hin. Ja. Ich will schon mal ein bisschen umbauen. Yes! Bist du aufgeregt? Ja, du bist ja ein alter Hase im Tattoo-Business, ne? Ja, auf jeden Fall. Möchtest du deine anderen Tattoos zeigen, die du zeigen möchtest? Ja, ich habe die. Also die hatten wir ja gerade. Oh, Oloppa. Die beiden 107, wann waren nochmal? Deine Glückszahl, ne? Ja. Und zeig mal die andere Seite, das ist natürlich ein Highlight. Das ist ein Highlight, Leute. Das ist so stark, das Tattoo, das mag ich so gerne. Und dein Bein finde ich auch super. Harry Potter! Harry, Harry! Das ist zum Oldschool-Style, ne? Harry, Harry! Freust du dich auf dein Tattoo? Ich bin gespannt, dann darf ich gleich mal filmen. Aber das hast du sehr toll gemacht. Dankeschön. Hast gut gefilmt, gut dokumentiert. Ja, nur ein bisschen, die Kamera ist immer manchmal zwischendurch ein bisschen shaky gewesen. Das hat mich selber ein bisschen aufgeregt. Ja, die hat, das ist halt kein richtiger Bildstabilisator drin, ne? Einfach keine ruhige Hand. Ach Quatsch, das war ja, als ich die mit Efteling gehabt habe, war das ähnliches Problem. Ich filme was. Tolles Tattoo! Die gute Frau muss heute noch lernen, nicht vergessen. Soll ich dir sich Sachen abfragen, während du... Ja, bitte frag mich Sachen ab. Welches ist das schnellste Landsäugetier? Schildkröte. Das ist falsch, leider. Das ist aber ein Säugetier, ne? Ja, wie der Hai, der legt Eier. Immerhin. Immerhin etwas richtig. Sehr gut. Was ist eigentlich Schildkröte? Jetzt bin ich, die legen Eier, ne? Die legen Eier. Was, ja, aber was sind die da? Sind die eierlegende Wollmilchsäure. Reptil, ja, nee, Amphibien. Amphibie, Reptilie. Scheiße. Amphiboreptilie, Ampharreptalia. Reptilien. Sind Reptilien, okay. Stimmt, die habe ich gar nicht mehr am Schirm gehabt. Ich war gerade so, Fische, Vögel, Säugetiere, mehr gibt's doch gar nicht. Ja, doch wohl, Insekten wird es auch noch geben. Gibt's auch noch Wirbellose. Stimmt. Wirbellose gibt es auch noch, aber gut. Was sind denn dann Amphibien? Frösche. Ich will auch immer noch so gerne eine Frösche haben, ne? Oh, so eine dicke Kröte, ne? Ja. Nee, so kleine, süße, so blaue Frösche, so, die einen umbringen können. Ja, die giftigen aus dem Regenwald. Ja, ne? Freigiftfrösche. Aber die sind erst giftig, wenn die was fressen, was giftig ist. Sonst nicht. Boah, heute lernen wir ja noch richtig was. So? Ich glaube schon, ne? Ich meine, ich hätte das mal gehört irgendwann so zwischendurch. Mhm. Ich hatte mal Schildkröten. Du kennst die auch, ne? Ja, die dann mal eine Zeit lang in der Wanne leben mussten. Ja, die mussten am Ende in der Wanne leben, weil die so groß geworden sind. Und dann haben wir meine Eltern waren Wasserschildkröten. Und die hab ich schon von meiner Cousine übernommen. Und dann hatte ich halt so ein riesengroßes Terrarium. Und die sind gewachsen und gewachsen und gewachsen. Die wurden immer größer und immer größer. Und irgendwann musste ich die in eine Badewanne tun. Habe eine Zeit lang in der Badewanne gelebt. Und dann hat meine Mutter beim Tierarzt hat die eine Frau kennengelernt, die einen riesen Garten hat mit einem riesen Teich. Tatsächlich in Bottrop-Kichellen. Und die hat die dann nachher übernommen und dann seitdem leben die da. Aber hier ist ja gerade Action. Was ist die Action? Ich erzähle von den Schildkröten. Aber die gibt es nicht mehr, die Schildkröten? Die sind bei der Frau. Die gibt es noch, aber ich habe die schon lange nicht mehr gesehen. Die leben da jetzt. Ich wusste jetzt noch nicht, weil du sagst immer so, die waren. Ja, bei mir waren. Die existieren noch, aber die sind nicht mehr bei mir, weil ich die nicht mehr halten konnte. Und dann habe ich denen lieber noch ein schönes Zuhause gesucht, damit die ja, da auch besser haben. Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, das sah auch gar nicht so scheiße aus, was sie da hatten. Ja. Aber dass sie da so diskutieren müssen. Aber ich glaube, die haben auch wirklich nur von diesem Walk-in-Gedöns gelebt. Ja. Weil viele große Sachen hatten die zwar schon, aber war super teuer für manche Leute und für den Preis dann halt auch nicht so. Nicht so lit. Ja. Ja, also da hätte man dann auch weniger Geld bessere Sachen kriegen können. Mhm. Aber keine Ahnung. Da war eh wenig los, also gar nichts. Entweder dann kam eine Frau rein, die dann gesagt, ja, ich hätte gern das und das. Und
Aber die machen quasi nur Walk-ins? Nee, auch andere Sachen, aber ich denke mal, die leben halt aktuell davon, nur weil auch Schiffen werden auf Also ja, gut, nicht aber nur, aber natürlich halt auch manche Leute, die haben da wirklich schon gesagt, so, jo, ist scheiße. Und die haben dann gesagt, ja, aber wenn ihr das jetzt nicht wegnehmt, dann rufen wir einen Anwalt. Und ich so, okay, so funktioniert eine Bewertung eigentlich nicht, aber nice. Ja, dann ist einfach so. Ja, dann einfach gesagt, so, scheiße, drauf, dann gehen wir da auch hin. Und dann, ja, finde ich gut. Ja? Sehr schön. Okay, trocknen lassen, aufpassen, nicht ankommen. So, und in der Zwischenzeit. Magst du zeigen? Dem Marcel sein Knöchel eingemacht. Schön. Schön. Sehr gut. Wir packen dich jetzt mal eben kurz ein. Jetzt, wie hättest du es gerne? Im Stehen. Im Stehen wieder? Moment mal. Wir brauchen ein Foto. Halt, stopp! Das geht aber nicht jetzt. Nee, das ist nicht in Ordnung. Dann kommt mein Fuß auf Instagram. Oh, nice. Fußcontent. Foot. Trollfoot. Jetzt auch, glaube ich, hier, weil draußen ist eh so verrückt. Also lichtmäßig ist draußen wahrscheinlich nicht mehr so schön. Okay. Machen wir das so. Soll ich die Socke anlassen? Ich schneide mir das mal mit zurecht. Ja? Ja. Okay, ja, nicht, also ohne Socke ist dann wahrscheinlich doch schöner, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ja. Soll ich irgendwo hochlegen den Fuß oder? Nö. Warte, ich drehe das nochmal. Dann hast du das nochmal besser im Licht. Ich gehe da gleich auch noch mit der Seife drüber. Ja, muss ich jetzt machen. Schön. Schön, ne? Schön. Schön. Immer noch zufrieden. Ja. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt finde ich es jetzt kacke. Hier kam einer mal rein und meinte, könnt ihr Tattoos wegtätowieren? Bro, was meinst du? Kann man? Aber ja. Wäre eigentlich schlau, sich auf beides zu spezialisieren, das hin und wieder wegzumachen, weil dann würdest du einfach das komplette System von Laserentfernung aus dem Angeln heben. Ja, aber das möchte ich nicht. Nee? Nee. Also ich möchte keine Tattoos entfernen. Wenn Carbon, das finde ich. Aber wenn jetzt mal jemand hier hinkommt, der sagt so, ey, ich fand Adolf mal richtig nice vor einer Woche. Dann habe ich mir tätowieren lassen, jetzt habe ich überlegt, so finde ich jetzt doch nicht mehr so dann nice. Ist cool. Ja, dann cover ich dir das, aber ich lese dir das nicht. Ach so, ja, Carbon geht ja auch noch, das habe ich vergessen. Da habe ich nicht dran gedacht. Ja, das macht Sinn. Oder so andere bestimmte Sachen, die man halt aktuell toll fand und aktuell jetzt ein bisschen schwierig. Was meinst du? Ich weiß nicht, wovon du redest. Also ich habe keine Ahnung, wovon du redest. War das nicht irgendwo was mit Brett oder so? Oder Brett Pitt? Stein oder Brett so? Pitt ist ganz schlimm, nicht. Den würde ich mir nicht tätowieren lassen. Nee, ganz schwierige ich, Persönlichkeit. Brocken. Brocken, ja. Das war Sheep Brocken. Brocken Mocken. Aber wir sollten gleich, ich glaube, hast du das neue Rammstein-Album eigentlich schon gehört? Nee. Ich muss mir gleich auch nochmal anhören, ja. Soll das gut sein? Ja. Die haben abgebaut. Die Bühne, ne? Ja. 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 Partner-Tattoo. Ich finde, du solltest das auch tätowieren lassen. Das ist so ein perfektes Partner-Tattoo. Hier, der Tadeus. Dann können wir die so nebeneinander an die Beine und dann machen die sich gegenseitig so an. Wird gehen, tatsächlich. Kannst du das Bein einmal aufstellen, gerade? Mhm. Willst du nicht? Hast du schon ein Foto gemacht? Jo. Ach so, ja, ich bin schon vorbei. Ich bin auch so schnell. Gott sei Dank, ey, da habe ich hier. Das ist am besten. So ist, Fotos und Impfen ist am besten nicht hingucken und dann ist vorhin plötzlich vorbei. Blut abnehmen auch noch schlimmer. Ja, Blut da abnehmen auch. Da auch nicht hingucken, ja. Das kann ich auch nicht. Ja. Fühlt mir immer richtig schlecht bei. Nicht so gut. Ja, wirklich? Ja. Obwohl ich das immer ganz gut abkann. Blut abnehmen einmal habe ich hingeguckt und das war Fehler. Ich fand das jetzt zum Beispiel super spannend zuzugucken, ja. Aber Blut abnehmen und impfen, spritzen kann ich auch nicht. Ich glaube, ich hatte da gestern mit einer, die halt so super viel Angst hat vor dem Tätowieren werden, wegen der Negativerfahrung, mit der habe ich drüber gesprochen und wir sind zu dem Entschluss gekommen, auch piercen,
weil du durch die Haut durchgehst, durch alle Hautschichten. Stimmt, ja. Und dieses Gefühl davon ist super unangenehm und da gehst du halt, wie gesagt, in die zweite Hautschicht und ja. Das ist kurz vor richtig wehtun, ne? Ja, stimmt schon. Ja, ich meine alleine die Länge von der Nadel bei einer Spritze. Ich meine, du gehst ja auch nicht so rein, sondern du gehst ja so rein, aber trotzdem, ich weiß auch nicht. Das ist, ich habe da jetzt keine Angst vor, aber ich kann mir das nicht angucken, wenn es passiert. Ja, dann gucke ich einfach zur Seite und dann ist es vorbei, aber dann ist es gut. Aber ich glaube, es ist halt auch wieder so tagesformabhängig. Ja. Ich glaube, irgendwann ging es mir auch nicht so gut. Da habe ich Blut abgenommen gekriegt und habe ich hingeguckt und bin so gestorben. Ja, das, manche Leute kippen ja richtig um. Ja, mein Vater zum Beispiel. Der kann keine Spritzen sehen. Oh nein. So. Darf ja, vielen Dank. Gerne, gerne. Dazu Titelpflege genau dasselbe. Hast du direkt zugemacht? Ich habe direkt einmal okay. Außer eben, dass du das dann noch ein bisschen schützen müsstest, wenn du da mit der Socke drüber und so weiter. Gerade die ersten zwei Tage. Gerne nochmal eine Folie drauf. Also einfach so lassen. Ah nee, Quatsch. Ich muss morgen einmal abmachen, abwaschen. Wenn du zu Hause eh bist, lass die Socken einfach aus. Guck, dass du da nirgends mit rankommst, lass das an der Luft, weil es soll ja krusten. Es soll ja eigentlich nicht unter der Folie sein. Okay, okay, nur, okay. Damit das geschützt ist vor Stoffen, vor Berührung. Okay. Und so weiter. Gut. Ne? Genau. Ich mache mir eigentlich keine Sorgen. Wenn das anfängt, irgendwie anzuschwillen, dann melde ich mich. Also, ja. Rot wird das sowieso noch sein. Ein bisschen wehtun auch. Brennen vielleicht. Aber, ja, ich höre dir noch zu. Ich bin nur ein bisschen. Weiß ich auch nicht. Ja, gib mal her, das triggert mich ja. Nee, aber vielen, vielen Dank. Wir haben ja direkt einen Kontakt, also wenn wir das dann. Wenn du das kennt sich ja aus, das ist ja mal eigentlich keine Sorge. Si, si. Da. Wie geht's dir so? Gut so weit. Hast du Angst vor der OP? Ja, ein bisschen. Wir wollen dir zwei Zehen an die Stirn nähen. Ist das okay für dich? Ja, ist okay. Soll ich die Narkose aktivieren? Entschuldigung, das ist. Das war keine Narkose. Keine Narkose? Nee, ich glaube nicht. Okay. Park-Reminder, dein Parkvorgang endet um 20 Uhr. Ach du meine Güte, ich hätte niemals gesagt, dass wir so lange brauchen, aber ist irgendwie auch cool. Ja, ist ja auch alles entspannend, ne? Ich muss kein Händchen halten, oder? Ich glaube, du hättest eher bei mir Händchen halten müssen, so wie ich dich kenne. Was denn mit mir Händchen halten? Nee, du hättest eher bei mir Händchen halten müssen. So wie ich dich kenne. Ich will gar nicht mit dir Händchen halten. Hey, geh weg. Lassen? Ich schätze hier. Schwierig. Also, ich schätze Kleinkinder oder was? Bist du denn aufgeregt oder so? Nee. Ach, ich glaube, du machst öfter das als alles. Keine Ahnung, obwohl du gehst oft spazieren. Ja. Aber mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein, als spazieren gehen. Sprechen ist natürlich jetzt schwierig, ne? Ja, ich mach das schon. Aber wenn du so atmest, wie du atmest, ist das schon perfekt. Das ist ein Joint, nee. Das wird der Dolch von Aria. Was ist ein Dolch, ne? Oder ein Schwert. Ja, die Nadel, ne? Nadel. Das dünne Schwert und drunter steht Not Today. Ja. Genau. Kitzelt dich das Kabel, geht das? Nee, das stimmt. Okay. Beschwer dich einfach, wenn was ist. Sie darf nicht reden eigentlich. Das ist halt schwierig, weil sich der Brustkorb natürlich bewegt. Aber wenn irgendwas ist, sagst du Bescheid. Auch wenn die irgendwie schwindelig wird, schlecht oder so, ne? Wir können ja auch einfach mal gar nicht reden. Das ist ja auch so ein bisschen die Musik mit dem Gebrumme. Vielleicht für alle mal ganz entspannt. Kostet sowas? Ich glaube, unsere Tattoos haben jetzt pro Stück so um die 50 bis 100 Euro jetzt gekostet. Sind aber auch sehr einfache Tattoos, ne? Keine Farben und jetzt nicht so riesig.
nicht ganz so übertrieben aufwendig. Genau. Vor allem an deinen Tattoos, die du das, das ist halt das Schöne. Man kann da ein bisschen improvisieren, das sieht halt trotzdem richtig aus, ne? Ja, das ist wahr. Wie gesagt, wenn ihr auch mal bei der Mini hier vorbeischauen wollt, Ausrufezeichen, Tattoo im Chat, da kommt ihr auf ihren Instagram. Und könnt ihr mal ein Follow da lassen. Da findet ihr auch ein schönes Bild vom Fuß von mir demnächst. Von dem Tattoo, nicht von dem Fuß. Hast du nicht meinen ganzen Fuß genommen? Das wäre schon schade irgendwie. Ja? Ich dachte, du hast meinen Fuß jetzt einfach komplett mitgenommen. Ich möchte keinen Fuß auf meinem Instagram-Feed haben. Aber ist auf dem Feed. Feed. Die Sonne ist wieder da. Ja toll, zu früh gefreut. Ist das so zum Schmerzlevel? Das geht eigentlich, also es geht voll. Stimmt so? Nein. Ich finde es spannend, dass die Schrift von hinten begonnen wird. Ist das, weil du Linkshänder bist? Nee, du bist Rechtshänder. Ich habe ihn in der rechten Hand. Ja, ich wollte sagen, das Nein. Ich arbeite, normalerweise würde ich eigentlich hier anfangen, aber ich sitze jetzt so schräg. Also für mich sehe ich das jetzt richtig rum. So sieht sie gerade. Genau. Und für mich ist es einfacher, von hier anzufangen, wo halt kein Stencil ist, weil ich kann meine Hand schön auflegen, ohne dass das... dass der Stencil halt nachher verschmiert. Ich, nice, ich mag den durchbohrten Vogel. Das hat sie einfach sich selber tätowiert, hast du vorhin erzählt. Nee. Nee? Nee. Ist das nicht der durchbohrte Vogel. Ach so. Das ist ein Rahmenschädel. Ah, okay. Ich dachte, das wäre der. Okay, dann. Nee. Der durchbohrte Vogel. An einer Kundin, ja, und das hat auch unfassbar viel Bock gemacht. Das Schattieren an diesem Motiv war einfach so geil. Ich habe in diesem Dolch so diesen Damaskus-Schliff versucht nachzuahmen. Mhm. Und die Optik ist einfach so geil. Hier geht's gut. Mhm. Eigentlich einen handwerklichen Unterschied, ob man gegen den Strich der Nadel tätowiert, also die Nadel schiebt oder zieht? Du kannst beides machen. Ich mache auch beides. Also mal so, je nachdem von welcher Richtung es mir gerade besser passt. Man versucht halt am ehesten aus dem Handgelenk, sag ich jetzt mal, zu arbeiten. Ja. Und wenn, oder was heißt Handgelenk? Also man hält die Maschine auch nicht wie ein Stift, ne? Man hält die nicht so. Oder kann man auch, es ist aber sehr, es blockiert dich. Also wenn du das richtig machen, oder richtig, wenn du lockerer in der Hand sein willst, dann machst du die Hand halt ein bisschen mehr auf und hältst die dann quasi eher so. Du kannst dich dann halt auch schön mit der Hand, mit dem Finger abstützen. Und dann hast du viel leichteres, also du kannst halt schön so eine Rundung machen. Genau. Hast du das selber beigebracht eigentlich oder hat dir das jemand beigebracht? Also ich habe es halt hier gelernt. Ach, du bist hier quasi hin, hast gesagt, ich will das mal machen? Ich habe gesagt, ich brauche einen Praktikumsplatz, Hilfe. Und dann haben okay. die gesagt, beziehungsweise Chef hat gesagt, jo, können wir gerne machen, aber in einem halben Jahr
habe ich nichts von dir, deswegen möchte ich, dass du länger bleibst, wenn das klappt, wenn das funktioniert mit uns, teammäßig. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, geil, dann keine Sorge, das wird schon funktionieren, ich bin recht entspannt, denke ich mal. Und ja, dann habe ich das erstmal hier mir 2-3 Wochen angeguckt bei den Leuten, dann wurde mir gesagt, okay, das und das, Platz aufbauen, sieht so aus, das ist dafür, guck dir Nadeln an, bla bla. Und irgendwann hieß es dann, lad dir jemanden ein, der sich traut, sich bei dir tätowieren zu lassen, als erstes Tattoo, und dann habe ich den tätowiert. Cool. Ja. Also ich habe auch nicht auf Kunsthaut als erstes, sondern schön direkt auf echter Haut. Was war dein erstes Tattoo? Das nennt sich Noise Not Music. Das ist halt so ein Punk-Daddy. genau. Natürlich Musik, ja, aber vor allem halt laut sein, das ist so seine Prämisse. Und genau, dieses Zeichen, das ist quasi ein Kreis mit einer Musiknote, die halt durchgestrichen ist. Und wir haben das in so einem etwas anderen Style gemacht, dass es halt so aussieht wie Farbe, die so runterdrippt. Oh, cool. Ja, eins der ersten, oder das war das erste. Und dann, ich glaube, als zweites kam tatsächlich schon die mit der Blume, wo mir dann die ganzen Linien einfach wieder... Ach, ja. das war ganz am Anfang. Ganz am Anfang, deswegen war das auch so heftig, ja. Aber krass. Sie hat das auch mit Fassung genommen, sie hat auch gesagt, ich nehme es jetzt nicht so ernst. Waren wahrscheinlich auch keine Leute, die ihr erstes Tattoo am Anfang direkt bei dir gemacht haben, was natürlich Sinn. Genau. Und sie wurde schon mal von irgendwem, also die hat Tattoos, da sagst du, wow, krass, dass das ein eigentlich vermeintlicher Profi sein soll. Dann hat die gesagt, mich schockt nichts mehr, du machst das schon. Und dann habe ich das auch gemacht. Ich meine, war halt krass, ne, dieser Fail. Aber das ist halt so, du musst halt Fehler machen, damit du das auch lernst. Ja, das ist sowieso, du musst Erfahrung sammeln in dem Bereich. Genau, weil was machst du, wenn du irgendwann mal alleine bist irgendwo und tätowierst und dann geht irgendwas schief und du weißt dir nicht zu helfen? Ja. Gerade bei großen Projekten nachher, ne? Genau. Und Tätowieren ist auch viel, viel ausprobieren. Also, wie schnell die Nadel, wie weit draußen, wie tief, wie viel Farbe und so weiter. Und da gibt es halt kein richtiges Regelwerk für. Das kannst du nicht. Also, man kann Empfehlungen geben, aber je nach Maschine ist das auch unterschiedlich und je nach Nadel ist es auch unterschiedlich. Ich habe vorhin die ganze Zeit eine Maschine von meiner Arbeitskollegin benutzt und das ist jetzt die Maschine von meiner anderen Arbeitskollegin, weil ich die halt ein bisschen mit der komme ich. Das ist nicht, was du gerade hattest bei genau. mir. Die ist für mich, mit der arbeite ich einfach ein bisschen flüssiger. Also mit der komme ich besser zurecht. Was jetzt nicht heißt, dass die andere kacke ist, die ist auch super, aber nicht für meine Hand irgendwie. Ich weiß nicht, meine Hand will eigentlich schneller, aber die andere Maschine erlaubt mir das nicht, weil die nicht so viel Wumms hat. Mhm. Und die hier schon. Ich erkenne mal noch Bescheid, ne? Alles gut. Du bist beurscharf, oder? Okay, eine Sache muss ich mal eben machen. Sieht auch schon mal gut aus. Ja? Ich würde dir das ja zeigen, aber du liegst sehr unpraktisch gerade. Das war eben kurz. Hier, guck. Da, siehst du? Ja, toll. Schön, ja. Schöne Decke. Ja. Aber ich glaube, ab 20 Uhr muss auch gar nicht mehr, oder? Ich weiß nicht. Hast du in den Parkautomat geguckt bis wann?
Naja, ich hab einfach mal in der App auf 20 Uhr geballert, oder ist da diese Praxisschicht was da? Boah, das sieht schön aus. Na, das ist doch ganz, ganz fein. Ja. Die mag ich auch sehr gerne. Ist auch wieder eine Dreierliner. Die habe ich bei dir auch benutzt, bei dem SpongeBob in den Augen. Genau. So. Oh, jetzt habe ich kurz weggeguckt. Habt ihr in der Duisburger Innenstadt geparkt? Ich kann dir das ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also nicht direkt in der Innenstadt, aber ich glaube, es gehört noch zur Innenstadt. Ich glaube, es ist, wenn wir von dem Parkgebiet sprechen, ist es, glaube ich, am äußersten Rand irgendwie gewesen. Also wir sind jetzt hier irgendwie, ich glaube, 7-8 Minuten hingelaufen. Kommt aber von links, ne? Also von da. Ja. Das ist Richtung Innenstadt. Ja, ist egal. Wenn ich ein Knöllchen kriege, kriege ich ein Knöllchen. Ich habe jetzt von, wann waren wir hier? 15 Uhr bis 20 Uhr habe ich jetzt bezahlt. Und ja, ist jetzt wurscht. Direkt ein Erinnerungsstück, kannst du direkt dir das nochmal irgendwann angucken, wie ist mein Tattoo entstanden. Das stimmt, ja. Ich gebe mir auch gerade Mühe, dass das auch, das ist natürlich wackelig ein bisschen, wie du schon sagtest, auch. Ja, ist ein bisschen blöd, aber die Hand halt einfach. Das Messer hat Augen. Ein bisschen leiser bitte, also ich denke mal, jetzt wo wir auch gar nicht reden, wird man wahrscheinlich das Brummen und die Musik wahrscheinlich gut hören. Oder Chat, was sagt ihr? Musik da? Jetzt haben wir schon wieder bei euch im Stream, ich glaub's nicht. Er läuft bei mir aber weiter runter. Musik ist angenehm so, okay. Jetzt muss ich einmal ein kleines bisschen hier sein. Ja, auch Bescheid. Oh, sorry. Fühl mich dein Gesicht einfach kurz, wie du es genießt. Musik gerade jetzt nicht so viel. Schattieren ist das, was mir am meisten Spaß macht, tatsächlich, weil dann kommen die Tattoos nochmal so richtig schön ins Leben. Was ist denn der Unterschied? Also musst du so punktuell arbeiten oder wie macht du das? Das kommt drauf an, welche Technik du benutzt. Ich werde stippeln, nennt sich das. Hast du schon was gemacht? Nee, ne? Hast du schon schattiert? Nein, ich ziehe erst die ganzen Linien und danach... So. Okay, weil du es gerade gesagt hast, dachte ich, du hast schon... Nein, aber da freue ich mich halt immer so drauf, deswegen, ja, das mag ich halt mega. Und beim Stippeln stellt man die Maschine ganz langsam, sodass man die Punkte, die Abstände sieht quasi. Also, ja, ist schwierig zu erklären, wirst du gleich sehen. Ja, ja. Erklär es einfach, wenn du es machst. Genau. Dann kann man das, glaube ich, besser nachvollziehen, was da passiert. Wie ist so der Schmerz? Ist okay. Ist jetzt eher so im schmerzhafteren Bereich oder eher weniger? Weniger. Also es gab vorhin so eine Stelle, die war, glaube ich, so Richtung
Rücken, die war schon ein bisschen unangenehm. Hier, so, hier irgendwo am. Ja, aber habe ich gemerkt. Geht das? Mhm. Wenn Michelle fertig ist, wird Mini noch von Marvel tätowiert und dann sind wir fertig. Mhm. Gottes ich Willen. Weiß ja nicht. Gottes Willen. Ja, also ich würde mir viel zutrauen, aber ich glaube, da bin ich raus. Zumindest, wenn es schön werden soll. Ich werde tatsächlich häufig gefragt, warum ich als Tätowiererin denn nicht so viele Tattoos hätte. Gerade an den Armen und bla bla bla. Ich denke mir so, hä? Warum? Also wenn du zu viele Tattoos hast, bist du gejudged. Und wenn du zu wenig hast, auch jetzt auf einmal, nur weil du tätowierst, wo ist der Sinn? Die Carina, die mir mein erstes Tattoo gemacht hat, die hat nicht ein einziges Tattoo. Ja, deswegen. Die macht halt so Body Art, ne? Die macht halt so Bodypaintings viel. Und die hat kein einziges Tattoo. Also, und die darf sich auch oft was anhören. Aber warum ich denn? Ich verstehe das auch nicht. Also, stehst du da nicht zu? Ja, Alter, warum judgest du denn meinen Körper gerade? Das ist doch meine Entscheidung. Ja, ja. Wenn ich das nicht möchte, dann möchte ich das einfach nicht. Ja, Menschen sind manchmal komisch. Und ich muss sagen, ich bin halt, was Tattoos angeht, ich denke lange nach, was ich denn haben möchte, aber wenn ich mich für was entschieden habe, dann bin ich sehr impulsiv und will das auch und kriege das auch. Weil dann ja. Und meine Arbeitskollegin zum Beispiel, die hatte Wannadoos, das waren so Augen. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, Isa, das nehme ich. Das will ich auf jeden Fall. Und da war auch nicht lange überlegen. Es ist halt so eine, bei mir eine wirklich sehr impulsive Sache. Total. Du meinst so wie Kritzelbob. Genau. Also impulsiver geht's, glaube ich, nicht. Ist halt so. Aber bei mir jetzt auch so, komm, lass machen. Einfach das losgehen. Das brauche ich jetzt. Das ist auch gut so. Machen wir dann nächste Woche, Michelle, ihr Elfstream Fallschirmspringen, oder? Ja. Ach, der Witz ist halt, du willst das wirklich machen, ich nicht. Ich will es auch nicht machen. Gott sei Dank, ich bin nicht alleine. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich der Meinung bin, dass ein Mensch in der Luft nicht unbedingt verloren hat. Ich fliege auch unfassbar ungern. Ja? Ja, also ich habe keine krasse Flugangst oder so. Aber das ist für mich einfach nicht, ein Mensch gehört da irgendwie nicht so ganz rein. Auch in die Arktis, also was heißt Arktis, jetzt auf einem Gletscher oder so. Warum muss man denn, also ich meine, ich verstehe das schon irgendwie, wenn man das unbedingt möchte, aber auch in der Tiefsee. Sorry, mein Arm stimmt gerade ein bisschen. Ja, wollen wir mich so angucken, ist alles gut? Ja. Kurze Pause? Ja. Nee, alles gut, mein Arm ist nur so ein bisschen kribbelig gerade. Okay. Beachtung. Ich wollte fast so, als würdest du die ganze Zeit winken. Also willst du jemanden ganz dringend grüßen wollen? Stell dir vor, wo bist du denn ein riesen Fan von? Nicht reden. Nicht lachen, bitte. Ich sitze nämlich an der ganz langen geraden Linie. Also du darfst reden. Ich weiß. Ich bin aber trotzdem. Okay. Ich muss aber nicht reden. Das ist ja alles gut. Ich will euch ja auch nicht ablenken, ja? Mein Gebrabbel muss dann hier sein. Jetzt kommt die zweite ganz lange gerade Linie.
Helvetska. Das war ein Sweat jetzt wert, auf jeden Fall. Ja. Das ist nämlich echt immer heftig. Eine gerade Linie zu ziehen ist gar nicht so einfach. Ja, kann ich verstehen. Nervenkitzel. Aber ist gut geworden. Sieht sehr geil aus. Ich kann tatsächlich auf der Haut besser gerade Linien ziehen als auf dem Bettpapier. Also so richtig gerade. Ordentlich sauber, guck, wo ich nochmal an den Linien vielleicht nachgehen muss. Und dann schattieren wir auch schon. Mhm. Achtung, kalt. Gehe ich nochmal eben in zwei lange Linien rein und dann schattieren wir auch schon. Ja, wird jetzt nicht so angenehm. Dass du dich jetzt doch tatsächlich für eine ganz andere Stelle entschieden hast, weil auf der Stelle am Arm, wo du vorher gedacht hattest oder erstmal überlegt hast, hätten wir das auch nicht so groß machen können. Mhm. Deswegen ist das jetzt. Ist auch eine schöne Stelle. Ja, finde ich auch. Hast du überhaupt im Bauch noch gar nichts, ne? Also in dem Bereich. So. Sehr schön. Würde ich jetzt mal eben schattieren. Ich drehe mal einmal so, damit man es immer richtig rum sieht. Achtung. So. Ja, cool. Sehr schön geworden. Cool. Jetzt kommt noch die Schattierung da rein. Genau. Da kannst du dann gerne erklären, was du da machst, wenn du das genau. Geht. Ich habe jetzt einmal die Nadel, wenn man das sieht, weiß ich nicht. Schwierig, ne? Ja, das sieht man nochmal die Hand so dahinter. Da, ganz weit draußen. Und man hört auch schon, die läuft ganz, ganz langsam. Also viel langsamer als vorher. Und jetzt gehe ich hin. Stretch die Haut natürlich. Und jetzt macht man den hier. Ach so. Krass. Genau. Das ist eine Art zu schattieren, ne? Also. Und dann baut man sich das so langsam auf. Ach, das macht gar nicht. Ah, okay. Ist aber auch krass, wie viel Farbe du einfach für Müll hast, ne? Ja. Wegwischt. Wie viel Zebe auch Müll ist. Ja, aber auch gerade, also ja. Wie viele Pullen bräuchte, also wie viel hast du jetzt verbraucht heute? Absolut nicht viel. Guck dir mal die Pöttchen an. Guck mal, wie klein das ist. Und bei dir habe ich genau das gleiche Pöttchen voll gemacht. Ach so, okay, ja das gut. Das sieht so ja, aus, ja, aber. Na gut, das ist. So ja. Krass ist es dann doch nicht. Ja, ich finde das super spannend, dass wir ja auch so mal ein bisschen, ich sag mal so Q&A machen dabei. Mhm. Ja, so ein bisschen hinter die Kulissen, ne? Ich glaube, wenn man sich sonst tätowieren lässt, dann lässt man das einfach geschehen und genießt das und hinterfragt nicht so viel. Aber ich finde das gerade ziemlich spannend, muss ich sagen. Das ist höchst erfreulich. Hm. Du bist happy, ne? Daumen hoch. Das Geile am Schattieren ist, dass das Tattoo dann, oder das Motiv, dass das dann nochmal so richtig schön viel Tiefe kriegt. Mhm. Boah, das liebe ich einfach so. Das ist das, was mir wirklich mit am meisten Spaß macht an dem ganzen Schattieren. Ich könnte auch
nur schottieren. Am liebsten, ja. Und das ist auch jetzt nicht mehr so schlimm, ne? Von dem Ist das genauso wie wenn du da jetzt mit Farbe durchgehen würdest oder ist Schattieren nochmal anders? Was meinst du genau? Also wenn du es jetzt färben würdest mit Farbe, so wie mein Tattoo jetzt hier. Ne? Nein, das ist ganz anders. Das ist nochmal anders. Du lässt die Maschine immer noch auf diesen 8 bis 9, je nachdem wie du halt arbeitest, wollt. Und füllst aus, du ziehst die ganze Zeit so Kreise. So, ah, okay. Und füllst das richtig aus. Also da muss auch wirklich Wumms dann hinter der Maschine sein, weil sonst bleibt die Farbe einfach nicht gut drin. Die ist halt auch, also so eine bunte Farbe, die ist immer ein bisschen dickflüssiger. Kannst du die mit sterilem Wasser natürlich ein bisschen verdünnen, aber du hast dann halt nicht die gleiche Pigmentstärke dann wieder, ne? Also muss man halt wissen, ob man lieber reinjagt oder halt reinjagt, aber dann anders. Ja. Wir sind nämlich noch so 2 so kleine Dinger an jeder Seite. Die waren auf dem Stencil nicht mehr zu sehen. Oh, gut aufgepasst. Ne? Ja, krass, ey. Also das sieht halt genauso aus wie auf dem Ausdruck, ne? Das ist schon abgefahren. Das ist auch ein krasser Unterschied, wie die auf einmal schreit, wenn man die hoch auf die normale Dings dreht, ne? Ja. Sieht im Stream auch irgendwie cool aus, muss ich sagen. Also das ist mein Job. Das ist nice. So, Kamera gar nicht. Kamera gar nicht. Das Schöne am Schattieren ist, dass du da auch, klar, es gibt Regeln, ne, wie von wo kommt das Licht, wo ist der Schatten und so weiter, aber auch da bist du halt sehr frei. Also du musst jetzt nicht, es muss halt, das geht halt alles locker. Du musst halt nicht, wie jetzt gerade bei dieser Linie hier, voll dich konzentrieren und voll rein in die Haut, sondern kannst halt so ein bisschen entspannter machen. Und das, ja, Mann, das ist halt auch die Frage, ne? Also, wenn du so einen realistic Look willst, ist das natürlich wieder was anderes, aber. Ja. Halt, also, ich versuche das jetzt gerade schon so ein bisschen, dass es etwas realistischer aussieht von den Schattierungen her, aber in so richtig Realismus hast du ja keine wirklich durchgezogene gerade Linie. Ja. Da hast du ja immer schön weiche, ja, klar, weiche Konturen. Genau.
Willst du noch mal eben kurz den Arm irgendwie ausschütteln oder so? Oh, okay. Ja, geht. Geht. So. Ich würde mir gerade am liebsten selber da wegzumachen, ich bin da so cool. Ey, ich weiß nicht, was du heute Abend guckst, wenn du dein Arm rot ist. Ja, ich glaube auch. So, jetzt muss ich konzentrieren noch. Ah, jetzt mal nochmal ganz off topic. Ich hätte auch nie gedacht, wir hätten damals noch auf der Realschule im Pausenhof, wir hätten gewusst, dass wir jetzt hier sitzen und tun, was wir tun. So, das ist schon irgendwie geil. Ne, Leute, das, wie gesagt, das fällt uns auch zwischendurch immer nochmal so auf, wenn man sich so lange kennt und miteinander so die Schulzeit erlebt hat. Ja. Wir beide machen unseren Traumjob irgendwie jetzt. Voll. Das ist schon geil. Ja, wo das alles so hinführt, ne? Ja. Ich meine, ich habe mich auch ein bisschen durchprobieren müssen, gezwungenermaßen. Ich war ja vorher auch beim Rechtsanwalt und so, bla bla. Stimmt, ja. Genau, und es war halt so, Kind, mach was Vernünftiges. Wäre ich von Anfang an da, also hier, so, dann wer weiß, an welchem Punkt ich jetzt wäre. Eben, ne? Deswegen, ich bereue die Ausbildung beim Rechtsanwalt nur, also ich habe mich schon fertig gemacht, aber vor allem so richtig, wenn es ums Bereuen geht, dann deswegen, dass ich halt eben nicht früher das gemacht habe, wo ich halt wirklich selber gedacht habe, dass ich dahin möchte. Das war halt irgendwie aber so am schade. Ende ist es ja auch Teil deines Wegs, genau. Die Erkenntnis zu haben, dass du jetzt hier sein möchtest, ist ja auch wichtig, dass du andere Sachen ausprobierst. Das ist ja bei mir ähnlich, ich war ja auch als Informatiker. Genau. Ich wollte zwar immer schon Mediengestalter werden, aber ich habe dann die Ausbildung als Informatiker vorgezogen. Und aber trotzdem, ich finde es einfach toll, das sind ja nicht nur wir, auch so allgemein unsere Truppe, dass wir alle unsere Träume so verfolgt haben. Ja. Das ist halt auch nicht so selbstverständlich. Auf gar keinen Fall. Ja, schon stark. Aber ich finde es auch schön, dass man sich trotzdem, also ich meine, es ist halt, klar, man lebt sich ein bisschen auseinander und so,
Das Leben lebt halt, ne, geht halt seinen Weg so. Aber dass wir da auch trotzdem wieder geschafft haben, uns allein schon zusammenzufinden, mal wieder, das war schon echt nice. Das war wirklich cool. Hey, was kostet denn ein Tattoo in der Größe? Das, was du jetzt hier siehst, in der Größe 50 bis 100 Euro ungefähr bei der Mini. Genau, also dafür hätte ich jetzt ungefähr so um die, so um die 90 genommen tatsächlich. Ja. Für das hier, für den Thaddeus 50. Ich glaube, die Person ist gerade neu dazugekommen. Ah, okay. Aber auch so bezeichnet Tattoo, da findest du die Mini, die hier gerade am... Hier, kannst du ja mal winken. Ja. Die gerade am Tätowieren ist, auch so bezeichnet Tattoo. Genau. Wenn du neu bei mir auf dem Kanal bist, dann mache keine Tattoo-Streams sonst. Das ist mal was Besonderes. Ausnahmezustand. Yes. Michelle ist nicht eingeschlafen, die chillt hier. Die genießt hat. Ja, die darf auch leider nicht so sonderlich viel reden. Ja. Aber die Liegeposition ist ganz schlimm. Also hast du auch dieses kurz vorm Einnicken so ein bisschen? Zwischendurch, ja. Das ist so voll entspannt. Wie so eine Massage irgendwie, fast schon. Natürlich wirst du zwischendurch mal durch Momente, wo dann doch ein bisschen mehr wehtut, wieder wachgerüttelt. Aber Ein Kollege, der sich von mir hat tätowieren lassen, der ist tatsächlich richtig weggeratzt, als ich den die Wade tätowiert habe. Aber sowas von, boah. Das ist Vertrauen. Jo. Das ist Vertrauen. Eine Kundin von meiner Arbeitskollegin, die schläft grundsätzlich hier. Die kommt zum Schlafen. Ja, also wirklich. Das ist so ihre Entspannung. Teurer Schlaf auf jeden Fall. Ja, doch. Dann wirst du wach und das aber... Alles hinter dir, das ist halt auch krass, ne? Das war was im Gesicht, was da vorher nicht war. Ja, genau. Da gab es ja mal so einen Fall, ne? Von dem erzählt wurde, dass die Dame sich wohl, die wollte irgendwie einen Stern im Gesicht, ist dann eingepennt und hatte dann ganz viele auf einmal und das war so nicht abgesprochen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so passiert ist, weil kein Tätowierer würde sich seinen Job und seine Reputation so zerstören, indem er jemandem statt einem Stern 20 Sterne über das ganze Gesicht macht, also beim besten Willen nicht. Das sind so Captain Blaubeer-Geschichten, glaube ich. Ja. Das ist aus dem Pornamagarten. Ja. Wenn man da einschläft, wird man doch böse aufgeweckt, stelle ich mir vor. Wieso? Wer pennt, der brennt. Also kein Scheiß jetzt. Es gab auch schon öfter so Gespräche, in dem, ja, ich hatte auch schon Kunden, da sind Leute eingeschlafen. So, das klingt so unwirklich, aber wenn du hier liegst und mit der chilligen Musik im Hintergrund und du entspannst dich einfach komplett, weil es ja am Ende, ne, wenn du dich jetzt anspannst, dann macht das die Sache nur noch schlimmer. Das heißt, du entspannst dich komplett und vertiefst dich in irgendwelche Gedanken oder genießt, vielleicht vertiefst du dich auch in das, was da gerade passiert. Dann pennst du weg. Also ich war wirklich gerade so, boah, meine Augen wurden schon langsam schwer. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, dass das für den Körper natürlich trotzdem immer noch Stress ist. Ne? Natürlich. Also, ja, und ich glaube auch, das ist das, was dann so ermüdend ist. Ja, das kann's natürlich auch sein. Also egal, wie wenig schlimm das ist, der Körper, der leidet halt trotzdem mit. Ach so, Dre hat gefragt, weil er die Position kennt und dasselbe Problem hat mit dem Einpennen. Stark aus. Also mein, das finde ich richtig nice. Die Schattierung in der Klinge finde ich mini, ultra mini, geil. Mini, mini, mini. So, Michelle, ich glaube, du hast vielleicht sogar ein neues Lieblingstattoo. Ich kann es leider noch nicht. Oh, wir können es alle sehen. Und wir finden es alle gut. Oh. Wowie. Das ist richtig cool geworden. Weiß nicht, ob man die Schattierung nur gut sieht. Ja, die sieht man. Ich kann natürlich noch mal auf die... Mega nice. Ja, ist richtig cool geworden. Richtig cool. Oh, da bin ich aber auch ganz schön stolz drauf, muss ich sagen. Sehr, sehr geil. Ist doch ein gutes Zeichen, wenn eine Tätowiererin sowas sagt, oder? Mhm. Da bin ich stolz drauf. Das sind die Worte, die man hören will in so einer Situation. Warte, ich fahre dann hier schon mal ein bisschen in die Bude ein. Da sind wir jetzt auch... Wir dürfen auch vorsichtig aufstehen, erstmal hinsetzen und dann hinstellen. Und zwar... Guten Morgen.
Und am besten nicht so nach vorne wollen. Ja, genau, so sitzt am besten, sonst so klemmst du wieder hier irgendwie ein. Ja, Handschuhe bei dem Wetter sind natürlich auch super ekelhaft, ne? Perfekt, ist jetzt auch die Musik zu Ende. Feierabend! Ich mach nochmal eben an, bevor wir jetzt hier komplette Stille. Soll ich Weihnachtsmusik anmachen? Hier. We wish you a Merry Christmas. Lo-Fi. Habe ich vorhin übersprungen, aber es ist Zeit für Weihnachten. Ja, ist schon. Prism. Stimmt, lange auch gleich schon Weihnachten, ne? Ist gleich schon wieder Weihnachten. Willst du es angucken gehen? Yes. Dann gehe ich mit. Geht's dir gut? Ja, sehr gut. Okay. First Reaction, noch nicht hingucken, noch nicht hingucken. Wir machen jetzt hier, wie hieß es, Just Tattoo auf was oder wie heißt die Sendung? Okay. Ich weiß nicht, wie das heißt. Okay. Ich würde dir gerne, weißt du, was wir machen? Ist da Licht drin? Nein, aber hier ist Licht drin. Oh, oder so. Dann kannst du es dir ein bisschen besser angucken. Oh ja, Mann. Das ist richtig gut. Ist dir das gut? Das ist stark. Dankeschön, das ist richtig gerne, nice. Gerne. Ja, ich liebe die Schattierungen da drin. Ja. Happy Michelle! Nice! Freut mich sehr, dass es dir gefällt. Mini, mini, mini. Ich glaube, da hast du dir ein paar neue Fans gewonnen hier. Ja. Uns auf jeden Fall, aber wir waren ja vorher schon deine Fans. Oh, Leute, Leute, was ein Tag. Freut mich sehr. Wir sind eine nice Truppe auf jeden Fall. Das ist hier. Das war auch, finde ich persönlich, hat viel Spaß gemacht wieder. Ja. Auch vom Stream her und so. Und ich hoffe für euch auch. Das ist mein Wasser, ja. Wir müssen erstmal trinken. Lecko funny, du. Oh. Aber es war auch wirklich sehr, sehr entspannt. Ich meine, ja, so ist es an einem normalen Arbeitstag hier halt nicht. Wir haben jetzt halt ja das Glück, es ist eigentlich zu und es ist ruhig. Aber ich hätte mir das auch anstrengender vorstellen können, weil ich ja nicht weiß, wie schmerzempfindlich ihr seid und so weiter. Aber das war... Whee, hör auf jetzt, ich kann nicht ja mehr. Aber ich bin irgendwie schon neugierig, mal so die verschiedenen Kundentypen irgendwie kennenzulernen. Also du musst da nicht drüber reden, ne? Doch, das ist ja schweigepflichtig. Die Leute erkennen sich auch wieder, wenn die wissen. Ja, aber ist ja eigentlich fast schon beleidigend, oder nicht? Nein, absolut nicht. Okay. Die Leute sind halt so, da kannst du dann halt auch nicht, was willst du machen? Also ich kann dir so ein paar Typen aufzählen, es gibt halt die... Warte, ich drehe mal die Kamera, ich muss ja nicht zu sehen sein, während du hier am Warte. Diejenigen, die sagen, hi, ich will ein Tattoo, mach. Und du sagst, ja, mach ich, alles klar. Welche Größe? Mach. Wohin? Ja, ich habe hier irgendwo noch, da haben die 20.000 Tattoos, hier ist irgendwo noch ein kleiner Spot. Hier ist so ein Loch. Ja, ja. Und du zeigst das, zeigst den, ja, ja, ist okay, mach mal. Und so, okay, ey, voll tiefenentspannt, alles funktioniert, easy, die gehen raus, nach Hause, sind happy, ciao. Und kommen dann auch wieder. Dann gibt's die Leute, die sind dann, ich möchte das unbedingt, genau das und nicht anders. Ich möchte so, wie das da ist. Und du so, ja, so genau kann ich das nicht machen. Ja, aber ich möchte es schon genau so haben. Und dann so, ja, okay, ich versuch mal, ne? und dann ist es halt im Endeffekt eine Unendlichkeitsschleife. Uff. Ne? So. Mit Geburtsdatum. Ist ja auch jedem das seine so, aber ja, ja, ja. Oh, so pingelig des Todes. Und ja. Wie Löwen und hier Sanduhren und Genosen. Genau. Wobei bei Sanduhren und bei Löwen kannst du ja noch ein bisschen... Hast du ja Spielraum, aber eine Unendlichkeitsschleife, die sieht halt immer aus wie eine Unendlichkeitsschleife. Ja. Da kannst du halt wenig so interpretieren. Außer du erstreckst sie über den gesamten Körper. Fängst du beim Bauch an hier, brrrp, über den Nacken die eine Schleife. Ja, und dann auch in den Rest. Ja. Ja. Und dann gibt es Leute, die gucken die, also wenn du die jetzt irgendwo hier tätowierst, die gucken dir dann so dahin. Ja, aber da ist noch eine kleine Lücke. Ja, ich bin auch noch nicht oh fertig. Oh Gott. Ach ja, du meine Güte. Gibt's. Das ist auch immer ganz anders wild. Und ansonsten, wie beim Friseur, ne? Ja. Die einen entweder labern die komplett des Todes einfach viel oder halt gar nicht. Und die gar nicht reden, finde ich anstrengend, weil dann sitzt du da, geht's dir gut? Hm. Sind die jetzt piss?
oder die, die halt nur durchquatschen, sind halt auch genauso anstrengend, ne? Wenn du da gerade den Kopf nicht warst. Mit manchen vibe das, dann ist das okay, mit anderen ist das halt wieder so, da musst du dich halt wirklich bemühen, um da mit denen irgendwie also ins Gespräch zu jetzt, kommen. Ja, es war super nervig. Ich bin auch froh, wenn du gleich wieder weg bist. Ja, 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 ich weiß, das denken die Leute meistens. Deswegen, ja. Ich bin froh, dass wir es jetzt hinter uns haben. Ja, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank, ja. Genau. Die kann ein Lied von singen. Den ganzen Tag mit mir rumzuhängen ist ganz schön anstrengend. Nach Hause fahren ist immer gut, ne? Ja, tatsächlich fährst du auch gleich nach Hause. Endlich bist du mich wieder los. Gott sei Dank. Ja, herrlich. Tja, nee, aber total geil. Also, ich schaue mal in den Chat. Beans beim Tätowierer wäre sicher auch lustig. Ganz stark, Hashtag Mini loben. Und jetzt wird Mini tätowiert. Mini loben, Mini loben, Mini loben. Marcel, zeig noch deins mal bitte. Die sind beide eingetütet. I'm sorry, aber du kannst ja nachher einfach im VOD nachgucken. Das, da bist du ja ein bisschen spät, aber ich lade das Ganze auch nochmal auf YouTube hoch. Oh, jetzt habe ich hier die Lampe gefilmt, ist auch. Ups. Yes. Ich würde dann jetzt auch langsam mal Richtung Ende gehen, ja. Dann räumen wir, können wir ja gleich nochmal in Ruhe aufräumen und so. Und streammäßig wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Aber schön, dass ihr dabei wart. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ohne Tattoo. Also ich habe Tattoos dann, aber, aber keine neuen Tattoos. 13 Uhr geht's weiter. Mit RimWorld. Ich freue mich sehr darauf und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Vielen Dank wieder für den ganzen Support heute. Timer gucke ich nachher zu Hause, ob das jetzt alles noch stimmt, aber ich glaube, 1 Stunde 54 steht jetzt hier bei mir. Da mache ich jetzt auch mal einen Screenshot von kurz. Ich wollte sagen, danke, dass ihr so lieb zu mir wart. Warte, du kannst dich gleich... Das muss ich sagen. Doch. Du kannst gleich noch mal was sagen. Genau, 1 Stunde 54 und so weiter. Morgen geht's weiter, so und jetzt... Danke sagen. Danke, dass ihr hier wart bei mir. Ja, ach so. An euch. Danke, dass du uns so schön empfangen hast hier. Es mal eben schnell. Und danke, dass ihr alle super lieb zu mir wart und auch so interessiert daran wart, was da überhaupt eigentlich gerade alles so vor sich geht. Yes. Dass ihr auch zugehört habt und Fragen gestellt habt. Und danke. Ja, es war wirklich super easy und du hast dich sehr gut geschlagen. brauchst dir keine Sorgen machen. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt alle schon gefolgt. Follow an Minis Malismus Ausrufezeichen Tattoo im Chat oder im Video in der Videobeschreibung. Schaut mal vorbei, lasst liebe Grüße da und wenn ihr Bock habt, dann in Duisburg könnt ihr euch dann hier durchstechen lassen. Gut, wir verabschieden uns. Tschüss. Michelle, ihr seht da wahrscheinlich zum Ende der Woche wieder, spätestens nächste Woche und mich seht ihr morgen. Haut da rein, schönen Abend euch noch. Liebe Mods, raidet einfach irgendwo hin. Macht's gut. Ciao. Und Ende.